And of course I want you, why? And I can't see the row. And I went outside my window, as I can't see the row. And my week is in and all yourself. And my picture on my tape, on my wipe. And I've not yourself, not yourself. Hey, Stan, I watch your dream riding on the road. You driving in the clothes. Haiti was born, you have in a stone. Meine Damen und Herren, wir haben ihn hier. Endlich, meine Damen und Herren. Endlich. Soll einer sagen, dass wir nichts tun für die Obdachlosengemeinschaft in Deutschland? Endlich haben wir ihn hier. Wir haben ihn hier. Meine Damen und Herren. Nach 100 Absagen. Salim Samatu. Leute, das war der wundervollste Gesang aller Zeiten. Alter, ich fühle mich wirklich sowas von geehrt. Wir haben es so oft versucht und ich fühle mich wirklich wie... Wir? Wir? Also wir haben es versucht, ja. Ja, du hast recht. Boah, so. Deine Fans gehen mir so auf die Nerven, Alter. Richtige Penner sind das. Ja, die ganze Zeit. Wie wär's denn mit Salim? Mit Samato? Oder seid ihr dem Intellektuellen nicht gewachsen? Ja. Obwohl du den Intellekt einer Kakerlake hast. So. Wir haben es endlich da. Vitamin X. Wir haben es endlich da. Das ist nämlich ein S. Ja. Vitamin X versus die Deutschen, beziehungsweise X, die Deutschen. Ja, ja, also Liebe ist immer da. Ja. Und erstmal, ich frage eigentlich immer den Gast, wie es einem geht, ja? Bei dir? Sieht man, dass es dir nicht besonders gut geht. Was war los 2 Jahre lang? Bruder, erstmal möchte ich sagen, ich fühle mich wie jemand, wie der Prinz von Bel-Air. Was für ein Afrikaner, was der macht. Der geht auf uns, der versucht uns emotional. Ja, vielleicht kommt er noch da drauf. Ich habe Hoffnung. Ich komme noch da drauf. Okay, sehr gut. Du kennst mich doch. Der Leprechaun findet immer einen Weg raus. Okay. Leute, ich bin wirklich schwer beeindruckt, weil ich will ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan von die Deutschen. Bevor es die Deutschen hieß. Hieß ja vorher noch anders. Ja, wie denn, wenn du so ein Fan warst? Riesenfan war ich. Ja, wie hießen wir denn? Und hieß doch nur Nisa und Cheyenne, oder? Ja, das hat recht. Am Anfang. Ganz am Anfang. Aber dann als zwei, er hat noch einen zweiten Namen. Der wechselt doch jedes Mal seinen Namen wie Prince. Ja. Nein, ich weiß doch ganz genau, wo ihr so wie so beim Bullenverhör gegenüber gesessen habt, genau. Bevor ihr diesen ganzen Spotify-Money reinvestiert habt, bevor Cheyenne einen Steuerberater gefunden hat, der ihn richtig berät, als er das erste Mal gemerkt hat, dass er nicht 99% seiner Steuern abgeben muss. Und jetzt habt ihr hier dieses fucking Hollywood-Studio. Das ist wirklich schwer beeindruckt. Und wie gesagt, wir haben alles versucht. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es 2 Jahre lang gedauert hat, weil vor 2 Jahren hätte ich noch dieses alte Studio sehen müssen. Ja, stimmt. Jetzt ganz schnell, da hatten wir keine Gäste, weil keiner reinpasst. Ja. Genau, das ist wie wenn du so dein ganzes Geld... Das wusstest du, deswegen hast du extra verschoben. Nein, nein, ich weiß noch, Mario war ja beim alten noch. Mario war beim Update. Ach, ihr hattet noch eine Version vorher. Ja, und die war so richtig pennerhaft. Was? Okay, das... Ja, so vor so einer weißen Wand, stimmt. Ja, so, nee, warte mal. Wir hatten einmal richtig Penner, da war einfach nur so 3 Bleche, die braun und gelb waren. Ja. Dann hatten wir so ein Tapetenmuster, das habe ich irgendwo für 6 Euro das Quadratmeter gefunden. Dann hatten wir eine grüne Wand, wo Mario dann war, mit so einem Holztisch. Das war dann Update. Das war dann so Spotify Money am Anfang. So. Geil! Und dann kam eine Finanzspritze von dir. Ja. Weil du korrekt bist. Weil du korrekt bist und dann haben wir die Studio aufgebaut. Ja. Danke, Salim. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, ohne Witz. Weil ich war so froh, vor 2 Jahren, weiß ich noch, mitten in Corona, bin ich fast gekommen. Und da hat man gemerkt, den Unterschied zwischen euch beiden. Zwischen dem, der bald in so ein Nazi-Museum stattfindet. Und einem fucking Geschäftsmann. Da habe ich den Unterschied gemerkt. Zwischen hier Querdenker, Attila Hildmann, sein verlorener Neffe. Und CEO von 20 Firmen, Elon Musk Berater. Ich hatte einen positiven Corona-Test und wollte herkommen. Den und du selber gedreht hast. Das. Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall. Der gibt doch selber zu. Offenes Verfahren. Ja. Auf jeden Fall habe ich euch beiden diesen Test zugeschickt. Ja, aber wir wissen dass du lügst. Aber warte, das wusste man damals nicht. Das heißt, ihr wusstet nur, dieser ehrliche Bursche schickt mir gerade einen positiven Corona-Test. Cheyennes Antwort: Salim, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Ruh dich gut aus. Und unter diesen Umständen können wir den Podcast nicht fortführen, da das ein gesundheitliches Risiko für mich und mein Establishment steht. Ja, das stimmt. Nisa sagt, glaubst du an die Scheiße?
Er so, komm, du Leprechaun. Hör auf, dir diese scheiß Ausreden auszuhängen. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Und dann war ich so, okay. Und dann hast du ihn glücklicherweise überzeugt. Ja, es war ein harter Weg. Es war ein richtig harter Weg. Und dann hatten wir den zweiten Versuch letztes Jahr im Dezember. Es war zweimal Dezember. Und dann hatten wir es nochmal. Da waren wir zusammen in Saarbrücken. Da habt ihr ja schon drüber erzählt, dass er so gepearl-harbert wurde. Von Thorsten Sträter. Das war heftig. Ja. Das ist gar nicht die Vorgeschichte. Ich habe das ja moderiert. Ja. Und dann auf einmal kommen die zu mir, hier diese Fernsehsender, ja, der besagte, und der dann so richtiges Krisengespräch. Ich dachte schon wieder, fuck, irgendeines meiner Videos ging wieder ab oder mein Katar-Besuch oder so wird wieder geschitstormt. Und auf einmal die so, könnt ihr euch damit identifizieren, dass wir die Bühne mit einem Antisemiten teilen? So, sie also bezeichnen mich sogar noch so. Bezeichnen das Verleumdung. Nee, zuerst mal, ich wusste nicht mal, dass die dich meinen. Ich dachte zuerst, oh fuck, Leute, welches Video habt ihr gesehen? Geil. Ja, und dann die so, ach so, ich meinte Nisa. Ja. Nein, ich stehe für diesen Bruder ein. Ja, das hast du gegeben. Das hätte ich nicht mal gesagt. Bruder, als Thorsten Sträter mich angegriffen hat, der ist sogar weggegangen. Weißt du, der so, ey Bruder, wie geht's? Und Thorsten Sträter, ey Nisa, ich muss mit den Wörtchen reden. Dann fängt dieses Bruder, der geht einfach weg. Und dann, der ist 5 Stunden entfernt, lauscht immer so und kommt dann später, nachdem es vorbei war und er sieht, alles ist in Ordnung, wir haben das geklärt. Kommt dann so, ey Bruder, du bist der King, wie du dich Thorsten Sträter gegenüber gestellt hast. Dann sag ich, das sagst du doch nur, weil das jetzt gut ausgegangen wäre. Wäre das scheiße ausgegangen, wärst du zu Thorsten gegangen, hättest gesagt, ja, ich habe Nisa auch immer gehasst. Ja, Spaß, aber das ist schlau. Ja. Deswegen ist der erfolgreich. Ja. Ich bin wie der Typ, der bei OJ draußen steht und wartet, bis dieses Acquitted kommt, der sich freut. Und wenn er nicht acquitted worden wäre, weißt du, ja, der ist voll der Trainer. Ja, genau. Nein, aber ich kann sowas nicht ertragen, weil ich liebe ihn ja wirklich. Versteht ihr? Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Wenn ich euch immer höre, dann hat ja auch immer. So eine. Ey, bin ich auch so? Man, ja. Nein, sag mal ehrlich, doch, das ist ja richtig ekelhaft. Man merkt, so? Ihr seid von einem Schlag. Von einem nordafrikanischen Schlag. Bin ich so, sag mal ehrlich, mach ich genau diese Moves? Ja, genau so. So, jeder grinst gerade, Leute, für die dieses. Aber nicht so, das ist ja offensichtlich. Bei dir wissen wir es auch, wir dürfen so nicht sagen, sonst bist du wieder sauer und machst 21 Minuten Audios. Ach, wir nehmen dann so Podcasts auf. Wir nehmen es ja hin, aber wenn du dann gehst, weil wir uns zusammengetan haben, dann sagen wir so, ey, Bro, wir wussten wieder, das ist so voll. Man merkt das. Aber ich konnte es echt nicht ertragen, weil du weißt, ich liebe dich vom Herzen. Das ist nicht dein Bruder. Er hat dich doch eingeladen zu dieser Show. Ich habe dich eingeladen zu der Show. Ich habe für dich. Du oder Marvin? Als ob der Marvin irgendwas entscheidet. Der ist ja quasi mein Leprechaun. Und dann habe ich gesagt, ich will. Du weißt es, er guckt vielleicht, ne? Ach, der guckt das niemals. Der guckt nicht mal sein eigenes, das weiß ich doch. Aber guck mal, dann habe ich gesagt, ich will unbedingt Nisa dabei haben. Das hast du niemals im Leben gesagt. Ich schwör's, ich habe mich sogar für dich gerade gestellt, weil die zu mir gekommen sind, haben mir das doch voll geheult. Weil ich habe dein Special ja auch noch gepostet und promoted. Ja, warum? Weil du meinen Untergang willst. Nein, ich kenne dich doch. Hey, noch das so einer. Den muss ich zerstören. Ja, das war so Taktik. Nein, ich habe das hier so miterlebt. Das Beste wäre, wenn Salim, weil so kann ich mir die Wahrheit wirklich vorstellen, der ist da und sagt, ja, ich fand das auch nicht in Ordnung, was Nisa gemacht hat, ich bin voll dagegen, aber was sollen wir machen, bla bla bla. Und dann so 2 Tage später macht er genau so ein ähnliches Video, so, wo das schon längst vorbei ist, wo er dann auch selber auftreten konnte. So der letzte Schlag, aber ich kann das echt nicht ertragen bei sowas, weil ich liebe ihn wirklich, ohne Witz. Und dann auf einmal kommt er rein, er hat nicht mal Hallo gesagt, also das war wirklich schlimmer als Pearl Harbor. Ja. Pearl Harbor, die haben wenigstens so die Flugzeuge kommen sehen. Ja, ja, ich und hab's dann erst, ich hab's nicht kommen sehen. Bei ihm war wirklich aus dem Nichts, er kommt rein, hallo Jungs, und dann auf einmal 2 Fronten Krieg wurde er von 2 Deutschen richtig, das war schon richtig ironisch. 2 alte Deutsche, die ihn da durchnehmen. Ja, ich kam mir vor wie so ein thailändischer Junge. Wirklich, und er hatte gar keine Zeit. Er war nur so, ey Leute. Ach du Scheiße. Lisa war nur noch so, ey Leute, entspannt euch doch mal kurz. Und ich muss dann noch auf die Bühne. Ey, das war unfassbar, das zu sehen. So Nisa ist. Aber hast du ihn moralisch unterstützt? Nein, ich hab ihn seelisch unterstützt. Der war doch weg. Also, der hat das gesehen, der so, oh scheiße, bevor die mich angreifen, gehe ich auch weg. So, ich sehe es dem ähnlich. Ja, weil er hat so eine heiße Kartoffel in der Hand, der kann sie locker auf mich machen. Aber dann, guck mal, die Geschichte. Ja, hätte ich aber auch gemacht. Ich glaube, was mit Salim? Einfach so, ich war direkt mit reinziehen. Das Gute ist, man kann dir jedes Wort glauben, wenn man ihn kennt, weil er aus jeder Situation eigentlich rauskommt. So wie du. Er hat sich da rausgefuchst, oder? Ja. Das war Grandmaster, was ich da gesehen habe. Ich hab mich echt rausgefuchst. Mayweather war scheißdreck dagegen. Ja, wirklich, der hat geshoulder-rolled. Ja, ich dachte echt nicht. Thorsten Sträter hat so 5 Poetry Slams auf ihn geschrieben. Der ist so ausgewichen. Kam Ingmar von der Seite. Sein Agenturkollege, trotzdem Pearl Harbor auf ihn drauf. Da musste der das. Ich hab's wirklich schwer beeindruckt, weil ich finde es krass, wie er sein
wie er seine Eloquenz beibehält in den höchsten Stresssituationen. Bei mir, ich fange ja sofort so an zu zittern, lenk so ab, sagst so, ey, guck mal da, ein Vogel und so. Aber er bleibt ja, so. Ja, aber du sagst doch, ja, aber du, das ist auch schon, das ist ein Skill, weil zu dir kann man sagen, ey Salim, bei uns im Podcast hast du doch dieses Jordan-Oberteil angehabt. Dann sagst du einfach, nein, hatte ich nicht. Das macht er. Hä, ich hatte Jordan. Doch. Dann sagt er nein. Und dann schickt er dir einfach ein Video, weil er das genommen hat und bearbeitet hat, um dir zu suggerieren, und schickt dir das. Und dann bist du dir selber auch immer unsicher, weil du es nicht mehr Sound weißt. Skill. Ja. Guck mal, bevor wir jetzt richtig anfangen, ja, möchte ich gerne diese Hügel-Story erklärt haben. Ey, Salim, das ist das Legendärste. Die erzählen was, mir alle, was das, was Khalid, dass du eine Hügel-Story hast. Weißt du, welche Story wir meinen? Also für die Zuhörer und die Zuschauer, die Story nicht kennen. Es gab mal eine Comedy-Veranstaltung, da war ich gebucht mit Benai. Nee, ich war gar nicht gebucht, ich war nur als zu Besuch da. Stimmt nicht, ich war gar nicht gebucht. Ich habe die besucht, weil ich war da irgendwie in der Nähe. Das war ein neues, da war Khalid, Benai, ich meine, Tamika war auch da, so einige Kumi. Und Salim sollte da sein. Wie, ich besuche die, ich bin Backstage. Ich rede, wie das ist so, kennst du auch bei diesen Mixshows, diese Stimmung. Ich bin hinten, ich rede so mit denen. Und dann merke ich. Stimmung, wo alle fake miteinander einklatschen, ja, genau, und sagen, dein so, Set war gut. Ja, dein Set war gut, genau. Ja. Und dann geben die sich okay, so gegenseitig, ja, verlangen die 20 Euro voneinander wieder. Ja, okay. Also. So. Ey, das ist so asozial. Ich war so ein netter Junge. Ey, pass auf. Und dann, der Veranstalter ist so voll abgefuckt. Der so, ey, wo ist Salim? Und dann, ich kann mich noch erinnern, dass Benice das so macht. Bruder, du kennst doch Salim. Und der so, ey, der ist der Nächste. Und dann versuchen die sonst schon so umzustellen, ne? Dann telefoniert der Veranstalter mit Salim. Und dann sagt er, ey, Salim sagt, der kommt jeden Moment. Und alle da sagen, ey, du kannst dich auf den verlassen, der wird auf einmal nicht auftauchen. Dann, ich schwöre euch, das sage ich jetzt nicht des Gags willen. Wir sind Backstage und das war ein Open Air. Wir sitzen alle, Benice hat das moderiert. Wir sitzen alle und wieso, ja, Salim schafft es nicht, und der Typ so, scheiße. Auf einmal, hinter der Bühne, ist doch einfach so Gebüschgegend. Da kannst du nicht mal langlaufen, da ist einfach nichts. Springt auf einmal aus dem Gebüsch raus, wie so ein Koala-Bär. Der so, ey, ich bin da. Ich so, hä? Der ist einfach... Und da ist in der Nähe kein Bahnhof. Und der Penner hat ja keinen Führerschein. Das heißt, der kann ja da nicht gefahren. Wie ist der da aufgetaucht? War auf einmal da und rechtzeitig zu seinem Auftritt. Keiner weiß es. Ja, erklär die mal. Guck mal, ich will ehrlich zu euch sein. Ich hasse Comedians. Ich weiß, es klingt ein bisschen heuchlerisch, aber wie du schon gesagt hast, das sind einfach, bei vollem Respekt, falls irgendjemand mithört, das sind einfach Missgeburten. Wirklich bei vollem Respekt. Weil du musst dir verstehen, das ganze Business formt dich aber auch zu einer Missgeburt. Mhm. Weil, guck mal, bei Sprintern. Ein Sprinter weiß, ich laufe die 100 Meter in 9 Sekunden, also bin ich der Beste. Es bringt nichts, wenn Tyson Gay rumläuft und sagt, ich bin aber der bessere Sprinter, ich bin ein edgier Sprinter. Hey, du 12 Sekunden, ich 9 Sekunden. Knie. Er weiß, dass er knien muss. Bei Comedy ist das Problem, dadurch, dass Humor subjektiv ist, hat jeder Psychopathen-Comedian dieses seinen eigenen narzisstischen Algorithmus, wie er sich seinen Humor so drehen kann, dass er die Nummer 1 ist. Das heißt, jeder Comedian hat in seinem Kopf, er selbst hat die Goldmedaille. Das heißt, er selber kann das nicht anerkennen, dass der andere besser oder schlechter ist, weil es keinen besser und schlechter gibt. Das heißt, er sagt, ich rede über, dass ich Babys sexuell belästige, weil Louis C.K. hat das auch gemacht und der ist ja gut. Also bin ich auch gut. So Psychopathen halt. Eigentlich müssten die so Gummizelle sein. Und wenn die dann an einem Haufen sind und über andere Comedians reden und dann auch noch lästern, nachdem sie gerade Kakerlaken frittiert haben, ich kann das nicht ertragen. Das heißt, lieber... Krass, ne? Weil du selber nie über Comedians gelästert hast. Nee. Genau. Und stattdessen chill ich lieber im Gebüsch und warte dort und warte im Gebüsch, damit ich nicht diesen Smalltalk ertragen muss von, oh, der Gag, das ist aber nicht so ein guter Gag. Mhm. Statt dass ich mir das gebe, lasse ich mich lieber von Eichhörnchen so an meinen Fuß nagen, statt dass ich mir diese Gespräche geben kann, wie du gesagt hast, mit diesem Fake-Abklatschen. Oh, das ist aber toll. Mhm. Das ist was anderes, wenn man das so... Hast du das noch nie gemacht? Noch nie. So war ich hier sitze. Das ist ein geiler Style. Das ist geil. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich kann das nicht mit ertragen. Mit dir ist was anderes, weil dich liebe ich. Du bist der Beste. Und ey, bei dir geil. Weiß man wirklich nicht, was passiert. Und du bist wirklich einer der wenigen. Du, Mario und Junen. Da müssen wir auch nochmal drüber reden, was mit euch ist. Es ist so kalter Krieg ein bisschen zwischen euch beiden. Das muss ich auch noch. Ich habe versucht, so Friedenstaube zu spielen, aber es hat nicht geklappt. Und, boah, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich versuche das ja die ganze Zeit, das klappt nicht. Du bist gut. Und dann habe ich halt das versucht, bei dir zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, merke ich, dass du fake bist.
aber positiv fake. Ja, genau. Ich muss mich nicht so anstrengen, fake zu sein. Ja. Es gibt so andere. Weil es deine Natur ist. Das ist meine Natur. Und ich merke diesen Level von Anstrengung, wie viel Batterie geht gerade weg für meine Fakeness. Und bei ihm ist es nicht so hoch wie bei anderen. Und deswegen chill ich lieber in Gebüschen. Und diese Story kann ich mich erinnern, weil ich habe so das Line-Up gesehen. Da war ich so, oh, einfach so 90% seine Rebel-Comedy-Kollegen. Der hat schon das Line-Up gesehen. Boah, schon wieder? Ich habe doch extra eine Mixshow angenommen, weil ich mit denen die ganze Zeit auf Tour bin. Und ich bin wieder mit denen. Geil. Genau, und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und das passiert ganz oft. Also lieber komme ich zu spät oder genau zu meinem Auftritt, statt da zu sitzen und dann... Und pünktlich zu sein. Ja, und schlimm. Aber ich weiß, was er meint. Ja, und am allerschlimmsten ist es, guck mal, wir haben jetzt das Traurige. Am Anfang, die Leute, also es gibt so drei verschiedene Kakerlakenformen von diesen Comedians. Es gibt einmal diese ganz Neuen, die denken, ich bin der nächste Louis C.K. Ich muss nur oft genug auftreten, dann bin ich der Beste. Ja. So, das heißt, er ist noch in diesem Delusional Phase. Und dann gibt es traurigerweise, wirklich bei vollem Respekt, im Quatsch Comedy Club hast du dann quasi die Leute, die 50, 60 sind. Und die haben aber immer noch dieses Goldmedaillendenken, aber gemixt mit Depressionen und so. Genau, weil die es nicht geschafft haben, aber behaupten immer, wir sind krass. Genau. Und wenn du dann mit denen da sitzt. Grüße an Costa. Das ist awesome. Das ist richtig. Ey, wir sind nicht mal bei 15 Minuten. Wo soll das hingehen? Wo soll das hingehen? Das, also. Der Chinese, Iran, Saudi-Arabien. Ja, das ist eine gute Bezeichnung. Ich schwöre, das passt original. Das ist der Style. Boah, das ist richtig das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Der Chinese, der alles kopiert von allen anderen und dann jedes Mal das überall einsetzt. Und das ist das, wo ich mich wirklich lieber, ohne Witz, wo ich lieber mir so Ratten in die Unterwäsche reinhaue, statt mit so... Das mach ich so einfach. Ja, mit so alten Comedians zu reden, die dann so, weißt du schon, was du heute spielst? Ich weiß gar nicht, was ich heute spielen soll. Und dann spielt er das, was er seit 24 Jahren spielt. Der hat nur dieses Punkt. An alle Veranstalter, an alle Comedians, jetzt wisst ihr es, er hat es einmal ausgesprochen. So, Sache erledigt. Es gibt aber auch keine Rückfragen. Aber die dritte Art der Kakerlaken hast du noch nicht beschrieben. Die Erfolgreichen, die schon erfolgreich sind. Yeah. Das heißt, die haben jetzt, die anderen haben nur ihren eigenen Narzissmus, womit die das... Ja. Quasi zusammenfiedeln. Und dann gibt es diese Extra-Stufe, die quasi Erfolg schon haben. Und die haben dann, die vergleichen sich dann nur noch über den Erfolg. Das heißt, bei denen spielt dann dieses Künstlerische überhaupt keine Rolle mehr. Genau, ich verkaufe so und so viele Tickets. Genau, und das heißt, es geht nur noch darüber. Das heißt, wenn du mit diesen RTL-Comedians dann redest, und da geht es nur darum, da geht es nicht darum, worüber redest du oder was ist der Humor, sondern nur, was waren deine Zahlen, was waren meine Zahlen. Und das ist so quasi nicht zu unterscheiden wie von einem Buchhaltergespräch. Wenn du kennst es ja mit dem, du hast ja viele Firmen und dann siehst du ja quasi auch bei deinen vielen Firmen wieder die Umsätze abgehen. Ja. Hey, so ist das für die. Okay, Salim, da habe ich jetzt eine Frage. Ey, ganz ehrlich, guck mal, früher, ne? Jetzt, ich muss das echt sagen. Früher habe ich Salim gehasst. Ich wollte ihn zusammenschlagen. Das stimmt. So ein Rat. Aber jetzt, ich verstehe jetzt, was du lief vor 3 Jahren. Ich habe eine Faszination für dich. Ich bin fasziniert von dem. Ja. Der ist so eine eigene Spezies. Du hast als erstes an mich geglaubt? Ja, ich bin fasziniert von Salim. So, dass ich jetzt sage, egal was er mir antun wird, wie er mich abziehen wird, wie er mich verarschen wird, sage ich, er fasziniert mich. Ja? Ich bin fasziniert. Das ist genau so, wenn du so ein Zebra einfach in der Fußgängerzone siehst. Ja. Du bleibst einfach stehen, du fragst gar nicht, warum ist es da? Ja, das ist die Faszination, ja. Aber weißt du, was geil ist? Jetzt, uns gucken ja viele anstrebende Comedians zu. Ja. Weil, die fahren ja gerne mit dem Zug. Ja. Und die haben eine lange Fahrt. Ja, Salim hat keinen Führerschein, das heißt, der fährt auch Zug. Der fährt Zug, aber der fährt geil Zug. Ja. Und der findet ja immer jemanden, den er ausnutzt. Ja, Mario genau. Sitzt hier hinten. Also liebe Grüße. Liebe Grüße an Mario. So, also das wollte ich wollte es jetzt nicht so hart sagen, ich wollte es ein bisschen umschreiben. Ja. Allerdings, jetzt eine Frage an dich, von den Zuschauern heraus, ich bin jetzt der, der Rechtsprecher für die. Jetzt könnte ein anstrebender Comedian da sein, der sagt, ey, ich will unbedingt Comedian werden, aber das, was Salim sagt, das ist ja voll schrecklich. Ich dachte, die lachen alle, das sind voll die lustigen Leute, ja, es ist immer alles positiv, es ist immer positiv. Sag mal 3 Sätze zu diesem Typen, der vielleicht zuhört, oder dieser Dame, weil die gibt's ja jetzt auch. Geh arbeiten. Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, schaut euch Nizars Shitstorm Special an. Das ist das Wichtigste, von ihr lernen könnt. Dann spult ihr vor zu dem Part, wo er anfängt, über eine gewisse Gruppe zu reden. Ja. Und das müsst ihr studieren, Tag und Nacht. Wie bei Bruce Lee in dieser Jacke auf- und anziehen. Das heißt, ihr müsst dieses Nizar-Special hören. Vor allem, wenn es da irgendwie um so ein Das ist nicht Bruce Lee, das war Karate Kid Remake. Jackie Chan.
Wie? Welcher war das mit der Jacke? Der Karate Kid Remake mit Jackie Chan. Heftig. Mit Jaden Smith. Mit Jaden Smith, genau. Vorbild. Genau. Dein optisches Vorbild. Das. So, das müsst ihr euch angucken und keine Furcht zu haben. Weil der Nisa hat es am Anfang schon angesprochen, dieses, es war noch nie so einfach, kontrovers zu sein. Das habe ich von dir gelernt. Ja, deswegen genau. Liebe ich dich. Ja, weil ich weiß bei dir. Ey, der Typ! Das ist geil. Ich höre, man muss das feiern. Ja. Ich höre offiziell Salim feier. Man muss Salim feiern. Es ist eigentlich unsinnig, den nicht zu feiern. Ey, ich kann mich erinnern, wo ich mit Benaisa damals und Khalid und so immer mit denen geredet habe. Und dann die so, Benaisa so, Bruder, glaub mir, du wirst auf den Geschmack kommen, dass du den so nimmst und das geil findest. Dann hab ich gesagt, nein. Der so, doch. Und ich muss ihm recht geben. Das ist so gekommen. Das ist einfach krank. Guck mal, das ist wie Sashimi. Am Anfang ist Sashimi ekelhaft. Denkst dir, welcher Keck hat die Rechnung nicht bezahlt, dass er es nicht warm machen konnte. Und irgendwann checkst du mit der richtigen Menge von Sojasauce, dann ist Sashimi gut. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auf jeden Fall, wenn anstrebende Comedian das hier hört und ihr hier Tipps erwartet, also wenn ihr jemand seid, der Podcasts hört, um Tipps zu kriegen, solltet ihr gar nicht erst anfangen. Ja. Echt? Voll. Ey, ist halt nicht der erste Podcaster auch, der bei uns ist? Der einen eigenen Podcast hat? Sonst hatten wir doch niemanden. Ja, Salim ist der Erste. Und einen erfolgreichen Podcast. Das ja, erfolgreichen ist halt, noch. Vitamin X ist sehr, sehr erfolgreich. Aber ich würde gerne alles von hinten aufrollen, weil dass wir andere beleidigen, erniedrigen, dass wir uns gegenseitig roasten und so dreckige Wäsche waschen öffentlich, das wird ja sowieso noch ohne Ende passieren. Deswegen, wir rollen auf. Wir ziehen das Pferd von hinten auf, wie man so schön sagt. Du hast mit Comedy damals, wie lange hast du, weil was eventuell einige nicht wissen, Salim ist ein Gewinner des RTL Comedy Grand Prix, den Markus Krebs gewonnen hat. Wer hat den noch gewonnen? Einer der wichtigsten Comedy-Preise in Deutschland. No Penner, glaub mir. Nein. Nein, wirklich Legende. Kristall hat den gewonnen. Und Salim hat den gewonnen 2016, glaube ich, ja. 18? 2018? Mario? Nein, 2016, genau, 2016. 2016. Als du da hingegangen bist, wie lange hast du schon Stand-Up gemacht? Unter ein Jahr. Das war richtig bitter. Ernst jetzt? Ja. Mario, kannst du bestätigen? Ja, ja. Nee. Ja, war's nicht so? Unter zwei Jahre? So zwei Jahre, ja. Zwei Jahre ungefähr. Also zwei Jahre und dann hast du den Comedy Grand Prix gewonnen? Ja, ja, ich war ein richtiger Lutscher. Weil das Problem war, ich hatte... Weil ich hatte das ja während, da habe ich ja noch studiert. Ja, was hast du studiert für die Fans? Informatik habe ich studiert, noch richtig offiziell und ich habe immer bewusst... Hast du abgeschlossen? Ja, ja, natürlich abgeschlossen. Musst du, kennst du unsere Väter, sonst gibt es direkt Schlappen auf den Nacken. Ja, mein Vater hat mich aufgegeben schon längst. Ach so, ja, weil ich ja nicht studiert habe. Weil ich nicht studiert habe. Der hat ihn mit 4 aufgegeben. Ja, weil der wusste, okay. Der hat gesehen, da ist nichts mehr zu holen. Das nächste, mit 4 hat er aufgegeben. Aber wie war das bei dir? Beeindruckt deine Eltern das mit den 6 Firmen, Mogul, Plakat und sowas? Oder nur? 1 Million Euro Minus. Ja. Nee, Investment. Minus ist ja noch nicht. Ah, das ist wie diese Silicon Valley Bank jetzt gerade. Genau. Genau, die, wo keiner mehr Geld ziehen kann auf einmal. Genau, okay. So. Millionen ausgegeben, Investment und jetzt hoffen wir natürlich, dass das Investment die nächsten Jahre zurückkommt. Okay. Wenn nicht, dann Minus. Aber steht noch offen. Ja, steht noch offen. Noch bist du nicht ganz verloren. Nein, noch nicht. Jetzt bin ich noch Investmentbanker. Ja, genau. Ich habe nur investiert. Du hast also den Comedy Grand Prix gewonnen. Genau, ja. Nach zwei Jahren. Was ist dann genau passiert? Kamen irgendwelche Produktionsfirmen auf dich zu? Wollte man aus dir den neuen Faisal Kavusi machen, den neuen Kristall? Wie ging denn die Karriere? Weil das war ja, bevor du bei Rebel warst. Weil für viele Leute aus der Internetgeneration, die denken, du warst von Anfang an bei Rebel Comedy, aber das war nicht. Du hast alleine deinen Weg als Comedian bist du gegangen und hast den RTL Comedy Grand Prix gewonnen, bevor du irgendwas mit Rebel zu tun hattest. Genau. Die dann, Bühne als du erfolgreich hier geworden bist, dann kam natürlich erst Rebel. Dann kam Rebel, genau. Also die haben gesehen. Oh, das liebe ich. Das liebe ich. Du hast es nicht verdient, im Minus zu sein. Und er hat am Anfang gesagt, geil, nein, ich werde selber Star. Und dann hat seine Karriere auch den Berater gesagt, ich komm doch zu euch. Ja, dann passt und dann haben die gesagt, ja, Khalid ist auch bei uns, passt, komm zu uns. So, erzähl. Okay, du hast das Ding gewonnen, weil eigentlich kann ich mir vorstellen, dass dann
die Sender bestimmt gekommen sind, man wollte die Sendungen geben. So, wie ist das, wie lief das so? Ich hab da alles, das war richtig heftig. Ich habe das gewonnen und dann hatte ich diesen riesen Pokal, aber ich hatte keinen Bock drauf. Der war zuerst bei Mario die ganze Zeit im Wohnzimmer. Mario hat all meine Preise übrigens. Der Leute läuft immer rum, wenn er neue. Seid ihr zusammen, du und Mario? Eigentlich schon, aber okay. Dann läuft er immer rum mit seinen Tinder-Dates und zeigt dann immer meine Pokale, wo er so meinen Namen weggekratzt hat. Und dann sagt er immer, guck mal, ich bin ganz doll, ja, ganz doll. Jetzt leg dich mal hin, wenn du jetzt müde wirst, das kannst du mal. Und, Gruß an Bill Cosby. Naja, aber es war wirklich so. Es war wirklich krass in meinem Leben. Vielleicht sogar eine der krassesten Erfahrungen. Das wirklich gewonnen und dann dachte ich, jawohl. Wer war in der Jury damals, als du gewonnen hast? Kayana, Paul Beintler, Miria Bös. Okay. Genau. Und das Geile war, bei mir war, also weißt du, das meinte ich wieder mit diesem, sorry, bei vollem Respekt, dieses Missgeburtentum bei Comedians ist ja, man sitzt ja im Hintergrund. Dieses vollste Respekt, das ist so geil. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, du sitzt ja im Hintergrund, wenn du jetzt ein Sprinter bist, wo ein Sprinter nach dem anderen vor dir läuft, ihr läuft nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, dann hoffst du ja nicht, dass er gut ist, sondern du hoffst, dass er seinen Fuß bricht, Knie verrutscht, am besten Herzinfarkt. Und genauso ist das als Comedian auch. Das heißt, du sitzt hinten, du bist nervös. Und dann guckst du die anderen an und hoffst, dass die verkacken. So innerlich dein Instinkt, so dein Face sagt, ja, wir sind alle zusammen. Aber innerlich denkst du, verkack, bitte. Damit ich, wenn ich verkacke, die Knautschzone nicht so hoch ist bei Wettbewerben. Deswegen. Wie bei DSDS, wo die im Finale sind und sich so die Hände halten. Und so, egal wer gewinnt, dann küssen sich die Hände. Und du denkst eigentlich, du Schlampe, du darfst nicht gewinnen. Ja, ich will diese 500.000 Euro, ja. Genau, 500.000 gibt's da. Ja, steuerfrei sogar. Sally, mach doch mit, du sneakst dich doch über. Ich geh da morgen hin, das wird heftig, Mann. Ich mach da Beatbox. Und dann weißt du. So einfach 8 Staffeln Beatbox. Dann im Ausland Beatbox. Es ist keine, ja, der Beat ist gut. Rappen kann er nicht, singen kann er auch. Beatbox ist gut. Naja, aber dann habe ich das gewonnen und das war witzig, weil vor mir haben schon viele verkackt. Das war halt witzig, weil die haben, du hast, das heißt, bei Comedy hast du dieses Schlimme, dieses Narzisstische gemixt mit keine Selbstreflexion und Größenwahn. Das ist ja quasi, was Comedy so ausmacht. So andere Leute, so ein Boxer. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, so ein Boxer, der so einen Profikampf hat und gegen einen Einarmigen nach 12 Runden mit Majority Split Decision gewinnt. Der weiß, okay, ich habe 2 Arme, der hat einen Arm. Ich habe gerade noch so gewonnen, weil der Ringrichter mein Onkel ist. Ja. Ich sollte jetzt nicht Anthony Joshua herausfordern. Ja. Bei Comedy nicht. Bei Comedy, du ziehst Boxhandschuhe an und du denkst, ey, ich bin bereit für WBC Championship. Ja. Das ist im Kopf drin. Das heißt, da sind lauter Leute, die eigentlich gar nicht bereit dafür sind. Und die haben hart verkackt bei mir zum Glück. Aber ich will nicht sagen, ich habe fair gewonnen. Ich war einfach nur der Einäugige unter den Blinden. Bam, genau das. Siehst du, deswegen liebe ich dich, Mann, Alter. Den Stress, den du hast, den Shitstorm, den du bekommen hast, den hast du nicht verdient, Alter. Ich kenne nicht den wahren Lisa. Ich schwör's dir. Ja, wenn die den kennen würden, würde es aber Stress noch mehr. Wenn der Stress noch mehr, dann wäre der größer. Dann hätte ich gar keine Bühne mehr bekommen. Ja, okay, sehr gut. Ich verstehe wirklich nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Krass. Glaubst du ernsthaft in eurem tiefsten Herzen, als ihr das mitbekommen habt, glaubt ihr wirklich, dass die das aufregt? Oder sind das eher so Reichweitenparasiten, die sich einfach nur an dir hochziehen wollen? Ich denke, dass Reichweitenparasiten sind. Komplett, ne? Die sich nicht, die wollen sich nicht an mir hochziehen, aber die wollen Auflagen generieren, beziehungsweise verkaufen oder wie gesagt Reichweite generieren für die Zeitung oder das Portal, für das die schreiben, und das geht ja nur mit Kontroverse. Wenn die erzählen, oh, heute beim Hanukkah-Fest war es sehr schön, dann denken sich hier Leute nichts. Aber wenn die sagen, ah, da haben wir wieder einen, auf den wir mit dem Finger zeigen können, wenn wir nur so ein bisschen das pimpen und tunen, was der da gesagt hat. Und dann, das ist ja klar. Hast du schon mal einen Shitstorm bekommen? Todes. Ja, der ist doch jetzt der. Ich bin der Meister, ich bin der Grandmaster. Ja, warte mal, bevor wir da hinkommen. Du hast das Ding gewonnen, was dann passiert? Ah ja, richtig, bitte. Auf jeden Fall habe ich das gewonnen und das waren wirklich nur, das ist bei vollem Respekt, wirklich an alle, die da waren, ihr wart Luschen. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Ja. Ich hatte genau 5 Minuten diesen Schneckenwitz, der mich mein ganzes Leben gefühlt schon getragen hat. So ein Witz, den ich während meinem Studium irgendwie aufgeschnappt habe, und der Rest war so ein bisschen Slumdog Millionär. Ihr habt das Slumdog Millionär. Du siehst doch aus wie so ein Slumdog. Ich bin komplett Slumdog Millionär, aber ohne das Millionär. Slumdog auf 450 Euro Basis. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war einfach nur die witzigsten Momente meines Lebens so fusioniert in diesem Grand Prix. Zum Beispiel habe ich hier in Wiesbaden, warte mal, wir sind sogar hier. Ja. Ich habe hier in der Base gearbeitet, da im Heinerberg. Da habe ich gearbeitet und da war wirklich Slumdog Millionaire Moment. Ich habe Dickmans dabei gehabt und dann haben sich die Amerikaner den Arsch abgelacht. Hey man, we don't eat dick, man. Nee. So, und das war dann so der Moment, den ich in der Schulzeit noch hatte, und den habe ich dann beim Grand Prix gemacht. Okay. Wo warst du denn auf der Schule?
In Bad Kreuznach, aber dann bin ich mit der Regionalbahn immer direkt nach der Schule gefahren. Krass, du bist hier von der Gegend? Voll von der Gegend. Wiesbaden habe ich die meiste Zeit verbracht. Welleritzstraße, Harput for life. Und da war ich wirklich immer da. Geil. Und der einzige Grund, warum ich mich da reingesneakt habe, hier in diese Army-Base, war, ich habe Taco Bell von draußen immer gesehen. Du guckst ja immer so rein und du so, ey man, gib mir was von diesem Taco Bell und Popeyes und so, was wir nur in den Filmen kannten. Und dann stand ich immer davor, wie ich mich das erste Mal reingesneakt habe, war, ich stand davor und dann kamen so Amerikaner und ich so, hey man, my father is in there, but he forgot me, can you check me in? Und die dann so, das, yeah, dann, das heißt, du warst da schon so? Ich war schon immer so, seit meiner Kindheit schon immer. Immer, wirklich. Mein Vater hat mich verprügelt. Du kommst aber da nicht rein. Die machen sogar einen Spiegel unter dein Auto und so Sachen. Genau, aber das Gute war, damals hatte ich ja kein Auto. Und, wie jetzt auch. Jetzt wie jetzt auch, aber da gibt es dann sogenannte Check-ins. Das heißt, die haften für dich. Das heißt, du gehst hin, legst deinen Ausweis nur hin und die checken dich dann ein und dann kannst du da frei rumlaufen. Aber der Typ haftet auf dich. Das heißt, wenn jemand abstichst, der Typ, der dich eingecheckt hat, der haftet dann dafür. Krass, weil wusste ich nicht. Was wir nicht wissen, das ist amerikanisches Staatsgebiet. Genau, ich dachte immer, du kannst nur mit einem US-Bürger als so Visitor rein. Genau das ist es, was ich gerade meine. Ah, okay. Genau, das heißt, ich wollte dieser Visitor sein und dann hat er mich eingecheckt, ich wollte einfach nur Taco Bell einmal sehen. Ah, er hat dich auf deinen Namen genommen, das ist genau so, ja. Genau, ich habe behauptet, ihn verarscht, habe gesagt, ey, mein Vater ist da drinne, ich habe ihn leider verloren, kannst du mich mit reinnehmen, weil ich habe alles verloren, und außer mein Ausweis zufällig, was gar keinen Sinn macht. Und dann hat er mich eingecheckt und dann, Amerikaner halt, was denkst du, was wartest du? Kein Intellekt. Dann hat er mich reingeholt und dann war das für mich das erste Mal wirklich. Ich habe da auch gearbeitet. Echt jetzt? Ja. Hä? Ja. Ey, hast du noch nie erzählt? Ich habe in einer Autovermietung gearbeitet, bei E. Ja? Das passt sogar. Und ich musste immer die Autos da reinbringen und die Amerikaner haben ja so dieses Service-Mentalität und die haben die Autos da immer stehen lassen. Ich musste immer hinlaufen und das Auto aus dem Heinerberg rausholen. Deswegen war ich auch da und dann bin ich immer so auch zu Taco Bell gegangen und so weiter. Geil! Boah, geil. Ey, wie sieht's da drin aus? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Komplett, das sieht aus wie in Amerika. Das ist GTA San Andreas. Aber wie groß ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Schon riesig. Weil, guck mal, weil ich weiß ja, dass es mehrere Army-Bases gibt in Deutschland und man dachte immer, ja, das ist wie so eine Militärkaserne. So in Koblenz. Ich habe sogar kein Bild. Nein. Aber wie ist das? Weil die Leute sagen, das ist eine eigene Infrastruktur, eine eigene Stadt. Ja. Wie groß ist es? Das, also hier in Wiesbaden ist die zweitgrößte Base in Deutschland. Wie groß ist die? Ist die größer als Breisig zum Beispiel? Nein, nicht so. Wie viele Einwohner hat das, so ein Ding? Locker 50.000. Niemals. Also, Kaiserslautern, wie heißt das? Rammstein? Rammstein ist größte in Europa. Das ist so größer als Breisig. Aber da leben richtig, wie viele Menschen? In Rammstein, von da aus werden diese pakistanischen Hochzeitssprengungen gelenkt. Von Rammstein. Es geht direkt los. Ja, wie wird das? Okay, warte mal. Oh Gott, wir sind drin, Baby, wir sind drin. Sag mal so, die haben einen eigenen Flughafen hier. Ja. Nebendran. Da fahren wir immer vorbei. Du hast ihn aber noch nie gesehen. Wieso gehen wir nicht da rein? Chillen. Kannst du nicht. Warum? Du brauchst einen Visitor. Visitor. Ja, wir machen so wie Salim. Ey, wir haben unseren Vater verloren. Warte mal so, die haben eine Highschool. Die haben eine Highschool. Die haben eine Footballmannschaft. Die haben eine Highschool, eine Schule mit Haien. Ja, genau. Dann deswegen hast du den Grand Prix nicht gewonnen. Oh, stark. Stark. Aber trotzdem liebe ich stark, dich. Stark, stark, stark. Oh mein Gott. Die haben eine Highschool, korrekt? Ja, was haben die noch? Die haben ihre eigene Tankstellen, ihre eigenen Supermärkte. Jetzt habe ich gesehen, ein eigenes Baseballfeld. Jetzt haben die das sogar, glaube ich, die letzten 3-4 Jahre erweitert. Ist noch größer geworden. Noch größer, genau. Die haben andere zugemacht und die haben die alle dahin geballert. Und das Krasse ist dort, also wir haben ja sowas wie Nahrungsmittelbehörden oder Schutz-Lebensmittelregularien. Das in den USA ist ja Armageddon. Das heißt, die machen dort Werbung, falls du dich noch erinnern kannst, bei diesem Getränke-Fountain, wo du Dr. Pepper, Root Beer und so nehmen konntest. Wo du einfach auf dieses Ding drückst. Genau. Ja. Und dann gab es da etwas, das nennt sich Fruit Punch. Und die schreiben da dick und fett drauf, 0% Juice. Aber so stolz. So richtig proud. Stehen die da? Everybody can do juice with juice, but nobody can do juice without juice. Und dann drückst du da drauf dieses Radioaktive, was so pink im Dunkeln geleuchtet hat. Boah, wer weiß, was da drin ist. Das ist jeden Tag getrunken, ich weiß nicht. Und seitdem kratze ich mich so. Ja, ja. Du bist auch so, wie du bist. Seitdem. Also die haben ihre, es ist ein eigenes Leben dort. Glaub mir. Eigene Polizei, alles eigen. Ja, Military Police. Und weißt du, was noch krasser ist? Weil die ihr Ami-Gehalt bekommen von der Regierung, aber alles bezahlt wird, die Miete, die Autoversicherung, alles wird bezahlt.
haben die ganze Kohle, was sie jeden Monat bekommen, können die einfach außerhalb der Base einfach ausgeben. Deswegen sind auch viele Gastronomen in der Nähe und so, haben Bock auf die, weil die geben erstmal richtig Trinkgeld. Die haben das Geld ohne Ende, die haben alle Geld, weil die nichts ausgeben müssen da. Und weil die nicht checken, dass es hier so ein System gibt. Ich werde das nie wieder vergessen. Wir waren bei dieser Einschulung, da wo die das alles erklären, da wo diese Frau da kommt. And now you're gonna learn how to do service. Und dann war mir erst bewusst, wenn wir da arbeiten, werden wir mit deutschen Bedingungen bezahlt. Unser Stundenlohn war höher als die, die da 20 Jahre gearbeitet haben. Wenn wir krank sind, werden wir ja weiter bezahlt. Die wissen nicht mal, was Krankenversicherung ist. Wenn der Typ krank ist, dann war's das, dann kriegt er einfach nichts. Das heißt, wir sitzen noch nebeneinander, ich bin ein Schüler und verdiene das Doppelte von dem, der da seit 20 Jahren. Wieso sind die Army Bases überhaupt noch hier? Ich will echt, dass dieser Podcast so schnell wie möglich gelöscht wird. Erzähl mal, Sally. Nein, das ist einfach eine gute Freundschaft zwischen Amis und Deutschen. Und wenn man Freunde ist, dann achtet man aufeinander. Okay. Genau. Man hilft sich und unterstützt sich. Man hilft sich. Okay, du hast den RTL Grand Prix gewonnen und dann? Genau, das war heftig. Und dann, als ich das gewonnen ich habe das gewonnen und dann dachte ich, jetzt gibt's Reichtum, Macht und Ruhm. Ne? Ja. Und dann werde ich nie wieder vergessen, ich gucke so auf mein Handy, einer von Rebel hat dann angerufen. Es war wirklich toll. Die haben gesagt, hey, Glückwunsch, wir haben gehört, du hast gewonnen. Ich so, ja, hast du Lust, bei der WDR-Aufzeichnung dabei zu sein? Und ich so, lieben gerne. Und dann war ich bei Rebel Comedy das erste Mal, bei der TV-Aufzeichnung. Und dann war schon das erste Mal, wo wir uns in die Haare gekriegt haben. Ja? Ich kann mich noch erinnern. Da warst du noch in deiner Shiggy-Form. Also jetzt bist du ja so Mega-Tour-Talk. Ne? Jetzt bist du hier eine Legende. Aber damals warst du nur dieser Witze-Willy. Ja, also Fritzchen und Fritz und dann Highschool, solche, dieses Level. Und dann, aber jetzt bist du eine fucking Legende. Und ich weiß, damals, da habe ich so einen Taubenwitz gehabt, mit dem meine Stadt, mein Bezirk. Und dann habe ich dir geschrieben, Bro, kannst du das bitte posten? Und dann hast du so diese 20 Minuten Sprachnachricht mir geschickt, gesagt. Okay, die Geschichte stimmt. Die Geschichte stimmt. Dann hat er mir so einen 20 Minuten Podcast. Das ist jetzt legit. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, das waren so diese tunesischen AGBs, wenn er was postet für dich. Also 20 Minuten. Ja, das war nein, 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 nein. Doch, ich schätze dir, das war so. Liebend gerne poste ich das für dich, aber denk dran, Salim, eine Hand wäscht die andere. Nein, das würde ich niemals sagen, das ist eine Lüge. Das finde ich doch safe. Cheyenne, das kannst du bestätigen, oder? Hundertprozentig. Das ist hundertprozentig seine Worte. Und dann war zeig doch, warum tust du so? Okay, ich mach das. Das Problem war, dein Account wurde so oft gelöscht und gesperrt, da wird doch jedes Mal dieser Chat wird doch reset. Das ist eine Legende. Der kam raus. Ich wusste gar nicht, ich hab so überlegt, so, warte mal, ich rede mit dem meistgesperrtesten Typen. Der hat einen eigenen Mitarbeiter. Der nur löscht. Ja, der ist bei der NSA persönlich. Der kann richtig offen so sagen, ich habe das nie gesagt. Überprüfen Sie es doch. Und die meisten Accounts sind immer so gesperrt. Der hat so diese, seine Accounts sind wie diese Wegwerfhandys von so Drogendealern. Ja, ich würde seinen Post wegwerfen. Und wegen ihm habe ich sogar fast meinen Account gesperrt bekommen, weil ich für dich, ich habe wirklich versucht, so sehr liebe ich dich. Ich habe gewusst, du bist bei Interpol auf 1. Trotzdem habe ich alles versucht, um dir den blauen Haken zu besorgen. Oh, was für ein Lügner! Alles versucht. Ey, du schämst dich null. Ich habe wirklich es versucht. Das glaube ich ihm. Ich habe es wirklich versucht. Das glaube ich ihm wirklich. Siehst du, Alter. Game, recognize game. Und ich habe es wirklich versucht. Und damals wusste ich noch, dann hast du dieses Taubenvideo von mir gepostet. Und dann kam als Antwort, hast du mir so, ich glaube, so 23 Witzvideos geschickt. Dann hast du gesagt, poste das jetzt auch. Bitch. Und ich war so, fuck. Wenn ich das, ich habe diese AGBs nicht gelesen. Wenn ihr dachtet, diese Apple-AGBs sind hart, diese tunesischen AGBs, die hauen richtig rein, Alter. Ich musste so Cousine heiraten, das war richtig bitter. Und geil. Ey, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber. So 1:1 war das so. Das war wirklich so. Irgend so ein Schnurrbart-Typen geschickt, Bruder, der braucht Visum. Ich habe ein Video gepostet, du weißt, was das bedeutet. Und daran, das werde ich nie wieder vergessen. Und dann war so Kalter Krieg, dann haben wir es vor lange nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns wieder gesehen bei Comedy Connection. Da war so dein. Aber warst du dann bei Rebel? War ich schon bei Rebel, ja, da war ich schon bei Rebel. Also okay. Das Problem war, ich war so mit Inisa am Anfang gleichzeitig und das Problem war, Inisa hat so ein Blow-up-like-the-World-Trade-Karriere hingelegt, dass ich so diese Ratte im Windschatten war, weißt du? Du siehst auch aus wie eine Ratte. Komplett, dieser Elefant, legt so einen Haufen hin und dann diese Scheißkäfer rollt das so weg und das war ich so in Inisas Windschatten. Deswegen habe ich nie wirklich so die Aufmerksamkeit bekommen, die ich so mir so erhofft habe. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie rumheulen oder so, aber es war schon so harte Zeiten. Aber worauf ich hinaus will ist, dass...
Boah, Salim, Alter. Das ist der Schlimmste. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir dann Comedy Connection hatten. Und da war wirklich, da warst du Phönix aus der Asche. Ich werde den Moment nie wieder vergessen. Boah, der labert. Doch, doch, das stimmt. Da, wo er das erste Mal Stand-Up gemacht hat. So richtig. Ja. So mit Herz, Lederjacke, selbstbewusst, Parfüm, rasiert. Und so, was so wichtig ist für den Augen. Ja, doch. Der versucht nur irgendwas Positives zu finden, aber dass er krass, das so nennen kann. Wir haben uns auch auf der Comedy Connections kennengelernt. Ja, das ist das. Ja, das ist. Wir saßen alle dort, als du das erste Mal auf die Bühne gingst, weil keiner wusste genau, wir kannten dich ja nur von Shiggy-Version mit dem zweiten. Wer ist Shiggy? Shiggy, dieses kleinste Pokémon. Achso, ich bin in Pokémon nicht drin. Achso. Und wer ist der andere, dann, der ich geworden bin? Turtok, der Dünne, jetzt bist du Turtok. Wer ist Turtok? Turtok ist die letzte Weiterentwicklung. Aber der ist auch Shiggy? Ja. So die Weiterentwicklung. Und wer ist Bisasam? Das ist so, ja, reden wir nicht drüber, ist so eine andere Story. Aber ich weiß noch genau, wir saßen im Publikum. Warst du da, als ich den kennengelernt habe? Das war wirklich. Das war in Frankfurt, wo du nicht mit dem Auto fahren wolltest, sondern extra im Zug gefahren bist. War das so? Ja. Stimmt, Frankfurt. Ja. Du warst dabei, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Boah, ich war beim Koitus dabei, Alter. Guck mal, ich habe hier sogar noch ein Video. Echt jetzt? Wo ich mit ihm ein Foto oder ein Videogruß von ihm haben wollte. Und dann sagt er auch noch zu mir, das kann man sich ja gar nicht mehr heute vorstellen, ey, wie heißt du? Mhm. Wie arrogant. Ja. Etwas. Ekelhaft, Salim, Alter. Geil. Tut er so, als ob er dich nicht kennen würde. Der kannte mich wirklich nicht. Ja. Krass, das ist bis zum heutigen Tag durchgezogen. Das ist heftig. Ich kenne ihn immer noch nicht. So, ich habe Podcast mit dem, aber ich kenne ihn nicht. Da, guck mal. Guck mal hier. Wie ist der Name? Cheyenne, ich wollte sagen, du bist so schön und hübsch. Wie er das auch noch extra falsch ausspricht. Heftig. Das war unser erstes Video. Da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sind wir zusammen, seit Jahren. Ja. Ein Paar, wie du und Mario. Genau. Nee, ich und Mario sind like this, wirklich. Das tut mir auch richtig leid. Okay, also, wenn du mit dem so bist, warum hast du keinen Podcast mit Mario? Wollte ich, aber das Problem war immer... Du hättest ihn doch, bei Vitamin X, sie war doch zu dritt und der eine ist ausgestiegen. Also könntest du, wenn du so korrekt bist, nach dem, was alles Mario für dich getan hat, Mario da ersetzen. Und dann werdet ihr zu dritt und du würdest Marios Karriere pushen, statt dich nur von dem überall hinfahren zu lassen. Guck mal, das Ding war nach dem Grand Prix, ne? Nachdem ich diesen Grand Prix gewonnen habe, der Grand Prix war heftig. Stark. Weil beim Grand Prix werde ich nie wieder vergessen, als wir diesen Pokal hatten in der Hand. Ihr wisst nicht, wie das Gefühl ist, Leute. Die Eltern gucken dich an, die so, fuck. Der hat doch Eltern mit reingenommen. Ja, das ist schlau. Ja, jetzt noch Eltern, jetzt vorbei. Ja, so damit man so eine Grenze abfangen kann. Jetzt müssen wir fragen, so, ey, wie haben sich deine Eltern gefühlt, dass man da rauskommt? Meine Eltern waren so, wir wussten nicht mal, dass der reden kann. Und jetzt steht er da mit einem Pokal. Und das war halt schon ein sehr emotionaler Moment. Aber bei weitem nicht so emotional, wie bei deinem ersten Stand-Up-Auftritt dabei zu sein. Bei der Comedy Connection. Das sind so drei Sachen. Wie Phönix aus der Asche. Damit ich mich so geil fühle und so, wie er das macht. Aber ich habe gehört, sein erster Auftritt war sehr schlecht. Übertrieben schlecht. Aber der Wille... Der Kampfgeist. Da war er aber nicht dabei beim Wille. Ersten. Doch, da war nein, da warst du nicht dabei. Echt? Das war mit Benicer. Das war mit Benicer und Costa und so. Und Benicer hat mir die Geschichte erzählt. Das erste Mal seit Lisas Auftritt, der ist so lustig. Ey, ich bin so baden gegangen. Aber hast du diesen Ameisen-Move noch gehabt? Diesen zwei Pferde oder hast du Stand-Up versucht noch? Stand-Up. Okay, geil. Ja, aber weißt du, wie der auf die Bühne gegangen ist? Als wäre ich der Prince Dave Chappelle geschrieben hätte, höchstpersönlich. Ja, so arrogant sein Vater. So arrogant ist er auf die Bühne gegangen. So, ja. Ich zerstöre. Ich brauche kein Set. Ich bin Nisa. Also wie heute auch. Ich bin von Grund aus lustig. Ich bin ein Multitalent. Heftig. Und dann kam er runter, 3 Jahre Depression. War wirklich, dann hast du 3 Jahre erstmal Pause. Nein, das geht ja gar nicht auf. Ja, so 3 Tage. Heftig. Boah, das war gut. Das hat mich geerdet. Ja, aber schon Respekt. Und die anderen 80 Mal, wo du dachtest, du bist krass. Wo ich da gewohnt bin? Ja. Ja, das hat mich auch immer wieder geändert. Ja, das hat mich auch geändert. Ja, klar. Das war ja das Geile. So, ich habe diesen ersten Auftritt, dann gehst du so ganz anders an den zweiten ran. Der zweite lief voll geil. Das war der Fehler. Und ich denk mir so, ich weiß doch, bei meinem zweiten Auftritt, weiß ich noch, war Allah Frei und Herr Schröder bei der Bühne. Und die haben gesagt, ey, dann wie viel der Auftritt ist? Ich so, mein zweiter. Und die so, boah, du bist voll das Talent. Ich gehe nach Hause und sag, was? Erste, das war so. Jetzt bin ich der King. Dann habe ich den dritten noch schlimmer als der erste. So, noch schlimmer. Ist noch mehr Baden. Geil. So, dann, ja. So, es ist ein Wechselbad der Gefühle.
Hauptsache, man wird geerdet. Das ist das Wichtigste. Egal, wie lange du Comedy machst, das ist das Gute. Du wirst immer wieder geerdet. Aber das ist krass, dass jemand mit Selbstbewusstsein anfängt. Weil ich war bei meinem ersten Auftritt, war ich Adam Sandler, Waterboy. Wirklich, ich habe so kein Selbstbewusstsein, habe so gezittert, gezuckt und so. Deswegen schon Respekt. Denkst du nee, aber ja, Moment mal, aber das Publikum hat viel mehr Sympathien. Das ist einfach menschlich. Für jemanden, der auf die Bühne geht und schüchtern ist und dann verkackt, dann sagen die, ja, okay, als wie einer, der drauf geht. Als wird das so beim Super Bowl auftreten. Genau, genau, so. Und dann so voll verkackt. Denkst du, ein Kayana oder ein Felix Lobrecht verkackt doch manchmal? Ja, easy sogar. Das war bei TV Total immer das Geile. Weil bei TV Total waren ja immer Leute, die waren nur wegen Stefan Raab da. Wir wollten ja nur Stefan Raab angucken. Und diese Comedians, und der Stefan Raab hat ja hart gecheatet, wenn du dich noch erinnern kannst. Der hat ja immer diese Knöpfe und sowas gehabt. Das heißt, der macht Bilder und sagt dann, was für Luschen, oder? So, das war ja für ihn voll einfach. Das heißt, der Stand-Upper kommt danach rein und der ist quasi wie so entwaffnet. Du guckst vorher so 3D-Film, Avengers Infinity War, und dann guckst du so Sharknado. Und denkst dir, was ist das für ein Piss? Aber hättest du Sharknado alleine geguckt, hättest du vielleicht gedacht, ja, okay, korrekt, der Film. Genau, aber viele Stand-Up-Comedians sind ja durch die Decke gegangen, durch diese, weil die diese perfekten 5 bis 7 Minuten bei Raab hatten. Enisa oder Chris oder so, bei denen ist es ja genau deswegen. Genau. Und das Krasse. Das Krasse. Und das Heftige ist. Ich hab's wirklich vermisst, Mann. Ich hätte viel früher herkommen müssen, Mann. Das ist wirklich so. Ich sehe ja, genau. Höre ich immer nur zu und denke immer so, wann bin ich da, Alter? Aber jetzt hat es endlich geklappt. Lacht man nicht so laut. Und das Krasse ist, du hast natürlich vollkommen recht. Du bist nur vor deinen Fans, bist du jemand. Aber vor Leuten, die dich nicht kennen, bist du ja einfach ein Lutscher. Und das, was wir machen, ist ja 100% Sympathie und aufmerksamkeitsbedingt. Das heißt, ein Sänger oder sowas, dem ist scheißegal, ob die Leute zuhören oder nicht. Der singt einfach und dann, oh ja, dort geht gesingen mir. Aber wenn du einfach auf die Bühne gehst und redest, die denken, wenn die nicht zuhören, bist du scheiße. Das ist derselbe Typ, der gerade killt und du wechselst das komplette Publikum aus mit einem Publikum, was die Sprache nicht spricht, ist auf einmal voll schlecht. Und deswegen ist das so hart subjektiv und deswegen finde ich das auch so eine Verschwendung von, wie gesagt, deswegen chill ich lieber in Gebüschen, statt im Backstage zu sein, weil dann diese Comedians auf einmal anfangen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die reden dann so wissenschaftlich darüber. Ja. Hast du diese Gag-Dichte bemerkt? Hast du diesen Gag? Bro, du stehst auf der Bühne und sorgst dafür, dass irgendjemand mit etwas Glück macht. Das ist so, das ist doch keine Wissenschaft. Das habe ich mir auch immer gedacht. Boah, wozu? Ey, so, ey, krass, wenn du dieses eine Wort rausnimmst und dann, aber du musst die vorher abholen, eine Sympathienote, dann funktioniert und mach die Pointe, das ist geil. Lass eine kurze Pause. Das ist geil. Hör mal zu, ist das eine Wissenschaft? Nein, null. Ich schwör's dir. Geh mal hoch, red einfach. Red einfach, genau. Und dann merkt ihr ja auch, alles ist ja, das ist ja das Traurige. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal erlebt, aber wenn du zum Beispiel deine Videos machst oder du Stand-Up, dann kommen voll oft die Kommentare, in den Podcast bist du viel lustiger. Ja. Das kommt dir voll oft. Ja. Warum? Weil dieses ganze Stand-Up ist ja eine Fake- rhetorische Unterhaltung mit dir selbst. Eigentlich musst du ja in die Psychiatrie, wenn du mit dir selbst redest, lang genug. Mhm. So in Tunesien, Iran, Marokko. Da wirst du gesteinigt. Rede lang genug mit dir selbst und dann, ah, okay, der ist von Djinn besessen. Zack, Stein auf deinen Kopf. Aber nur, wenn du privat versichert bist. Sonst bist du direkt. Geil. Und hier ist das so eine Fake-Unterhaltung, weil du musst ja immer diesen kleinsten gemeinsamen Nenner mit jedem Menschen finden. Das heißt, du musst immer so Fake-Gespräche führen. Hier, wenn ihr ja miteinander redet, geht ihr ja so richtig tief in Themen rein und dann in diesen Tiefe der Themen kommen auf einmal Gags. Das ist ja viel intensiver und intimer als, hey, Frauen können nicht einparken, oder? Was meint ihr? Frauen sind dumm, wie die mit Männern reden. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja, weißt du, was ich meine? Ich finde die Nummer gut, die gefällt mir. Die Nummer ist top. Die Nummer gefällt mir. Das gefällt mir. Mir gefällt das, ich finde das gut. Kannst du mal weiter ausbauen? Ich finde es top. Ich benimm das dann. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du musst ja, wenn du mit einer großen Masse redest, musst du immer so die Themen so einfach ansetzen. Und du kannst dich zum Beispiel, bei dir ist es komplexer, weil du nimmst in so, du hast ja so Polizisten-Kreuzverhör-Skills. Ja. Die du ja machst, ist ja heftig. Du strahlst so voll die Dominanz aus und machst die Leute so nervös, dass die ja früher oder später verkacken in ihren Antworten und dann vernichtest du sie. Du bist ja wie so ein Schakal. Sobald die schwach sind, dann kommt dieser iranische Killerinstinkt. Ja, ich bin Jafar. Genau, und dann vernichtest du die. Aha, okay, warte mal, hast du etwa gemeint, dass du sie betrügst? Zack, Ehe zerbrochen. Und bei dir ist es ja viel intimer und intensiver. Ach so, ist kaputt gegangen? Redet, redet,
Tabak achtet doch nicht auf mich. Es ist einfach heftig, wie das aussieht, Mann. Man merkt, wer die Firmen hat und wer geschuggert wird von den Firmen. Das ist heftig. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr noch, habt ihr das mal gesehen, als der Michael Jackson und der Eddie Murphy, der Michael Jackson hat so einen Preis bekommen. Genau, und will, dass Eddie das für den dreht. Genau, hast du das gesehen? Nein, kenne ich nicht. Boah, das ist das Heftigste. Ja. Da ist so Michael Jackson und der beugt sich so runter, weil er so einen Preis bekommen hat. Er so, thank you, I want to thank Eddie Murphy. Und dann ist so Eddie Murphy neben dem, der so, hey, Eddie Murphy, could you please pull this up? Und auf einmal siehst du, Eddie Murphy wollte das Mikrofon dann so höher machen, damit er sich nicht beugen muss, der Michael Jackson. Der arbeitet so, putzt ihm so die Schuhe und hält es so hoch. Ja. Und dann der dann so, nach so halben Stunde, der so, wait a minute. Und dann drückt er den Michael Jackson so runter. Der dann so, he said it, pull it up, like I was working for him or something. Und dann lachen die alle sich so hart den Arsch ab. Und der Michael Jackson, dem war das so hart unangenehm. Ja. Und dann hat er den so weggepackt. Ist wirklich einer der besten Momente, die es auf Video gibt. Krass, hab ich nie gesehen. Musst du dir wirklich angucken. Ist richtig, richtig geil. So, jetzt gehen wir zurück. Du warst bei Rebel, WDR-Aufzeichnung. Stimmt, stimmt, genau. Ja, und dann? Boah, das war heftig, weil das war ja schon ein Traum von mir. Weil ich wollte wirklich unbedingt schon immer beim WDR sein. Und dann bin ich da auf. Das Schlimme war, man musste da dreimal auf. Nein, es war wirklich ein Meilenstein, weil Rebel war so. Die Kindheit habe ich die schon gefeiert. Und dann war ich jetzt mit denen. Die gab's nicht mehr. Ich schwöre, die gab's nicht, oder? Und dann war ich dann da. Mit ihrer MySpace-Community. Oh, Alter, schlimm. Ja, aber ich mag euch so, das gefällt mir. Der ist Jafar, wirklich eine Person. Ja. Ist Jafar nicht dieser eine von Aladdin? Ja. Wenn jemand schwach ist, geht er ran. Auf jeden Fall war WDR krass, Mann. Weil ja, was wolltest du gerade sagen? Das Heftigste, du musstest dreimal, was wolltest du da? Ja, genau. Man muss dreimal fünf Minuten machen. Das ist eine neue Disziplin. Also du musst dreimal fünf Minuten von neu, was ja wenige vielleicht in der Comedy-Außenwelt wissen. 15 Minuten am Stück sind einfacher als 3x5 vor einem Publikum, was dich nicht kennt. Und du musst jedes Mal von null diese Sympathien kriegen. Und das heißt, ich habe das beim ersten Mal hingekriegt, weil das war einfach Comedy Grand Prix Set. Die zweiten 5 Minuten waren dann so Dickmann nochmal gestreckt. Und die dritten waren, wie Nisa so schön sagen würde, das war so der Erdungsmoment. Weil da habe ich auf einmal so angefangen, so sozialkritisch zu sein. Obwohl ich so ein keiner kannte mich, da macht das ja eh keinen Sinn. Mhm. Bin ich auf die Bühne gegangen, laber so irgendeine Scheiße über UN-Sicherheitsrat. Ich so, ey Leute, ist mir aufgefallen, dass der UN-Sicherheitsrat die größten Waffenverkäufer auch gleichzeitig sind. Ist doch ironisch, oder? Ist ja wie ein Jamaikaner, der Drogen kontrolliert. Hallo, was? Komplett gebombt, ihr guckt mich an, was ist das, Bruder, UN-Sicherheitsrat. Weil damals war das noch nicht so gebildetes Publikum. Also nicht, dass die jetzt besser sind. Das war sozial. Ey, ihr seid beide gleich. Ey, bin ich so? Ja. Aber ich will nicht. Weißt du, was das krass ist? Ja. So wie du ihn den ganzen Tag anschaust und sagst, ey, krass, wie der sich rausredet und so. Ja. Das denken wir ja immer bei dir. Also du fühlst das erste Mal nach 4 Jahren Podcast, wie ich mich fühle bei dir. Ja, aber ich bin aber auch fasziniert. Ja, aber wir sind auch immer fasziniert. Deswegen gibt's ja den Podcast noch. Alles ein riesen Sozialexperiment. Ja? Wieso, wie lange wir kriegen doch Subventionen für ihn, der weiß es doch gar nicht. Was? Weil er mit Behinderten arbeitet? Von der Stadt. Weil ich Behinderte. Wir machen so Kulturförderung, Behindertenförderung. Wir kriegen ja Podcast-Subventionen. Kriegst du Steuererleichterung. Ja. Wieso, okay, wenn er wir schreiben den doch ab. Der Steuererklärung. Ja. Das ist eine Erziehungsmaßnahme. Ja. Eigentlich muss ich sagen, ich gehe zum Podcast, sondern ich gehe zur Maßnahme. Ja. Ne? So Bewährungsauflage, irgendwie sowas. Weil ich finde das schon geil, weil damals, weiß ich noch, bei den, als wir da aufgetreten sind und diese Themen da gemacht haben, Gott, Comedy ist so unnötig, Alter, ohne Witz. Also Spaß beiseite, es ist halt geil und so, aber es ist auch Traum, weil du bringst Leuten ein Lächeln auf die Lippen, aber es schafft ein Affe, der auf einer Bananenschale ausrutscht, ja auch, weißt du? Es ist so die überbewertetste. Okay, was, wenn jetzt so einer kommt und sagt so, ja, du warst jetzt bei dem Nisa und Cheyenne Podcast, du hast ja richtig abgelästert, warum machst du es dann überhaupt noch, wenn du Comedies gar nicht so feierst? Cash, Brother, Cash. Einfachstes Preis-Leistung-Ding ever. Gehst auf die Bühne, es macht wirklich Spaß. Ja, aber also magst du es? Ja, aber es ist so ein, wie Michael Jordan. Er mag nur den Bühnenmoment, aber nicht das Ganze drumherum. Genau. Das ist aber bei den meisten so. Ich mag den Backstage nicht. Die Fotos, also es gibt zwei Arten. Also die Solo-Shows,
wenn ich so mit meiner eigenen Cancel Culture Tour auf Tour bin, geil. Weil die Leute, die dort sind, die sind ja so wie den Moment, den du gerade hattest mit mir, wo du sagst, ey, bin ich wirklich so? Den habe ich dann 500 Mal. Weißt du, ich so, laber doch nicht, ihr seid Legenden. Dann Fotos mit denen und mit jedem von denen kannst du dich unterhalten. Weil ich weiß nicht, ob euch das auffällt, wenn ihr so Podcast-Hörer mit denen redet, ist das ja wirklich besser, als wie wir mit Freunden reden. Ja. Tausendmal besser. Die wissen alles über dich, die wissen, wie du denkst, die feiern dich genauso, wie du bist. Du musst dich, ja. Wenn ich meinem Vater telefoniere, fühlt sich das an wie Schülerzeitungsinterview. Ich bin so, Papa, ja, mir geht's gut, okay, ja, meine Lieblingsfarbe ist blau, auflegen einfach. Ne? Ja. Aber wenn du so mit Leuten aus dem Publikum redest, sofort connected, das ist heftig. Ja. Und deswegen liebe ich diese Solo-Touren. Aber Mix-Shows, Kopfschuss. Rebel Comedy, siehst du das auch so? Nein, Rebel Comedy ist Familie. Oh mein Gott. Boah, Salim. Du bist ein Dämon. Ja, wir sind schlimm, du aber auch. Bin ich wirklich wie der? Ich kann es nicht glauben. Doch, doch. Meinst du? Ey, ich stotter schon, weil ich das nicht begreifen kann, dass Nisa sagt, ey, Salim. Du hast in 115 Folgen Khaled Bonoir beleidigt. Du hast, feiert das du, hast Partner, in, du hast in Minimum 60 Folgen die Rebel Comedy Jungs beleidigt. Dann hab ich jeden Comedian fast beleidigt, den es gibt. Ja. Und hab gesagt, offiziell, jeder Comedian, der dreimal umsteigt beim Zug, ist ein Penner. Ja. Aber der steigt manchmal auch dreimal um. Nee. Der ist so ECE, erste Klasse. Das beste Moment. Und da sneakt er sich aber auch rein. Ja, ist ja egal, aber er ist da. Ja. So, das heißt, wie kannst du jetzt ohne Schamgefühl, wie kannst du hier ohne Schamgefühl sitzen und sagen, ey, Salim. Ja, weil ich fasziniert, weil ich dich glaube, dass ich so bin. Ja, aber das bin doch ich. Ich hab doch den Button hier. Ich ganz klar von dir. So, ich hab den doch, warum? Das ist heftig. Ich muss eine eigene Analyse über mich machen. Nein, das ist wirklich Escobar, der jetzt El Chapo anguckt. Oh, bin ich wirklich so, Leute? Ich hab die Polizisten zuerst in die Brust, dann in den Kopf geschossen. Der schießt nur in den Kopf. Ja? Leute, komm schon. Ich glaube, das ist eine Therapie gerade, dass du da bist. Ja, das war der Moment. Jetzt dir das, der ist komplett politisch korrekt. Und sagt, das bin ich. Das geht auch ich überhaupt nächsten Folge so. Ich sitze dich so. Also, meine Damen und Herren. So, weißt du noch, dieser eine Moment, wo du gesagt hast, ey, der ist voll krank, was für Marketing der machen will und was für Videos der drehen will, das macht ja keinen Sinn. Ja. Yeah. Wo du gesagt hast, er ist krank. Ja. Yeah. Und du dann gemerkt hast, ey, ich bin ja auch so. Ja, scheiß doch, scheiß. Weißt du noch, wo wir essen waren? Ja, das war geil. Das ist jetzt auch so ein Moment. Moment mal, wer war er? Wer war dieser er mit Marketing? Yes. Farid der Magier. Krass. Natürlich. Der sagt das einfach. Das ist nicht. Das ist schon krasses Marketing. Aber ich weiß nicht, wie oft kann man das denn machen mit dem, ist das deine Karte? Lässt sich das so oft ziehen? Was? Der Magier ist doch dieses, ja. Mit dem, der wieder. Nein, die heißt ja nicht mehr Magier. Sondern? Illusionist. Ich kann das Wort nicht sagen. Cheyenne King, Alter. Illusionist, Alter. Ja, siehst du? Ja, Illusionist. 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 Aber Illusionist? Das ist denn geheim, dieser Typ? Weil es würde mich schon hart interessieren. Videomarketing ist aber geheim, bitte nicht sagen. Nee, der will so 35.000 Euro ein. Nee, nicht Videomarketing ist geheim, aber er macht so Moves, die ich so für. Ich dachte, der ist übertreibt, aber Dann haben wir so gemerkt, ich mach das selber. Ja, das ist ich genau bin einfach ein wandelnder Heuchler. Wie lange dauert der Podcast gerade? Weiß ich gar nicht. Wie lange geht der? Nach 57 Minuten hat er eine Therapie angeschlagen, Alter. Heftig. Ja. Nach 57 Minuten. Weil das Krasse war, du hast, ich habe von dir die krasseste Theorie aller Zeiten gehört. Der hat mich wirklich geflasht. Du weißt, es gibt viele Gründe, warum ich dich liebe. Aber das, du weißt, worauf ich hinaus will. Das war einer der Hauptgründe. Also danach, weißt du, was das Schlimme ist? Ich merke auch, ich weiß, dass er lügt und mich verarscht. Aber es tut irgendwie gut. Es tut irgendwie gut, diese Komplimente zu bekommen. Deswegen funktioniert das. Ja. Ich denke mir so, ja, Salim, ich höre, Salim ist mein Freund. Das ist schon so, krass. Soll ich irgendwo hinfahren morgen? Ich habe einen eigenen Auftritt, aber scheiß drauf. Ich warte dich überall hin. Weil das hat mich wirklich geflasht. Ich bin richtig gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich war schwer beeindruckt. Wir waren in Saarbrücken. Willst du das erst erzählen? Nochmal? Willst du das erzählen? Ja, safe. Das echt? Ja, aber dann kannst du die Nummer ja nicht mehr machen. Welche Nummer? Diese Theorie, die ich dir erzählt habe. Das ist es mir sogar wert. So sehr liebe ich dich. Ihn jetzt auch? Ihn liebe ich schon die ganze Zeit. Ach so, und den Podcast aber natürlich. Aber das finde ich so geil,
das ist ein Mehrwert der Menschheit, den man nicht vorenthalten darf. Deswegen verzichte ich auf meine eigenen egoistischen potenziellen Vorteile. Ja, du bist, weil du selbstlos bist. Selbstlos. Ist das geil. Ja, das ist super. So. Und ich bin auch beeindruckt. Sag, ja, 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 Salim, selbstlos. Das funktioniert einfach. Ich, ja, ich will Salim selbstlos. Ich denke, ich bin einfach Elon Musk. Ja, ja, ja. Ey, Salim ist echt selbstlos. Deswegen sind ja seine Fans auch so. Ja, Salim ist voll krass, ladet ihn ein und so. Ja. Weil der, das ist krass, das ist NLP, was du machst. Das ist wirklich NLP. Ne? Aber ich sag dir, was richtig ist NLP. NLP heißt, Schein, weißt du, was das heißt? Natürlich weißt du, was das heißt. Das machst du immer bei deinen Videos in der Masterclass. Stimmt! Der macht das echt. Der Meister da drin. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber jeder Iraner ist ein Meister da drin. Ja, jeder Iraner, das ist so ein Iraner. Neurolinguistisches Programmieren. Okay, und das heißt? Manipulation der Sprache. Ja? Ja. Gut, der lacht, das gefällt dir, ne? Und das heißt? NLP ist die Abkürzung. Ja, was macht man aber da? Du kannst mit Nutzenübersetzungswörtern zum Beispiel, wenn einer sagt, ich würde gerne, ist eine kleine Schmuggele, ne? Und wenn einer sagt, ich will und ich kann, ist er Master. Mr. Universe. Dann mache ich das wirklich. Ich glaube, wir hätten bei der Erklärung nach NLP hätten stoppen müssen. Ja, ja. Alles danach hat eigentlich nur noch mehr verwirrt, würde ich mal sagen. Ja. Nein, aber das, was er erzählt hat, war richtig heftig. Warte, bevor wir da hinkommen, lass uns doch erstmal, weil wir müssen, weil ach, dann ja, ist das chronologisch. Okay, ja, da so. WDR war eine große Ehre dort aufzutreten. Das war schön. Nee, Rebel-Familie. Ja, Familie. Ja. Und wir mit Rebel stehen zueinander. Wir lieben uns. So. Comedy verbindet. Und dann seid ihr auf Tour gegangen? Sind wir auf Tour gegangen. Das werde ich auch nie wieder vergessen, weil das war so toll, weil mit weil so Khalid zu sehen, so tanzt, so top. Und das ist so geil. Ich liebe den. Sehr gut. Ja. Du liebst dich selber. Ja. Das war top, das erste Mal im Hotel, das war schon geil, war das. Also wenn man so rumreist und so. Wie lange ging das? Schon so ein paar, auf jeden Fall zu lange, ganz ehrlich. Ja, definitiv zu lange. Nee, es war schon so, ich glaube so 30 Tourstops war die erste Tour. Und das war schon ein krasses Gefühl, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch mal fühlt. Wenn man so auf Tour ist, dann ist man ja mehr oder weniger wie im Knast. Du weißt nicht, was um dich rum passiert. Du lebst nur von zur Stadt gehen, auftreten, ins Hotel. Wenn du mit Khalid unterwegs bist, Shisha rauchen, ja. Lungenkrebs, schlafen, morgen früh wieder Lungenkrebs. Das ist ja quasi einfach nur. Ich glaube, der wird gesponsert von irgendwelchen Krankenkassen, safe. Und dann war es das. Und dann war das erste Mal für mich, dass ich so auf Tour gegangen bin. Und danach, wenn man dann aufhört, auf Tour zu sein, das erste Mal, dass ich so Tour-Depris und sowas bekommen habe. Ich spüre das auch immer, wenn man so Solo-Shows und sowas macht. Du denkst, geil, geil, Marius mit da, Family, Hotel, jetzt wird sich schon alles gekümmert. Und dann kommst du wieder nach Hause, guckst deine Waschmaschine an, denkst dir, fuck that shit. Dann, manchmal ist es sogar so traumatisierend, ich weiß noch, nach der ersten Tour, ich war einfach, obwohl ich zu Hause war, habe ich mir trotzdem ein Hotel gebucht. Weil ich gedacht habe, ich brauche noch diesen Rhythmus. Ohne Sinn, habe ich auf einem Hotel eingecheckt, war so da, ohne Sinn. Und das werde ich nie wieder vergessen. Tour-Depri, harte Endorphine nach jedem Auftritt. Und wenn du gebombt bist, boah, würde ich lieber fucking nach Guantanamo gehen. Weil wenn du gebombt bist bei Rebel, wir sind ja Family. Die machen dann so Die machen dann so Ich will nichts sagen, weil das zu so gut ist. Dann machen die so Therapiegespräche. Dann so, warum glaubst du, hat das nicht so gut? Nein, gemacht? Machen die sowas? Also nicht boah, alle. Wie nervig. Das ist eine Sekte. Family. Und Family und Sekte ist schmaler Grad. Und das war richtig zum Kotzen. Ich kann mich erinnern, ich habe dich auf irgendeiner Mixshow getroffen und dann hast du mir erzählt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dann kann ich mich erinnern, dann sag ich, ey, wie war's? Wie geht's? Was ist so letzte Zeit passiert? Dann erzählt er mir, ey, bei einer Rebel-Show bin ich so hart gebombt, dass ich am nächsten Tag nach diesem Auftritt 3 Wochen nach Marokko geflogen bin. Ja, das, ich musste einfach abhauen. Das stimmt. Ich bin nach Marokko. Weil er keinen Bock auf das Gespräch hatte. Da war nur warst du so, bei der großen Arena-Tour auch? Ja, das war das Highlight, meinst du? Und das war so, wie war das so? Ey, das war 5.000, 4.000, 6.000. Ich weiß noch, das waren 5, ich glaube schon so 5.000, 6.000. Am Ende weißt du es eh nicht mehr. Es sind halt einfach so eine Arena voll, dann gehst du da rein. Arschschwitzen? Richtig, also mein Arsch hat richtig geschwitzt, richtig. Weil ich hatte diese Last von der Family auf den
den Schultern, die nicht zu enttäuschen, also 5000, die da waren, die so, yeah, family. Und dann musste ich da kämpfen. Besser als gewonnen, als ich dachte. Heute. Das ist meine Lieblingsfolge. Oh, heute. Ich rede nichts mehr, erzähl nur du. Ich werde es nie wieder vergessen. Ich gehe raus, 5000 Leute, und dann gehe ich da raus. Und dann dachte ich, boah, wie hobbylos sind die alle. Dass du zu 5000 da hingehst, um so Kennex über Shisha. Aller frei ist aber auch da. Sind nicht alle Kennex. Ja, aber der macht ja auch Witze, wie es ist, als Weißer bei Kennex zu sein. Ah, okay. Also der andere ist so Chamäleon. Weil wenn er unter Deutschen ist, also Feldpower-Bonus hat, dann ist er so, Schweiz, was ist da los? Müll. So, er ist immer für einen Tag. Das ist wirklich so. Wir haben Geld, ihr Deutschen, ihr redet so hart. Sowas. Und dann, ne? Wenn er bei euch ist? Es sind so viele, ich fühle mich wie ein Ausländer. Und dann alle Kennex. Oh. Und dann, wenn irgendjemand da ist, da ist der Schweizer, den nehmen wir nicht ernst. Und dann noch die ganze Zeit, der bei Kennex, krass, ihr isst ja mit den Händen. Sowas dann. Und der redet genauso. Ja, wirklich, der hat so eine geile Intonation. Und bei mir, ich bin rausgegangen. Google mal. Wie NLP ist dasselbe Wort. Ja. Und dann, weiß ich noch, bei 5000 Leuten bin ich rausgegangen. Ich sehe so diese riesen Monitore. Gesundheit. Und das war wirklich das Highlight meines Lebens, wirklich. Also würde ich schon sagen. Aber das hattest du ja auch schon. Ich meine, du, am Ende, wenn man das alles einmal durch hat, ist alles dasselbe, ohne Witz. Es ist am einen, also so Eintagsfliegen-Glück. So, man geht da kurz hin, macht 5000, macht Witze. Ist genau was ist mich am meisten interessiert? Hm. Wie hat Salim Corona überstanden? Heftig. Heftig. Da kann ich so froh sein, dass wir bei Rebel so eine Familie sind. Mann, die Samen, eine Inspiration, wirklich. Weil ich habe mir gedacht, boah, Corona war hart, Mann. Findet ihr nicht, dass sich unser ganzer Zerfall der Gesellschaft hat doch mit Corona begonnen? Ja, 100%. Hatten wir Sorgen vor Corona? Alles lief doch Baba. Ich hatte nur Sorgen. Ey, meine Pizzeria hatte zu, schon nach 23 Uhr. Das war meine einzigste Sorge. Heftig. Wirklich jetzt. Und das habe ich dir gestern noch gesagt. Gestern habe ich das noch gesagt, wirklich, ohne Spaß, ohne Ironie. Meine einzigste Sorge vor Corona war, ey, fuck, diese Pizzeria hat zu, jetzt muss ich einen Döner essen. Der arme Alter. Fuck. Ja, jetzt habe ich Probleme. Okay, das ist heftig. Was war dein schlimmster Moment in der Zeit? In Corona? Ihr habt doch Podcast immer noch aufgenommen, oder? Ja. Da musste man sich richtig Themen aus dem Arsch ziehen, Alter. Ich weiß noch genau. Da war ja gar kein Thema. Du fängst so an, irgendwelche alten... Aber warte mal. Okay, du bist also ein Star, durch Rebel Comedy Grand Prix gewonnen. So, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an zu podcasten? Weil das scheint dich ja richtig zu erfüllen. Während dem Podcast, also während Corona ist das passiert. Ah, da kam Vitamin X zustande. Ja, so ist es entstanden. Und genau. Wessen Idee war das und wieso diese Konstellation von den drei? Wie habt ihr euch gefunden? Boah, richtig witzig. Wir haben diese DNA-Tour gemacht. Aber was heißt gemacht? Wir haben die angesetzt und dann 85 Mal verschoben, so wie das bei Familie ist. Bei Familie gibt es manchmal Probleme. Manchmal hasst man sich. Manchmal läuft irgendwas nicht. Family halt. Auf jeden Fall hatten wir diese DNA und dann hatten wir unsere DNA. Die eigentliche Promo von der Tour war, wir spucken alle in dieses DNA-Rohr und dann wird es ausgewertet. Und ich habe so einen halb Kongolesen, halb Chinesen da reinspucken lassen, also für mein Rohr, einfach nur, damit ich witzige Storys zu erzählen habe. Ich habe wirklich, der hieß, Shoutout an Norman heißt er, der ist wirklich halb Kongolese, halb Chinese. Wie haben die Eltern sich denn getroffen? Das war richtig übler Menschenhandel im Markt, wirklich, das war richtig übel. Okay. Die haben sich wirklich so, in Kinshasa haben die sich getroffen und die Chinesen haben da, glaube ich, so neue Straßen gebaut. Genau, wollte ich gerade sagen, während China das ausbeutet, haben die da ja... Die wollten bezahlt werden. Ja, genau. Und dann haben die, der hatte voll die geile DNA und dann sollte jeder da reinspucken und dann war die Tour-Promo eigentlich gedacht, dass der Reveal ist, dass man so aufmacht und dann nicht glauben kann, wo man herkommt. Dann dachte ich, voll der witzige Gag, wenn er reinspucken würde und auf einmal kommt bei mir raus, ich bin halb Chinese. Und das war mein Gedanke. Und der das mit mir gemacht hat, war Alain. Das heißt, mit Alain hatte ich vorher nie was zu tun. Es war so kalter Krieg die ganze Zeit. Wir hatten nichts miteinander zu tun. Und dann haben wir das gemeinsam, unsere DNA-Ergebnisse ausgewertet. Und dann war das so witzig, diese Harmonie, dass er dann irgendwann auf den Vorschlag gekommen ist, ey, wir müssen mal einen Podcast zusammen machen. Wir sollten das mal wenigstens ausprobieren. Und dann war er eigentlich voll oft auf Tour. Und dann hat er gesagt, lass uns das zusammen machen. Aber wir brauchen jemanden, der das organisiert und der fresh ist. Und dann kam ich auf Marvin, weil Marvin, mit dem habe ich studiert. Und der hat gesagt, hey, ich kann voll gut organisieren. Ich bin witzig, ich bin fresh, ich bin sexy. Hast du. Und dann haben wir zu dritt während Corona
fast ein Jahr lang Podcasts nonstop durchgehen. Wer kauft den Namen Vitamin X? Warum Vitamin X? Der Alle meinte das, weil er gesagt hat, dadurch, dass dieser Podcast während der Corona-Zeit so eine Bereicherung ist und dass das quasi fehlt, ist das das fehlende Vitamin der Sozialisierung und des Zuhörens. Die haben sich Gedanken über den Namen gemacht, nicht wie wir und dann viermal geändert. Nein, die Deutschen finde ich geil. Ich auch. Die Deutschen ist richtig geil. Ich finde es korrekt. Ich finde es auch, deswegen haben wir den genommen. War das deine Idee oder war das deine Idee? Das war die Idee von Erik. So ein Kollege. Wir waren im Auto und wir sind ja so, wir feinden uns an, aber wenn immer jemand ihn angreift oder mich, dann halten wir so zusammen. So wie bei euch bei Rebel, so ja, Family. Weil wir sind Family. Nee. Genau, da halten wir zusammen. Und dann haben wir so Tag Team gemacht, sind auf den losgegangen und dann sagt er, ist doch gut, ihr Deutschen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nennt den Podcast die Deutschen, zack, das war's, weil du den Namen wieder wechseln wolltest. Ja. Du wechselst ja alles alle paar Monate. Mhm. Ja, aber das Gute ist, wenn man 20 Firmen hat, da kannst du ja jedes Mal den Namen ändern. Ja, genau. Das juckt ja nicht. Eben, du bist ja abgesichert. Ja. Warte, okay, und dann war Anna. Wie kam es dazu, dass Anna irgendwann ausgestiegen ist? Die Tour hat wieder begonnen, Corona ist wieder vorbei und das heißt, der Grund, der ursprüngliche Grund, warum wir überhaupt einen Podcast anfangen wollte, ist dann zerbrochen, weil er dann gesagt hat, hey, ich muss jetzt wieder auf Tour gehen die ganze Zeit und der tritt ja pro Woche fast 6 Mal auf. Dann hat er gesagt, ey, ich hab einfach aber der hat ja dann den Podcast mit Maxi angefangen. Genau, remote, dass er dann gesagt hat, hey, wir nehmen das getrennt voneinander auf und nur Audio. Und der Marvin hat gesagt, nee, wir wollen das schön weiter mit Video machen. Und dann haben die sich nicht drauf geeinigt und dann ist alle weggegangen. Okay, und dann könntest du jetzt theoretisch Mario holen. Theoretisch schon, aber beim Grand Prix war es geil, weil... Nein, Mario wird kommen, bei der 100. Folge wird er da reinkommen. Ihr seid doch schon über 100. Bei den nächsten 100. Bei der nächsten. Woher weißt du das? Ja. Boah, ich hab einfach geschätzt. Weil ich so lange dabei seid. Wie oft kommt ihr die Woche eigentlich? Einmal die Woche, jeden Sonntag. Jeden Sonntag um 12 bis 17 Uhr kommt es jeden Sonntag Vitamin X, jawohl. Das ist 12 bis 17 Uhr? Ja, manchmal kommt es spät. Später. Das ist wie in echt. Bei ihm. Das ist geil. Also wie bei seinen Live-Auftritten. Das ist geil. Wo dreht ihr das? Bei Marvin im Studio dann? Genau, bei Marvin im Studio nehmen wir das immer auf. Manchmal auch irgendwo Hotel, nachts und so. Hauptsache, bis jetzt haben wir keinen einzigen Sonntag verpasst, weil, sind wir mal ehrlich, Leute, diese Zeiten zur Zeit, das war noch nie so einfach für Podcasts. Also du musst ja nichts, also Podcasts, die Themen werfen sich ja von selbst. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn du einmal... Von 4 Jahren Podcast kamen wir 2 Jahre nicht. Das war Depri meines Lebens, Alter, ohne Witz. Ey, wirklich, also es unterschätzt das. Wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, weil das ist ja Teil der Routine. Wann lädt ihr immer hoch? Welchen Wochentag? Montag. Genau. 4-mal in der Woche. Montag und donnerstags. 20 Uhr. Zweimal die Woche. Aber eure Folgen gehen doch 8 Stunden jetzt mittlerweile. Ja, wenn ein guter Gast ist da. Ja, dann ja. Heftig. Aber dann musst du jedes Mal pendeln von Köln hierher. Nee, nicht ganz von... 60 Minuten. Er braucht nicht lang, 90 Minuten. Das ist nicht lang für ihn. Er respektiert meinen Hustle nicht. Ja, weil ich würde auch immer hierher kommen. Ich bin ganz ehrlich zu dir, wirklich. Also dieses Studio hat mich so schwer beeindruckt. Also man merkt halt, hast wirklich dir da Arbeit reingehauen. Wirklich, ich bin da wirklich schwer beeindruckt. Weil während Corona ist mir das halt aufgefallen, als wir das da das erste Mal aufgenommen haben, da gab es nichts zum Meckern. Weil das Faszinierende war, findet ihr das nicht zum Beispiel? Ihr hattet ja auch viele von den nicht so mainstreamigen Meinungsmachern hier, dass ihr, ich weiß nicht, das war schon hart umschrieben, aber... Ja, wir haben viele Penner eingeladen. Penner, endlich, Bastarde. Und dann... Ich will nur wissen, in welche Richtung das geht. Ey, Salim, Alter. Das ist geil. Ich bin sehr zufrieden heute. Ich bin richtig ausgeglichen. Ich bin froh, dass der gekommen ist. Ich höre. Ey, so viele Penner hatten wir, die uns auf unseren Nacken ein Sprungbrett genommen haben und ihre Karriere begonnen haben erst oder noch erweitert haben. Wer glaubt ihr, hat euch am meisten ausgesaugt und so richtig schmarotzt, wo ihr eigentlich noch so Royalties haben wollt? Khalid Bounoua. Safe. Nein. Kann ich eine Top 3 sagen? Ja, bitte. Platz 3, Mario. Ich hab Follower verloren. Scheiße, was du. Ey, geil. Mario, okay, wer noch? Wer noch? Den du am liebsten rückwirkend ausladen würdest. Oh, da gibt's viele. Let me hear all of them. Nein,
Das, warte, bevor du es was sagst. Ich will es sagen. So, hey, warte. Wann bist du der Gezügelte? Ich bin fasziniert wegen dir. Lass ihn. Ich habe heute eine andere Rolle, nehme ich ein. Okay. Du bist heute ich und ich bin Cheyenne. Wir sind Iran, Saudis, Chinesen. Ja, wir müssen uns zusammentun. Das ist geil, Schwester. Ja. Dieses Dreieck kann niemand aufhalten. Ja. Wir hören danach nie wieder was von ihm. Die Achse des Bösen. Die Achse. Wenn wir wieder Salim sagen, ey, war eine geile Folge, wann kommst du vorbei? So 2026. Ja. Wir sehen uns bei der Grenzkontrolle. Nee, aber wirklich, wen, okay, dann lieber anders, netter formuliert. Wer glaubst du, hat am meisten hiervon profitiert von dieser? Alle. Ja, aber du hast doch die Frage davor schon gesagt, jetzt wechselst du die gleiche. Ja, weil das andere war die unangenehm. Die wissen doch, was ich dann meine. Genau, aber dann kann er nicht mehr reingrätschen. Ist das geil. Ist das geil. Die Hörer wissen, aber das geht dann so. Also es gibt zwei Gäste, die würde ich gerne löschen, die Folgen und sogar ausladen, rückwirkend und anspucken. Lass es raus. Ich habe auch eine. So. Jetzt habe ich schon. Dann sag ich auch, den ihr hättet ausladen müssen. Dann sind wir. Sag du zuerst. Okay, ich finde, ganz ehrlich. Guck mal, jetzt hast du gekriegt, weil du hast es jetzt wie ein Spiel aussehen lassen und bei Spielen ist er dabei. Und dann, wenn irgendwas ist, sagt er so, ja ey, sorry, es war ein Spiel, ich wollte einfach noch mitmachen. Ja. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, die zweite Folge mit Khalid hätte nicht sein müssen. Ja. Ganz ehrlich. Aber ihr seid doch Family. Bei Family muss man manchmal auch kritisieren. Denn nur so wächst man. Aber ich fand die zweite Folge besser als die erste. Nein, bei der ersten war alles erledigt. Okay, ich will ehrlich zu euch sein, ich habe die zweite nicht geguckt. Wen würdest du einladen? Ich habe eigentlich gar keine geguckt. Der hat gar keine geguckt. Ich habe nur gedacht, auf wen kann ich am meisten scheißen, der das hören wird, bei dem ich mich am besten noch rausreden kann. Ja, ist gut. Und so kann ich das jetzt für Khaled, dem Geschäftsmann, verkaufen. Ich habe Werbung für deine zweite Folge gemacht. Ey, ist das geil, gell? Ey, das ist zu geil. Aber ihr könnt das nicht wahrnehmen. Ihr müsst jetzt ehrlich raushauen. Ich finde, jeder war irgendwo gut auf seine Art und Weise. Weil auch wenn es Kontroversen bringt, ist das ja. Du hast ja nichts davon, wenn jeder Gast, der hier ist, so Friede, Freude, Eierkuchen, man hat eine geile Stimme. Manchmal muss man so anecken. Seit wann ist der CDU-Pressesprecher geworden? Ich habe mich geändert, weil du heute bist hier. Nein, das war jetzt zu übertrieben. Wir können ja nicht beide so sein. Ja, das wäre eine chemische Reaktion. Ja, aber schaut mal, euer Podcast wird gehört wegen eurer Realness. Dass ihr vor nichts zurückschreckt. Shitstorm ist dein Programm. Come on, man. Spit some fire. Das ist so krass. Ey, Salim, du bist echt, das ist zu krass. Jetzt habe ich auch eine Faszination für mich selber. Ja. Ich denke, bin ich so gut, Alter? Das kann doch nicht sein. Das ist echt. Okay. Ich bin gespannt, weil du hast ja manchmal so deine tiefen Momente, also so ein Tintenfüller fällt runter, dann bist du so Depression. Und dann bist du ja ernst. Gibt's Tintenfüller noch? Klar. Mit diesen Patronen so? Ja. Nein, das gibt's noch. Ja. Und wenn wir mit dem Füller, weil das habe ich im Unterricht immer gemacht, so, dann spritzt das so. Warum hast du das gemacht? Ja, weil es Spaß gemacht hat. Oder konntest du nicht schreiben? Also habt ihr einen Podcast gegründet? Warte, wie lange hat's gedauert vom Podcast zu, weil ich habe das Gefühl, du hast eine Renaissance deiner Karriere begonnen oder angestoßen. Indem du jetzt seit kurzem auf TikTok und Instagram Reels dein Unwesen treibst, indem du dich zu politischen politische Statements abgibst oder dich zur Politik äußerst. Wann kam das? Weil ich habe das Gefühl, das hat dich jetzt nochmal auf eine andere Ebene gebracht. Er hat Politik verständlich für die Normalen gemacht. Ja. Für die Deppen. Genau, ja. Dass man das versteht. Ja, damit seine Kollegen bei Rebel auch so ein bisschen was hat er gesagt. Yeah. Guck mal, ganz ehrlich, man kann es ja sehen, ich war schon immer so. Bei meinem ersten Rebel-Auftritt, mein dritter Auftritt war über UN-Sicherheitsrat. Wo du gesagt hast, wo du gewohnt genau, bist. Genau, das war schon immer bei mir drin, aber es gab noch nie eine Zeit, wo sich das gelohnt hat, darüber zu reden, weil wie gesagt, vor Corona ging es uns ja bestens. Überleg mal, wie deine Firmen geblüht haben. Ja, Mann. Das war ja, also das du stimmt. Kamst ja an TikTok, er hat TikTok, YouTube hat er ja beherrscht. Weißt du, das war ja. Guck, wie geil der sich fühlt! Kartellamt! Auch weil ich weiß, dass er lügt. Ja, so, aber es hört sich so geil an. Obwohl das nicht mal. Wie du ihm das suggerierst, der guckt mich an, der sagt immer:
Das stimmt. Ja. Er ist wie so ein Horoskop. Ja. Ich lese das und sage, ey, das stimmt alles, was da steht. Das stimmt. Er beherrscht, während wir Lappen sagen, Facebook ist tot, beherrscht er Facebook. Ja, das weißt stimmt. Du? Er ist, egal was du machst, er findet immer einen Weg, weißt du? Er ist so Warlord von Social Media, er findet immer einen Weg. Das heißt, das war die beste unsere Blühezeit. Es gab nichts zu meckern. Das war unser Höhepunkt. Und das heißt, dieses Wissen über gesellschaftliche Korruption bringt nichts. Das war wie DDR-Währung, nachdem die Mauer gefallen ist. Es bringt dir nichts. Du kannst vielleicht umtauschen, wenn du Glück hast. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals gebrauchen könnte. Weil ich habe mich ja nur dafür gejuckt, für unsere Länder, was ist im Iran passiert. Im Prinzip für mich ist ja von Marokko bis Jordanien, Iran, ist ja für mich ein Land eigentlich. Ja. Also wenn ich sehe einen Iraner, einen Saudi-Araber, als ich in Katar war und die WM gesehen habe, für mich ist das alles dasselbe. Das heißt, diese Streitigkeiten untereinander sind für mich ja nur Bluff. Das heißt, Algerien, Tunesien und Ägypten sind kein, ist für dich nichts, weil das... Für mich ist all family. Also das heißt... Machen wir den Move bitte dazu. Family. Ja, danke, das ist geil. Okay, das heißt, alles von einem Schlag. Alles von einem Schlag. Wenn Iran gewinnt, wenn ich sehe, Iran findet den größten Lithiumberg, bin ich... Iran, you did it. Wenn Saudi-Arabien, Iran zusammenfinden, ich bin glücklich. Weil wir dann diese Gefolgschaft, die sonst immer nur in den Schlagzeilen ist wegen negativen Sachen, die sollen einfach nur zusammenfinden. Und dann negative Schlagzeilen zusammen generieren. Eine große. Zusammen eine große. Nicht diese kleinen Dummbomben. Ja, eine Riesenbombe. So schlechte Schlagzeilen hier. Zusammentun, ja. Eine Riesenbombe. Ja. Ich verstehe das nicht. Iran seit 10 Jahren haben die Nuklearprogramm immer noch keine. Zusammen mit Pakistan und dann eine fette werfen. Mhm. Und das hoffe ich einfach. Der ist einfach Satan. Guck mal. Der ist wie Dennis, dieses kleine, der kleine. Ja, 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 das ist gut. Ich höre. Dennis the Menace. Das ist richtig gut. Ja. Und worauf ich hinaus will, ist, da fällt uns das ja oft auf. Amis sind böse uns gegenüber, wer auch immer da ist. Marokko jetzt nicht, die gewinnen ja mehr oder weniger mit denen, aber alle anderen sind mehr oder weniger abgefuckt. Das heißt, wir in Deutschland haben das immer nur gesehen, ja, die Araber, weiß man nicht, was da tun sollen, ja, so. Das heißt, das Witzen hat nichts genutzt. Aber seit Corona sehen wir diese Spaltung innerhalb unseres Landes. Das gab es ja vorher nicht. Ja. Vorher waren wir immer eins und das Faszinierende, womit die das geschafft haben, diesen Judo-Move war, denkt dran, ganz wichtig, du bist Zeuge, du auch. Vor Corona hatten wir immer, ja, ihr dürft das ja sagen. Wir konnten ja Witze über alles machen. Nazi-Witze, J-Witze, ich meine damit J-Lo. Ja, genau. Oder und J-Love. J-Love. Wir konnten ja egal was machen, egal was du gemacht hast, ja, ihr dürft das ja, weil ihr seid ja Iraner und das. Aber seit diesem veganen Koch und seitdem der Weg wird kein leichter sein, ja. Haben die... Wo ist eigentlich der Weg wird kein leichter sein? Sein Weg wird auf jeden Fall richtig noch schwer werden. Ja. Auf jeden Fall, diese beiden haben es geschafft, dass wir unsere Herkunft als Joker der intensiven Meinungsfreiheit nicht mehr benutzen können. Er ist das beste Beispiel daran. Vor Corona hättest du ihm niemals diesen Drecks-Shitstorm da anheften können. Es wäre vielleicht so ein Typ gewesen, wo die gesagt haben, halt mal den Maul, der darf das doch. Guck mal, so habe ich es nicht betrachtet, aber könnte gut sein. Ja. Safe. Und erst der vegane Koch, der hat dann dafür gesorgt, okay Leute, ab jetzt ist jeder ein Ziel. Das heißt, jeder muss aufpassen, was er sagt. Und jetzt wurde ja Corona hat das angefangen und jetzt ging das fließend auf alle Themen über. Genau, aber Korruption in der Politik und dass wir angelogen werden und dass Politiker lügen, um ihre Machtinteressen auszuspielen oder zu benutzen, das gibt es ja seit Anbeginn der Menschheit. Deswegen, wie kam es, dass du gesagt hast, ey, ich kläre jetzt auf, und du redest ja über alles. Du redest ja nicht nur über Marokko und Iran, du redest über die USA, über Ukraine, Russland, Corona, alles, alles. Das ist ja richtig. Du bist wie so ein cooler Nachrichtensender. Genau. So, du bist wenn die Tagesschau cool wäre und nicht lügen würde, dann wäre es Salim TV. Genau, dann wäre es Salim TV. Ja. Boah, ja, das wäre heftig. Boah, Tagesschau, wenn du das hörst und die junge Zielgruppe attackieren willst und richtig schnell den Bundestag gestürmt haben willst, dann musst du mir sofort den Sendespot geben. Ja. Aber dann merke ich halt, jetzt gerade passiert das halt so schnell, dass wir ja selber merken, ich meine, ich will jetzt nicht das wiederholen, was wir im Backstage gesprochen haben, aber das erste Mal überlegen wir, ob wir verschwinden sollen. Ja. Überleg doch mal. Ich überlege... Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Es war undenkbar. Unsere ja, wir sind zu deutsch, wir lieben Deutschland und... Das ist vorbei. Wir gucken uns an. Vorher hatten wir sind aufgewachsen hier. Ich weiß noch, ich war stolz, Steuern zu zahlen. Wisst ihr noch?
ja, dann kann ich, da kann der Günther zur Schule gehen, dort durch, bin Teil vom System. Aber das jetzt haben wir vorhin gesprochen mit diesen vorhin Infrastruktur. Eins, komplett, 1:1. Du gehst hin, Ampel immer noch kaputt. Wo sind meine Steuergelder hin, du Pisser? Und jetzt überlegt man so, ey Leute, ich glaube, das Ende ist angekommen von dem, unsere Generation, die wir jetzt hier abwerfen, die wird es nicht besser haben als wir. Okay, merkst du, dass jetzt die Leute, die zu deinem Solo kommen, sind das Podcast-Fans, Vitamin E, also vermehrt wahrscheinlich die meisten da, aber jetzt werden wahrscheinlich immer mehr kommen, die dich von deinem politischen Content kennen, richtig? Voll. So ähnlich wie bei Serda, denke ich. Erwarten die dann auch politische Jokes? Voll, ja, ja. Das heißt, musst du jetzt darüber vermehrt reden auf der Bühne? Nein, nein, die sind meistens hart enttäuscht, weil meine Comedy eigentlich ist ja eher so Hirnschiss-mäßig. Ja, wie 90% von Todes Comedy. Todeshirnschiss. Also ich lache auch bei mir ist ja 100% Hirnschiss. Bei mir auch, Todeshirnschiss. Aber in den Impros entstehen dann manchmal diese politischen Aus-Versehen-Jokes, so Drive-By-Jokes. Ja. Dass wenn man dann so redet, so, was war das letztens? Letztens in, habe ich sogar gepostet, in Dresden, da waren in der ersten Reihe, saßen zwei Ukrainer. Der Clip ist wirklich online, habe ich das Short hochgeladen und er war umzingelt von Russen. Da waren zwei Ukrainer und dann waren da so Russen, Armenier, Aserbaidschaner. Ja. Und das ist natürlich... Das ist Sowjetunion. Genau, komplett Sowjetunion und Kasachstan noch gefehlt. Ja. Und dann schreibt sich der Joke von selbst. Ja. Wenn dann machst du nur noch das, 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 neben Zack. Dir der Platz ist leer, genau sowas. Und dann sneaken sich da diese politischen Jokes rein, aber nur weil die Lage gerade so angespannt ist. Dieselben Jokes haben wir schon immer gemacht. Ja. Nur mit dem, was hat denn Joghurt und Dings gemeinsam, diese, ich weiß schon welche Witze. Und dann, die hatten wir ja schon immer. Aber jetzt ist alles so todesgeladen. Egal was du machst, alles ist todesgeladen. Lässt du dich davon beeindrucken bzw. beeinflussen oder sagst du, nö, ich sag, was ich will? Ich sag immer, was ich will. Das merkst du doch. Solange bis der Account gesperrt ist und dann, oh ja, der hätte ich doch. Wurde schon mal gesperrt? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Was ist dann die Begründung? Weil so wie ich es sehe, jetzt, also ich weiß ja, dass diese angebliche Meinungsfreiheit nicht herrscht. Ich weiß, die Befürworter der Meinungsfreiheit sagen, doch, du kannst alles, ist ja nicht wie Nordkorea, du wirst ja nicht erschossen. Geben wir denen das, kein Problem. So, wenn ich mir deine Videos angucke, klar, es sickert immer eine gewisse Meinung durch. Das tun auch die angeblich unparteiischen Journalisten. Das ist so. Deswegen wundert mich, mit was für einer Begründung kriegst du dann einen Strike oder eine Sperrung? Was sagen die dann? Was würdest du angeblich tun? Hassrede. Hass, genau, Hassrede. Hassrede? Krass, hast du mich gemeldet, oder was? Heftig. aber was war das mit Hassrede? Was wurde überhaupt, warum soll das Hassrede sein? Hast du ein Beispiel? Ja, ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, wie würde ich die, ich habe so einen Clip gemacht, ich so, wenn ich China wäre, ich würde, wie würde ich, 3 Schritte, um die USA zu zerstören, irgendwie so ein Scheiß. Dann habe ich gesagt, ich würde das Sinaloa-Kartell Atomwaffen spendieren und dann so eine Scheiße gelabert. Und dann gesagt, dass man ja gar nicht so ernst nehmen kann. Todes, Comedy, das Grauen, bei mir ist ja alles, wie der Joker in Person. Nichts ist ja ernst gemeint. Wenn aus Versehen was Ernstes dabei ist, dann nicht melden, aber sonst ist das eigentlich immer Comedy. Und das Einzige, was ich da faszinierend fand, ist dann sowas wie, ich überlege gerade, zum Beispiel das Letzte war, wo dann gemeldet wurde, war jetzt, wo diese Sache rauskam mit diesem Nord Stream. Ja. Da haben doch jetzt die Amerikaner versucht, das auf Ukraine zu schieben. Ja. Das ist ja Legende. Ja. Also das kannst du ja kennen. Das ist ja so, wie wir das machen. Sowas Offensichtliches ist nicht so einfach rausreden. Das heißt, wir müssen das eigentlich feiern. Jedes meiner Komplimente heute war glaubwürdiger als dieser Artikel. Ja, Mann, das stimmt. Stark. Heftig. Yeah. Genau, und das dann zu sehen, wie so Tagesschausprecher dann da so sitzen. Ja, das macht ganz klar Sinn, weil... Aber die verziehen noch keine Miene oder so, wenn die das erzählen. Ich gucke keine Nachrichten. Ich würde todes mich zu Tode... Also schämen. Man hat mit so ein Salim gesagt, ich würde mich schämen, das zu sagen. Ich würde mich richtig schämen. Und dann, dass die das dann so mit dem Straight Face dann machen, also das finde ich dann schon... Das mein Oscar-reif. Ich ja. Genau, ich meine ja, wir sind ja gerade Irak... Aber die checken das nicht. Deswegen finde ich das faszinierend, diese Medien, dass die nur noch so gebraucht werden, um so Hypnose zu betreiben, mehr oder weniger. Und du weißt ja, bei alten Leuten, die nur Deutsch können, wirklich, wenn du nur Deutsch kannst, sorry, bei vollem Respekt, bist du verloren. Weil die Medien, wenn du überlegst, der Ursprung des Medientums, wir haben so Steinzeit, du guckst, du siehst so einen Vogel mit 3 Flügeln und dann sagt er, ey, Vogel mit 3 Flügeln gefunden. So, das ist ja der Ursprung von Journalismus. Du guckst, was passiert, du sagst, was passiert, um die Leute zu informieren. Wenn du Glück hast, bezahlen die dafür. Ja. Das ist in Friedenszeiten. Aber sobald du einen Krieg hast oder einen Konflikt, ist ja das Letzte, was du gebrauchen kannst, bei einem Konflikt deine Familie gegen eine andere Familie, dass deine Familie untereinander kämpft. Weil sonst verlierst du den externen Konflikt. Das heißt, diese Medien werden auf einmal zum Instrument, um die Leute
bei Laune zu halten. Das heißt, dann siehst du auf einmal diese komischen Medienlandschaft. Die wisst ihr noch, bei Corona-Zeiten, wenn da irgendjemand was über Nebenwirkungen geschrieben hat, Account gelöscht für immer. Genau, was jetzt auch immer mehr rauskommt, dass das gemacht wurde, offiziell von Twitter, von Facebook, offiziell. Vor Gericht. Aber wird ja immer noch, du wirst ja immer noch als Schwurbler betitelt und kriegst diese Covid-Strikes, so wenn du das irgendwie sagst. Korrekt. Du darfst, also die versuchen ja komplett... Aber man merkt ja die Masse an den Kommentaren, die blicken langsam dahinter. So. Also das kannst du ja nicht mehr... Irgendwann ist es so lächerlich, dass wenn der Minister selber sagt, ja, das war gar nicht so gemeint mit den Nebenwirkungen. Also, ich hab das was ganz anderes. Ich dachte, es geht um Lollipops da. Ich wusste gar nicht, worum es da geht. So, dass der Typ dann das macht und die dann verklagt werden und so und diese ganzen Verträge so geschwärzt sind, dann blickt man halt dahinter. Aber das Bittere ist halt, die Leute, die halt früh darauf gezeigt haben, die sind jetzt, werden angeklagt und sowas. Wenn du ja sagst, ja, aber mein ganzer Content, auch wenn ich diese politischen Videos jetzt immer mache, die sind ja trotzdem mit Comedy gespickt. Voll. Mit so Sprüchen und Pointen und so. Warum versuchst du das dann nicht so auf die Bühne zu bringen, wenn du siehst, dass das die Leute interessiert, dass diese Videos von dir Anklang finden und dass die rumgehen? Wäre das nicht jetzt vom geschäftlichen Aspekt und für Fanservice besser, das zu machen? Ja, die Sachen haben nur eine Halbwertszeit von 2 Tagen. Das heißt, auf der Bühne, überleg mal, wie oft du eine Bühne zur Verfügung hast und überleg mal, wie oft du ein Handy auf dich richten kannst. Das kannst du immer machen. Genau, und meistens, wenn dieses Nord Stream jetzt rauskommt. Kannst du nicht in 9 Monaten in deiner Tour. Genau. Das heißt, das sind mal ganz große Ereignisse. Wie genau. Corona, was so 2 Jahre jeder mitbekommen hat. Ja. Dann weiß man Bescheid. Genau, und das ist jetzt auch schon so ausgelutscht. Weil das sagt ja jeder. Jeder geht auf die Bühne und sagt, oh, Corona war eine harte Zeit. Ja, genau, wie war das für euch, Leute? Richtig hecky. Aber wir machen das... Ganz ehrlich, jetzt so vom Konzept, falls du es nicht vom Konzept, vom Handwerk. Wir machen das so ein Hagen Räther und Volker Pispers. Wie haben die das gemacht? Weil die sind ja auch getourt, nur mit rein politischem Material. Wie machen die das dann? Die waren erstens ganz oft auf Tour und die hatten immer ihr selbes politisches Grundkonstrukt. Und wenn an dem Tag noch irgendwas passiert ist, kam da noch was dazu. Genau, für mich war das ja unvorstellbar, über Politik oder Kabarett zu reden. Ja. Vorher, da gab es ja nichts, für mich gab es nichts zu beschweren. Für mich waren diese Kabarettisten und so, die waren ja so Magier. Ja. Aber jetzt ist das ja so offensichtlich, was so alles beschissen läuft. Aber ich finde, du könntest, was du ja auch tust im Online-Segment, eine krasse Nische damit bedienen. Und ich glaube, da geht was verloren, wenn du das nicht machst. Deswegen würde ich es persönlich gut finden. Auf der Bühne das zu machen? Ja. Weil ich glaube, du kannst damit ein ganz neues Level erreichen. Weil Kabarett... Und, warte ganz kurz. Du kannst damit ein ganz neues Level erreichen und es wäre nicht fake. Es ist ja nicht so, dass du sitzt und das kalkulierst und sagst, ich mache das jetzt extra, um bei der Anstalt aufzutreten und ein neues Publikum zu spielen, sondern du machst das ja gerne. Du machst das doch sowieso. Es geht nur darum, dass du es von dem einen Medium aufs andere Medium überträgst einfach. Deswegen würde ich persönlich das sehr gut finden, wenn du das machst. Was wolltest du sagen? Ich würde sagen, weil ich würde niemals zu der Kabarett-Show gehen oder irgend, weil die einfach nur alle 80 Jahre alt sind. Und, wow, sehr gutes Argument. Und du jetzt kannst bist du ein Junge, wo ich sage, ey, den kann ich mir anhören, der macht das auch noch mit Humor. Und du, der ist so stylisch. Und dann würde ich eher hingehen, als in so, dann hat er noch Gitarre und singt Witze oder so. So wie Rebel Comedy, als die 2008 oder 2009, wann immer die angefangen haben, deutsche Stand-Up-Comedy cool gemacht haben, kannst du politisches Kabarett cool machen. Ja, du kannst das heftig cool machen. Make political Kabarett great again. Ja. Das ist ja geil, das werde ich auf jeden Fall machen. Nicht machen. Doch, ich mache das. Ich mache das 100%. Ich mache das ja auch teilweise manchmal, wenn an dem Tag irgendwas passiert. Aber ja, weil ich glaube, du willst den ganzen... Und weil... Das ist eine neue Schiene. Genau, da könntest du sogar zweimal im Jahr auf Tour gehen. Und du brichst auch mit Klischees, weil... Du siehst ja aus, genau, du kratzt dich ja auch, seit du dieses Zeug da getrunken hast. No juice genau, drink. Und dann wäre das geil, weil selbst die Leute, wie ihr sagt, diese 80-Jährigen, die sich Hagen Räther reinziehen, wenn sie mal was von dir sehen würden, die würden dich ja eh in eine Schublade packen aufgrund deiner Optik. Aber wenn sie ihn noch verstehen. Genau, und wenn die aber so 2-3 Minuten zuhören, weil du sprichst ja auch einwandfreies Deutsch, deswegen frage ich mich, was du bei Rebel Comedy gesucht hast. Und Familie kann man sich nicht aussuchen. Und deswegen ist es, das wäre super. Ich würde das sehr, ich glaube, oder Dulli, jetzt du persönlich, oder nicht? Und jetzt kommt's. Ja, sagst Dulli nicht, nachher macht er in einer Woche Buch dann. Und jetzt kommt das Wichtigste, du hast ein Alleinstellungsmerkmal. Heftig. Du bist ganz anders als
alle anderen, die so groß sind wie du und aussehen wie du. Sprich, Nizar, Benaisa und alle anderen. Ja, und die anderen wollen ja eine Karriere haben. Ja, genau. Das und bevor jetzt einer zuguckt und diesen Move wie beim Hip-Hop das bitet, musst du das machen, weil du es ja schon online machst. Und diese Videos laufen ja brutal. Die sind ja erfolgreicher als dein Stand-Up. Wie kann man das testen? Du machst, sagen wir mal, deine Show, 60 Minuten, 90 Minuten, machst 20 Minuten, ziehst ab, machst mal das. Und wenn die Leute das feiern... Boah, aber ich glaube das jetzt für mich persönlich wäre das nicht... Also abgesehen davon, dass ich gar keine Ahnung von Politik habe, kann ich mir vorstellen, dass das richtig anstrengend ist. Weil die Leute warten ja da. Weil guck mal, wenn ich zum Beispiel sage, Frauen gönnen die Küche, jetzt ganz stumpf gesagt. Das ist einfach ein dummer Witz. So, aber bei sowas warten ja nur die Leute, dich zu zerfleischen. Das heißt, jede Info muss 9-mal geprüft werden und gewendet werden, bevor du darüber reden kannst. Und dann werden dich ja Leute mit anderen vom anderen Ende des politischen Spektrums herausfordern. Die wollen mit dir debattieren, die wollen mit dir Videos machen. Das heißt, du musst so fit sein in der Thematik. Boah. Aber ist er ja, sonst könnt ihr ja die Videos nicht machen. Ja, aber bei Videos ist es immer noch einfacher, weil du hast genug Zeit. Du kannst theoretisch ein Video in 3 Wochen machen. Sprichst jeden Satz einzeln ein, schneidest diese. Aber live. Aber ich glaube, das machst du gar nicht. Ne? Niemals. Alles One-Take. Ja, es ist wirklich niemals. Wichtig. Also ich sehe öfter was auf TikTok und so. Ich sehe da keine Schnitte. Seit du das machst, das läuft doch gut. Und deswegen wäre das schade, wenn das ist ja. Ist ja auch so einfach eigentlich. Aber denkst du, weil die Leute. Das meine ich ja. Wenn du das Volk dir anguckst, hat es ja nicht diese Denkweise, die in den Mainstream-Medien immer vertreten wird. Und das sehe ich ja bei deinen Reaktionen und bei den Kommentaren und so. Mhm. Hättest du, als du angefangen hast, gedacht, dass, ey, guck mal, es gibt ohne Ende, das ist auch keine Nische, wie man uns immer erzählen will, es gibt ohne Ende Publikum, die diese alternativen Nachrichten hören wollen. Was anderes, außer Putin ist Hitler und Corona ist Ebola, wir sterben alle, wenn wir uns so 2 Sekunden angucken. Das, wo uns erzählt wird, wenn du was anderes behauptest, bist du ein Nazi und du wirst gecancelt, dass es dafür ein Publikum gibt. Ich würde fast sogar sagen, es war hochgegriffen, aber ich glaube, das ist größer als das, was die als vermeintliche Mehrheit... Und, genau, und diese vermeintliche Minderheit, du siehst das ja auch, die kommt ja aus allen kulturellen Schichten. Das siehst du ja auch, wenn die sich dazu äußern. Da sind Muslime, Araber, Christen, Juden, Homosexuelle. Also alle. Alle können sich darauf einigen. Und deswegen glaube ich, dass wir... Du wirst natürlich viel Gegenwind kriegen und Leute werden dir diesen Aluhut aufziehen und sagen, obwohl du gar nicht so schwurbelst. Du sagst gar nicht, ey, wusstet ihr, Angela Merkel ist eigentlich eine Echse und Donald Trump war auf der Epstein-Insel mit Chris Tucker. Über sowas hast du noch nie in deinem Leben geredet. Und Corona ist eine Erfindung von Aliens, damit du hast doch nie irgendwas behauptet. Was gut ist, jetzt mal vom wirtschaftlichen Sinn, jetzt kommt der Unternehmer. Jawohl, das wollte ich sagen. Ist ja natürlich, dein Content hört nie auf, weil du immer aktuell sein kannst. Und immer, du kriegst ja den Content einfach geschenkt. Voll. Heftig. Das ist mein Mann Cheyenne. Das heißt, nicht du bist auf. Nicht irgendwann, stagnierst du und sagst irgendwie, ey, scheiße, ich muss was Neues mir überlegen. Du kannst einfach, du hörst die Nachrichten, dann macht so in deinem Kopf, du drehst ein Video, hast wieder Content. Und so hat es wahrscheinlich Volker Pispers gemacht, damit hat er immer auf Tour gegangen, ist wahrscheinlich. Und ich sag dir, nach dieser Show was und dann wirst du wirklich umkippen. Heftig. Ich mein's wirklich ernst, weil mir ist gerade was eingefallen und dann läuft's richtig krank bei dem. Heftig. Ist mir gerade was eingefallen, ich muss mich erinnern. Ja. Aber wir jubeln dem einen Vertrag unter, damit, weil es deine Idee ist. Ja, aber der hält ihn sowieso nicht ein. Ich unterschreibe alles. Also ich finde es allein schon geehrt, dass ihr denkt, meine Unterschrift bedeutet was. Das finde ich auf jeden Fall. Ich fühle mich da. Es ist schon mehr Vertrauen, als mir meine ganze Familie jemals entgegengebracht hat. Auch deine Rebel-Familie? Family kann man sich niemals aussuchen. Heftig. Ja. Meinst du, du vergisst das? Weil du bist wirklich ein weiser Mann, wirklich. Nein, wir reden doch. Du vergisst ja nicht sofort, oder? Ja, aber ich habe Angst, dass du das vergisst. Nein, ich weiß es jetzt. Ja. Sicher? Ich weiß es, ja. Ich sprich die Angst, Mann. Also ich sag mal so, Money on Fleek. Fuck, need that paper. Weil das war krass, Mann, weil das war, worauf wir auch da hinaus wollten. Das war das, was mein Kopf so gefickt hat. Erstmal vielen Dank für diese... Für diese Tipps und diese Weisheiten. Ja, du bist halt menschlich Absturz. Weisheiten. Ja, menschlich bin ich Absturz. Ja. Aber computermäßig, wenn du diese Moral von mir wegdenkst und so das Menschliche und so dieses Miteinander und das Soziale. Das, wir bewerten dich nach. Alles genommen. Ja, alles rausgenommen. Wir bewerten dich nur nach deinen Skills. Ja. Das ist das Wichtige. Das kann ich richtig gut. Ich meine das hier wirklich ernst. Ich respektiere euch beide unendlichst. Du bist OG. Du weißt, ich liebe dich schon seit Tag 1.
Das war jetzt keine Metamorphose dabei gewesen zu sein, ist heftig. Aber jetzt muss ich diese Komplimente fett mit Zinsen zurückgeben, weil dasselbe Gespräch hatten wir in Saarbrücken auch. Ja. Und dann kam nämlich der zweite Part von deinem, weil jetzt haben wir schön über das Wie und das Was geredet. Ja, das ist interessant. Aber jetzt kommt das. Jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß nicht, das hast du mir nie erzählt. Nein. Das Wie haben wir, das Wann war in Saarbrücken im Dezember, das Wie haben wir jetzt herausgefunden mit der Art für die Jungen, das Was haben wir, aber das Warum ist jetzt mega interessant. Willst du es oder nein, ich will deine Worte nicht kommen? Nein, erzähl du. Nein, erzähl du. Weil er kam zu mir. Du erzählst heute sehr gut, ich höre dir gerne zu. Nein, wirklich, also er kam zu mir und hat mich... Comedians klauen ja immer Bits, ja. Ist ja normal. Immer, ja. Deswegen kannst du auch meine Sachen sehen. Genau. Und dann war Family. Es geht ja auch über See, Kanada, Amerika. Ja. Japan, Thailand, egal wo, Family, Comedians sind eine Familie. Ja. Sharing is caring. Guck, er hat mich gefragt, hey, das, was du machst, warum machst du das? Diese Sachen, wo du jetzt Kontroversen anzettelst, hat er mich gefragt, nachdem er Shitstorm veröffentlicht hat. Ne? Und dann habe ich gesagt... Hä, das macht keinen Sinn. Null, aber es geht weiter. Es geht weiter. Dann hat er gesagt, wir haben aber noch eine andere Sache gesprochen, genau. die wir nicht erwähnen können. Du hast ja noch ein anderes... die ist ja noch... Was war das? Du hast ja noch ein anderes Problem. Das vergisst du nicht. Deswegen habe ich gesagt, red nicht darüber. Es gibt ein Problem... Und dann habe ich angesprochen, ob das damit zu tun hat, dass du jetzt anfängst, das und das zu machen. Ja, deswegen, du kannst nicht darüber reden. Heftig. Was ist das für ein Gehirn, Alter? Ein Freund eines Freundes. Ist das geil. Okay. Heftig. Das habe ich ja voll verpeilt. Mm. Das kann man aber so erzählen, ihr wisst ja, komm. Ja, Stilmittel. Okay. Ja. Okay, anders. Dann fangen wir anders an. Auf jeden Fall, es gibt jemanden, wir kennen den gleichen Anwalt. Der Anwalt ist sehr plauderig, sagen wir mal so. Ist ein richtiger. Ja, also hat er seinen Beruf nicht verfehlt. Nicht verfehlt, er redet gerne, Verschwiegenheit, noch nie was davon gehört. Also, Also, aber du weißt nicht, wer es ist. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich habe es ja nicht offengelegt. Niemals. Ja. Yeah. Ich weiß, wer du bist. Aber wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er... Wirklich wie ein CSI Miami Detective. Ich bin Ethan Hunt. Genau, er hat durch meine Fakeness, er hat meinen Fake-Core durchbrochen. So wie ich dich erwischt habe im Auto, als wir. Ja, ich schwöre so. Genau so. Genau so? Ja. Was war plötzlich im Auto? Machst du. Ja, ja. Was war im Auto? Das können wir niemals im Leben erzählen. Er hat mir eine Geschichte erzählt, die gar nichts mit dieser Sache zu tun hat. Aber durch ein Wort hat es bei mir Klick gemacht. Ja. Und als ich ihn gefragt habe. Wegen einer ganz anderen Sache hätte er fast einen Unfall gemacht. Ja, ja. Und dann sagt er, woher weißt du das? Sag ich, ja, das ist mir gerade so eingefallen. Und dann war das Thema zu Ende. Boah. Also es war auch so ein Moment. Ja, genau so. Okay. Ja, dieser Moment, dass er kurz so dein, du hast so dein Fake-Leben. Mhm. Wie wenn du so ein Mosaik siehst und zufällig, du willst ja, plötzlich erkennst ein Bild du das erkennst. Bild. Ja, du entdeckst das aber zufällig. Ah, okay. Und dann bist du denkst, das ist so dein einziges Geheimnis, das weiß niemand. Aber ich war mir nicht sicher, ich habe ihn ja gefragt. Aber dann ist seine Reaktion war Antwort genug. Ja, ja, ich war wirklich OJ, als der Handschuh gepasst hat. Ja. Und dann, der fragt mich zuerst und da habe ich nochmal meine Fake-Moves durchgezogen. Ja, danke, schöne Schuhe und so. Und dann auf einmal der so, scheiß mal da drauf. Ich habe voll viele Leute von mir, die zu mir hinkommen und sagen, ey, wir feiern Salim. Als Comedian ist er absolut beschissen. Aber als Politikaufklärer ist er überragend, hast du mir erzählt. Und dann war ich so, danke dir, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen und so. Und dann kam der nächste Part, der jetzt interessant wird. Keine Ahnung, spannend. Ob das jetzt Konsequenzen hat oder nicht. Ja. Der Freund eines Freundes für den Fall. Satire, ab jetzt ist alles gelogen. Dann hat er zu mir gesagt, Lügen ab jetzt. Das ist so das Gegenteil von Werbung. Ab jetzt nur noch Lügen. Ja. So, und dann hat er mir gesagt, aber warum machst du das? Und dann hat er die legendäre Theorie aufgestellt, dass so Kanye, Xavier Naidoo und diese ganzen Typen, die haben so Kontroversen hochgeballert, bevor so ein strafrechtliches Verfahren auf die eingebrochen ist. Also angenommen, du siehst den Schlag kommen, dass du vernichtet wirst. Also angenommen, Xavier, ja, mach so eher ein Xavier-Beispiel. Okay. Nenn auch ein Beispiel mit Strafe. Stell dir, stell dir mal vor, jemand hat einen Laptop von dir entdeckt. Von Xavier. Und da ist der Kindergartenkorb drauf. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Kindergartenkorb FSK 18. Ja. Ohne Kopf. R. Kelly. R. Kelly, aber ohne das R. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? Ja, sehr gut. Ja.
ohne abgespült. Ne? Yeah. So. Und auf jeden Fall, das ist auf deinem Laptop drauf. Und du weißt das, dass die den Laptop jetzt auswerten. Und dann ist vorbei. Vorbei. Ne? Das heißt, du siehst deinen Todestrack kommen. Yeah. Aber du hast jetzt die Chance, die Geschichte deines Untergangs selbst zu schreiben. Das heißt, entweder du bist vorbereitet. Stehst du da, raw, Kindergartenkorb, du gehst in den Knast für immer. Und du hast noch diesen ekelhaften Stempel. Bam! Und du weißt, was bei diesem Stempel passiert. Ja, das Game. Brr, brr, brr. Ja. Und wenn du dann nicht Bock hast, diese Super Mario-Rohre aufzuhalten, ja, versuchst du noch, auf deinem Weg nach draußen die Geschichte selber zu schreiben. Ja. Das heißt, du könntest, Nisas Theorie, ich habe 0% Urheber da dran, aber seine Theorie, sehr interessant, dass du jetzt noch die Kontroversen so hochballern kannst, wegen irgendwelchen Verschwörungen, so Alex Jones-mäßig, und dass du dann, wenn dann die Hiroshima-Bombe kommt, dass du sagen kannst, ah, Leute, das ist nur, weil ich die Wahrheit sagen wollte. Und dann haust du auf. Dass du quasi ein eingebautes Alibi hast für deinen Untergang. Dass du dann sagen kannst, hey, Leute, hast du schon? Das ist genial, dass du deine eigene, ja, Geschichte, dein eigenes... Und weil Motiv, dann hast du die Ausrede parat. Und alle werden die glauben, weil die sagen, guck mal, was die über Xavier jetzt behaupten, nur weil er da und da die Wahrheit gesagt hat. Genau, zum Beispiel, wir nehmen mal jetzt den Fall... Also wenn wir jetzt so PR-Berater rückwirkend zeigen, da haben wir auch so eine Geschäftsidee gehabt. Ja. Für so Leute, die so gerade so einen schlimmen Fall, zum Beispiel Metzelda, den hätten wir beraten können in unserer Untergang im mit Stil Agentur. Das wollten wir machen. Dass jemand kommt, genau solche Leute, die so, hey Leute, ich bin Metzelda, ich bin Fußballspieler. Es kommt was raus. Was hat dieser Fußballspieler gemacht? Kindergartenkorb. Okay. War, genau, war das ein Spieler oder irgendwie so ein Manager oder Spieler, Chef? Richtiger Spieler. Ja, ja, der hat richtiger Spieler und der hat Kindergartenkorb 1 bis 3 gedreht. Richtig übel. Auf jeden Fall. Hat man das alles gefunden? Kommt er auch nicht mehr raus? Verurteilt auch. Ja, ja, verurteilt. Genau. Sechs Monate auf Bewährung. Ja, 6 Monate auf Bewährung. Hat er sogar noch irgendwie ein bisschen Strafe, ein bisschen da irgendwas putzen, das war's. Genau. Ja, der musste dann, der muss jetzt im Kindergarten da aushelfen. Haben die auch nicht so genau überlegt. Ja, ist wirklich so. Du kennst ja, die hat so 6 Monate Bewährung, glaube ich. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es war lächerlich einfach. Ja, ja. Ja, okay. Genau. Weil der Richter sagt, er war reuemütig und so. Ach ja, dann. Hat die DVDs auch zurückgegeben. Ja. Man muss auch mal ein bisschen, kann man sich nicht aussuchen. Und dann auf jeden Fall haben wir gedacht, dass wenn solche Leute, ist ja voll der Markt, die Leute, die ihren Untergang kommen sehen, dass die zu uns kommen, ich würde dich jetzt einfach so mit reinschließen, weil du machst den Business-Part, und dann malen wir eine Story für ihn, wie er untergeht mit Stil. Und das war seine Theorie, weil sein Anwalt natürlich über mich geredet hat, weil bei mir war auch die Kacke richtig am Dampfen. Und dann hat er gedacht, der Fuchs dachte, okay, ich habe gehört, dass der mit irgendwas Probleme hat. Jetzt auf einmal kommen diese TikTok-Videos. Könnte es sein, dass er seinen Untergang mit Stil plant und sich dann auf einmal nach Paraguay verpisst und wir alle dann in Deutschland denken, ah, der Fighter fürs System, die versuchen ihn zu fällen. Dabei habe ich die Atombombe schon kommen sehen. Alles auf seinem Mist gewachsen. Was hältst du davon? Heftig, ne? Man denkt erstmal hart nach. Also, ich sag dir ganz ehrlich. Also, ist nicht unrealistisch. Also, ist nicht irgendwas jetzt so komplett übertreibt man deine Rolle nicht. Sehr schlau, dass man überhaupt auf sowas kommt. Ne? Ich überlege nochmal ein Beispiel. Das bedeutet, dass ich es richtig verstanden habe. Ne? Jemand baut Scheiße und es kommt raus. Aber nicht öffentlich, sondern nur die Behörden. Genau. Erst. Und dann weißt du es und sagst, okay, ich gehe jetzt als Held. Ich gehe jetzt als Held, weil auch alle Geschichtsbücher, die wir jemals mal zu Gesicht bekommen, wissen wir ja nicht, ob die genauso geschrieben sind. So, weil das wird uns ja einfach nur gesagt. Und bevor die Sieger die Geschichte schreiben, bevor die Sieger, du den Siegern einfach nur das überlässt, haust du so viel wie möglich raus, damit die Leute selber, damit du deine eigene Geschichte schreiben kannst. Okay. Das würde eine Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, sogar beantworten. Wenn es so wäre. Ja, wenn es so wäre. Wie sind die Theorien? Ist, wie kann einer, der 3 Milliarden Deals abschließt, 25 Jahre ein perfekter Geschäftsmann ist, auf einen Tag auf den anderen so durchdrehen und plötzlich Scheiße labern und sich alles verkacken? Weil diese Frage stelle ich mir und sage, es macht keinen Sinn. Boah, stimmt. Das könnt ihr, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das könnte ja bei denen genauso sein. Nee, Moment mal.
Aber er... Wir sind gerade bei Kanye, ne? Genau. Aber er versucht sich ja nicht positiv darzustellen, sondern er scheißt ja richtig rein. Genau. Das wäre unschlau. Schlau wäre, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, R. Kelly, man hat sein Haus, man hat das geradet. Ja, okay, dann nimmst du Xavier. Genau, oder R. Kelly, man hat sein Haus, man hat diese Videos gesehen, aber nur die Behörden wissen es. Ja. R. Kelly weiß, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, die haben die Videos, ich werde da niemals rauskommen. Und dann fängt er an, irgendwas Positives zu machen, aber gegen das Establishment. Ne? Okay, vielleicht ist aber Kanye so Nisa. Ich gehe wie ein Mann. Ich scheiß auf jeden. Weil das ich gehe jetzt erst recht runter mit allen. Ja, das ist. Das wird sie aber doppelt schlimmer machen, weil wenn dann die Scheiße rauskommt, die gegen ihn in der Hand haben, dann hat er ja gar keine Sympathisanten mehr. Nee, aber bei Kanye, voll viele stehen ja hinter ihm, weil er so ist. Was denkst du? Heftig. Denkst du, Leute stehen hinter Kanye? Okay, bei Xavier. Bruder, du bist die größte Legende im deutschsprachigen Raum. Ja. Es gibt keinen, der so respektiert wurde wie du. Ja. Warum einen Tag auf den anderen? Könntest du die Frage nehmen, zum Beispiel. Das stimmt, ihr habt recht. Dieses einen Tag auf den anderen, das macht keinen Sinn. Außer die. Oder es sind die Drogen. Das Kiffen. Kiffen. Knacks. Ja, der Kanye, so der Kanye hat ja auch nicht aufgebaut, sondern der hat ja direkt die Atombomben geworfen. Und er hat das Schlimmste gesagt. Da war ja kein NATO, Nord Stream, ja, sondern es war direkt so Nisa. Hitler hatte recht. Nisa yeah. Special. So. Nisa der Special Chipstorm Upload. Geguckt. Ist er nicht aufgefallen, danach fing der an? Oder? Da, wo du aufgehört hast, ja, hat er es angehört. Der so, ja, Nisa hat recht. Der hat das ernst genommen, was ich da gesagt habe. Also die Theorie kann man so stehen lassen. Ich sag mal so, ja, ist sehr interessant, mal darüber nachzudenken. Man sieht jetzt wahrscheinlich, auch für alle Zuschauer und Zuhörer, mal ein bisschen objektiver die Sache. Voll. Was ich dich fragen wollte, Salim, beschäftigst du dich mit Verschwörungstheorien? Kann ich dich so ein paar, ich würde so gerne dir ein paar Fragen stellen zu Verschwörungstheorien und du sagst mir, ob du es glaubst oder nicht und unterlegst das so mit 2-3 Argumenten. Okay? Voll. Das finde ich nämlich gut. Mondlandung, waren die Amerikaner da, ja oder nein? Nein. Warum? So 2-3 gute Argumente. Der Plan war, die Sowjetunion zu besiegen moralisch. Ökonomisch. Ökonomisch, nur ökonomisch. Weil die waren ja beschränkter als die USA. Die USA konnten von der ganzen Welt unendlich Geld drucken. Ja. Aber die Sowjets konnten das nicht. Die Sowjets mussten alles immer mit richtigem Geld bezahlen. Das ist zum Beispiel eine Info, die ich niemals hatte. Also genau, also ja. nachdem Hitler weg war. Haben wir Schokolade oder so? Haben wir Schokolade? Ich hab irgendwie Hunger. Ja, okay, aber erzähl, ich finde das echt gut. Genau, also nachdem Adi nach Argentinien gereist ist, je nachdem, hier hast du direkt die zweite Verschwörung hinten dran. Ja. Geil. Dann hat er ja den Dollar als globale Währungsreserve eingeführt. Ja. Und dann hat er quasi den Gelddruck-Cheat, wie bei Tekken, wenn du unendlich Leben hast. Und dann kannst du quasi, am Anfang war das noch an Gold gekoppelt. Und dann wurde das abgekoppelt. Genau, 1970 war das dann weg und dann konnte quasi einfach die Dollar... Der Petrodollar. Petrodollar, genau. Aber war das nicht mit Öl noch? Ja, der Petrodollar. Genau, das heißt, Gold war weg und es wurde dann an Öl gekoppelt. Genau. Und dann hatten die quasi unendlich Energie. Genau, und die hatten auch, der Wert hat sich ja verdoppelt, weil das war ja dann das Gold und das gedruckte Geld, wo es gar keinen Gegenwert gibt. Geil, genau. Ja. Und dadurch ist Öl fast. Obwohl ich dumm bin, habe ich das doch hinbekommen. Das ist mega gut. Ja. Das heißt, und die Sowjets mussten alles immer selber bezahlen. Die hatten keinen Petro, irgendwas. Okay. Die mussten alles immer, die hatten nur Kuba und sich selbst. Deswegen hat Russland immer funktioniert. Von vorne Polen, Lettland und so kamen die Mineralien. In Moskau wurde es produziert und Ukraine. Und dann mussten die damit mithalten, mit der ganzen Welt und Geld cheat. Das heißt, das Ziel der USA war ja, wir wollen keinen militärischen Konflikt eskalieren lassen. Weil wenn die Atombomben überall rumfliegen, haben wir abgelost. Das heißt, wir müssen einfach nur die so lange, dadurch, dass die ja wir bezahlen mit Monopoly-Geld und die bezahlen mit echtem Geld. Das heißt, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass die immer weiter bezahlen, solange bis deren Ökonomie implodiert. Okay. Das heißt, wir machen alles, damit die hochrüsten. Okay. Und dann wäre natürlich sowas wie eine Mondlandung, Atombombe, Satellit, es gibt ja nichts, was mehr Kosten frisst als das. Ja. Das heißt, da so eine Mondlandung, damit die Russen denken, bis die, jetzt wir müssen auch auf den Mond. Ja. Milliarden reinhauen, ist halt mega. Also, kann sein, dass es so war, dass sie wirklich jemanden da hochgeschickt haben, aber das Timing war einfach viel zu perfekt. Okay. Ich glaube nicht. Denkst du, dass die italo-amerikanische Mafia John F. Kennedy umgebracht hat? Nein, niemals. Es gibt ja diese Verschwörung, die haben ja seinen Wahlkampf bezahlt, haben ihm geholfen. Dann hat er gesagt, ey, ich werde euch dafür in Ruhe lassen. Dann hat aber der Bruder Rico gegründet und ist die richtig angegangen. Und dann haben das ja diese Verschwörung, die es gibt. Und dann haben die gesagt, weißt du was, wir machen dich platt. Glaubst du das?
Niemals. Okay. Fuck that. Niemals. Okay. JFK hat viel zu faszinierende Sachen gemacht. Der war der erste, also nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, da ist ja dieser Military Industrial Complex entstanden. Wir denken ja an Waffen immer an, ja, man braucht das zur Selbstverteidigung, aber eigentlich sind ja Waffen, vor allem diese teuren Waffen, sind ja die, aus Geschäftsführersicht ist das ja das perfekte Geschäftsmodell. Weil du hast diese super teuren Sachen, die Einwegprodukte sind. Normalerweise hast du teure Sachen, die Investitionsprodukte sind. Du musst sie nicht mal warten, nichts. Nichts. Du hast nicht mal Crashtests oder so. Hast du, mal TÜV. Du zündest die an, die sind ja gemacht dafür, um kaputt zu gehen. Ja. Aber jedes von diesen Missiles kostet fast 1 Million. Okay. Das heißt, du hast das perfekte Geschäftsmodell, dass du dann Leuten diese Sachen gibst, die sie Einweg benutzen, dann müssen die sofort nachkaufen. Ist quasi Pommes, aber. Und deswegen läuft eine der erfolgreichsten Firmen der Welt Versicherungen mit der Angst. Mit dem Mensch, von Menschen spielen. Korrekt. Und Waffen ist auch nur Angst. Du hast das größte Geschäft. Die Iraner, ey, Saudis, die Iraner killen euch. Ey, Iraner, die Irakis killen euch. Kauft unsere Waffen, dann seid ihr sicher. Aber die verbreiten auch diesen Hass im Volk. Dass die, brauchst ja, du ja, genau, das brauchst du. Das heißt, der JFK war der Erste, also der Eisenhower hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, hey Leute, dieser Produktionsprozess, den wir hier haben mit den Waffen und dass diese Mitarbeiter von diesen Lobbys bei uns versuchen, weiter Kriege anzuheizen, das ist mega gefährlich, dass wir von Krieg ein ökonomisches Interesse an Krieg haben. Das sollte eigentlich genau, weil dann wird Krieg, dann werden die extra immer Krieg machen, damit Geld fließt. Korrekt, ja. Weil das ist halt das Problem. Extra künstlich Konflikte schaffen. Genau, damit du Money printen kannst, weil das ist immer scheiße, wenn deine eigenen Leute sterben, während du die Waffen selber kaufen musst. Besser ist, sie zu verkaufen. Das heißt, der JFK war der Erste, der zum Beispiel auch diesen Military Industrial Complex angeprangert hat. Der so, ey Leute, verschwindet hier. Und der hat diese, wirklich richtig faszinierend, kann man googeln, der hat die Northwoods Documents abgelehnt. Das war die CIA. Guck mal, ob euch das bekannt vorkommt. Die wollten ein Passagierflugzeug in die Luft sprengen und es dann Fidel Castro in die Schuhe schieben. Northwoods Documents. Guck mal, wie dreckig. Also unschuldige Menschen. Genau, die töten, alles auf Kuba schieben, damit wir dann eine Invasion auf Kuba starten können, weil Kuba... Hat das mit was mit der Kuba-Krise? Kuba-Krise entstanden. Genau, das war vorher. Das heißt, das war der Präventivschlag für die Kuba-Krise. Okay. Dann haben die gesagt, wir müssen hier vor unseren... Also du siehst, wie viel Panik die kriegen, wenn Kommunismus oder Feinde vor deren Haustür sind. Und der JFK war der erste Präsident ever, der zur CIA gesagt hat, haltet die Fresse. Das heißt, er hat zum Military Industrial Complex gesagt, haltet euer Maul. Der hat eine richtig krasse Rede über weltweiten Frieden gehalten, dass wir den Handel zum Frieden ausbauen sollten. Military Industrial Complex weg. Und der hat den CIA gesagt, ihr seid doch komplett ins Hirn geschissen. Das heißt, du glaubst aber wahrscheinlich, die das höre ich aus deinen Worten raus, dass aber trotzdem jemand von oben ihn gekillt hat und nicht irgend so ein Verrückter, der so perfekt gesnipert hat. So dass die uns das erzählen, das wird offiziell gelehrt, auch in Schulen. Die Story diese Story davon ist noch schlimmer als diese Nord Stream Story. Die Story, Magic Bullet. Ich schwöre, alles, was Salimi gesagt hat, ist die reine Ehrlichkeit über uns, im Gegensatz zu der Story, was die uns verkaufen, wäre angeblich JFK. Und er hat auch so perfekt geschossen. So vom, genau. Und dann zurück. Bumerangkugel. Und vor allem, man weiß ja, wie Präsidenten beschützt werden. Da wird alles abgeriegelt. Da sind Scharfschützen überall. Also, die wissen, wie man beschützt. Und dann haben die halt gesagt, er ist von vorne, dann ist die Kugel zurückgekommen, Bumerang. Und dann noch in den 60ern, wo es viel einfacher war, die so einen Scheiß zu verkaufen. Genau. Und dann aber dann ist das etabliert und dann wird das so gelehrt. Und dann ist dieser Oswald, dann wurde dann erschossen. Okay, glaubst du die Verschwörung, dass J. Edgar Hoover, der wurde ja oft kritisiert, weil er die italo-amerikanische Mafia nicht angegangen ist und es gibt ja die Verschwörung, weil der soll ja schwul gewesen sein, die sollen ein Video von ihm haben, obwohl er verheiratet war mit einem Mann im Hotel und die haben ihn damit erpresst und deswegen hat er ihn in Ruhe gelassen. Könnte das stimmen? Also es ist so, der Typ war ja fast schon der Chef von der CIA. Ja, so der, ja? Der war ja einer der... Aber der ist offiziell der FBI-Chef gewesen. Wenn du gerade ganz oben bist, fuck that, weil... Kennt ihr in Köln Phoenix? Wisst ihr, was das ist, Phoenix? Was? Kennst du Köln-Phoenix? Ey. Ja, warte, aber beende erstmal das, bevor wir zu Köln-Phoenix kommen. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht, dass das stimmt? Nein, ich glaube nicht, dass das stimmt. Glaubst du, dass er schwul war? Safe. Safe, safe? Safe. Seine Lippen waren viel zu juicy, Alter. Okay. 11. September brauche ich nicht zu fragen, weil das ist ja offensichtlich. Da bist du ja einfach so hängen geblieben, wenn du das nicht glaubst. Da bist du ja so wirklich da. Vergiss das komplett. Das Einzige, was auch interessant ist, ist dieses, was auch so eine, kann man auch als Verschwörung oder Nicht-Verschwörung sehen, ist das mit dieser NATO-Osterweiterung.
Das, ja. der Putin sagt ja immer, also ihr habt das erweitert, obwohl wir abgesprochen haben, dass ihr das nicht machen sollt. Und ihr habt mich alle ignoriert, ihr habt eure Versprechen gebrochen und deswegen und ihr killt noch meine Leute da. Deswegen greife ich an, ihr fuckt mich ab. So, korrekt. Das ist seine Begründung. Seine Begründung. Auch hier wird uns erzählt, das stimmt nicht, der ist Hitlers Neffe und macht es deswegen. Korrekt. Das ist so Nisa-Version. Kinder, perfekt. Wirklich perfekt, bereit. Wirklich. Das tut so immer, aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wirklich perfekt, war genau richtig. Aber ich kann es ja nicht so erklären wie er. Nein, und habe so diese, diesen Durchblick. Genau richtig erklärt, aber das Witzige ist, wir können das ja auf beiden Seiten drehen. Das Problem ist, ich liebe Russinnen des Todes. Wenn irgendeine Russin mich auf offener Straße anspricht und sagt, mein Name ist Natalia, ich sag sofort ihre Daumen. Weißt du, was ich meine? Ich liebe sie einfach. Denkst du, du wirst eine Russin heiraten? Ich wünschte eine Tschetschenerin, das wäre der Jackpot. Ja, boah, die nee, du kannst eine Tschetschenerin nicht heiraten. Einzelkind. Aber wir haben jetzt doch noch einen Vater. Ein tschetschenisches Adoptivkind. Ich will's adoptieren. Ja, genau. So diese Woody Allen Story. Ja, genau, der hat ja seine Stieftochter geheiratet. Genau, so mache ich das ja, auch. Ja, das finde ich gut. Ich adoptiere eine Tschetschenerin. Ja, okay. Das ist ja aber so mit schon, aber schon ausgewachsen. Ja, genau. Auf jeden Fall, guck mal, wir können das zweierlei drehen. Das ist für ihn wieder als Firma interessant. Ja. Weil du musst es so sehen, dass wir können das so drehen, das ist ja die Story jetzt pro, wir verstehen ihn. Ja. Aber jetzt die amerikanische Perspektive ist, wir haben ja da mit der Sowjetunion verhandelt. Wir haben ja mit dem... Einem anderen Land. Korrekt, wir haben quasi mit der EU verhandelt. So, wir ist das aber wirklich ihr Argument? Ja, ja, das ist deren offizielles, also die sagen... Ja, das war die Sowjetunion, die ist ja nicht mehr da, also zählt der nicht. Das sagen die nicht. Warte, warte, ich sag's dir, ich sag's dir genau wie. Die sagen, das war ja die Sowjetunion, das war die EU. Und jetzt wird's interessant. Die sagen, es war die Sowjetunion, das war Gorbatschow. Und er sagt... No inch to the east, aber der Vertrag, den wir. Erstens gab es keinen Vertrag, es gab ja nur Blabla. Ja. Da hat Gorbatschow hier ins Hirn geschissen. Ja. Und dann sagt er aber, die Sowjetunion bestand ja nicht. Also der Nachfolgestaat, das Erbe des Staates, war nicht die Russische Föderation alleine, sondern Kasachstan, Belarus und Georgien. Belarus, Weißrussland. Genau, das heißt, diese vier waren die OG-Gründer von der Sowjetunion. Das heißt, juristisch betrachtet, können die Amerikaner sagen, ey, Junge, ihr seid vier Nachfolger, das ist wie ein Erbe. Genau, das heißt, und es, nur du machst ja Palaver. Genau, das ist die anderen sind ja, die sind ja nett. Das heißt, du hast vier Geschwister, der älteste Sohn. Und die drei sind auf unserer Seite. Genau, wir haben dir, dein Vater hat ein Haus gehabt. Ja. Und warum bist du nur derjenige, der auf dieses Haus Anspruch hat? Sondern die können ja auch machen, was die wollen. Und dann kannst du natürlich sagen, du bist ziemlich aggressiv, du großer Bruder. Hat schon seinen Sinn, dass die Kleineren zu uns wollen. Ja. So, deswegen auf dem Papier, für Putin ist das natürlich haarsträubend. Aber für die Amerikaner, die gucken sich das an. Deswegen hat es auch 9 Jahre gedauert, bis sie das mal gecheckt haben. Weil irgendwann war einer, we promised. But we promised to the Soviet Union. Ja. So, das ist jetzt, wenn wir das so... You're not the Soviet Union. Genau, wenn wir das so umdrehen, the successive states were four. Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia, Aserbaidschan. Genau, also und auch mit Ukraine war der Deal und die wollen. Und das genau, und dann ist es, ihr seid alle von der gleichen Firma. Es ist wie wenn VW jetzt kollabiert. Ja. Und wie so eine Aktiengesellschaft. Genau. Du brauchst mehrere Stimmen. Genau, weil mit der VW hast du jetzt zum Beispiel, gehört auch Lamborghini, Bugatti und so dazu. Okay, sowas weiß nur er. Genau, für ihn ist das jetzt, wenn wir das jetzt mit der EU machen würden, du machst mit der EU einen Vertrag, dass die, wir drehen das komplett. Russland hat ja auch so eine NATO, die nicht wirklich NATO ist, also so 5 Tadschikistan und so. Und Kirgistan. Genau, sowas. So. Das heißt, wenn jetzt die EU zerbricht und du sagst, du versprichst der EU, wenn sie zerbricht, machen wir keine Westerweiterung, meinetwegen. Und Polen und so sind raus. Dann ist natürlich die Frage, wer ist die EU? Ist es jetzt Deutschland, weil die am meisten gezahlt haben? Oder ist es Italien oder ist es Malta? Ja. So, das ist ja dieses Juristische. Das heißt, man kann es von beiden Seiten drehen. Wir können entweder sagen, ihr seid asozial, weil ihr euch angenähert habt. Oder wir nehmen die amerikanische Perspektive und sagen, wer ist überhaupt in der Sowjetunion? Ja. Das heißt, von beiden Seiten ist das so, deswegen kann man da 20 Jahre lang rumdiskutieren. Und es gibt keinen Vertrag. Also juristisch betrachtet, sagen die Amis... Also man kann in beide Seiten argumentieren, man sollte nicht eine Seite verteufeln oder so extrem hervorheben. Beides ist, okay, dann noch, ich habe noch eins. Glaubst du, dass die Amerikaner, also die amerikanische Regierung, in Afghanistan den Heroinhandel, den Opiumhandel beherrscht und kontrolliert? Immer noch, meinst du? Ja, und das ist auch ein Grund für die, für den Eingang nach Afghanistan, also warum die auch Afghanistan angegriffen haben. Boah, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Nein, es ist, Afghanistan ist so, weil, wie ist denn Bin Laden überhaupt entstanden? Woher kommt er denn?
die Bin Laden Story, die originale Bin Laden Story ist, Sowjetunion. Der kommt aus Wiesbaden. Also Sowjetunion hat Afghanistan angegriffen. Genau. Sieht man in Rambo 3. Rambo. Ja. Das heißt, Sowjetunion geht nach Afghanistan rein und die Army-Taktik ist immer dieselbe. Okay, wen können wir benutzen, um die? Die Sowjetunion sind ungläubig, also brauchen wir irgendwelche Kämpfer. Ja. Und da war dann der Osama Bin Laden, trainiert von den Amis, geh rein und bekämpft die im Guerillakrieg. Und dann haben die Taliban gegründet. Genau, und dann sind die Sowjets irgendwann raus, die Amis haben die Taliban fallen gelassen und haben gesagt, scheiß auf euch mehr. Und dann, Ex-Freundin, wenn du dich nicht mehr meldest, hart aggressiv, ja, sie findet dich. Genau. Und dann waren die abgefuckt und dann haben die da rumbombardiert. Aber warum jetzt wirklich Afghanistan, warum die da reingegangen sind, für mich ökonomisch, für dieses Heroin, was die da hatten, das hätten die auch mit einem CIA-Trupp hinkriegen können. Ich verstehe wirklich nicht den ökonomischen Nutzen, okay, von Afghanistan. Das hat richtig Ahnung. Es war wirklich nutzlos. Noch eine, weil mich wirklich dann an sich interessiert. Denkst du, das Amiland, also die CIA, hat Crack in den Ghettos bewusst verteilt, um da alles zu destabilisieren? Voll. Ja? Voll. Was denkst du? Also bewusst, dass der Staat... Ich bin da gar nicht drin. Ich höre das zum ersten Mal. Ja. Ich auch, Mann. Aber ich weiß, ich glaube jetzt nicht wirklich dran. Ja. Aber ich höre das zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, ich wollte wissen, wo wir damit hingehen. Warum sollten die das machen? Ja. Es gibt eine Doku, eine These, dass die Alkoholfachgeschäfte also in die Ghettos extra eröffnet haben. Die haben extra den Weg geebnet, dass sie dort viel Alkohol verkaufen können in den Ghettos. Aber warum machen die das? Warum wollen die schwarzen Arm halten? Ja, aber dann kann man ja das gleiche Argument nehmen wegen den Indianern. Warum leben die immer in so Reservaten und so weiter und so fort? Die gibt man immer so Stütze, dass die immer arm bleiben, Penner. Und das ist ja auch Alkohol. Ja, aber da ist die Frage... Was ist der ökonomische Nutzen? Weil wenn man so ein Wirtschaft... Also da, wo Armut ist, ist immer Alkohol und Drogen. Ja, okay. Ob es jetzt in Indien ist, ob es im Iran ist, so. Aber ich glaube, die These ist, dass die CIA das gemacht hat, weil man halt viel Geld mit Crack verdient in der Hood. Weil ja, alle dealen Crack. Ja, aber das meiste Crack, das ist genauso wie damals, als ich 16 war, in so einer Arbeitsamtmaßnahme. Und dann hat so eine blonde Dame gesagt, oh mein Gott, du siehst aus wie so ein Krimineller zu einem anderen Klassenkamerad. Dann sagt er so, ja, ich bin ja auch aus Schelmgraben, so ein leichtes Ghetto damals gewesen, vor 20 Jahren. Und dann hat er zu ihr gemeint, wie kommst du da drauf? Sag ich, weil du da wohnst, du bist ja so kriminell. Dann sagt er so, hör mal zu, ich brich bei dir in Sonnenberg ein, nicht bei mir, in der Hood. Ja. Kann ich auch bei mir selber einbrechen. So, jetzt kommt's, das Beispiel will ich nehmen. Warum will man das selber machen? Ja, Geld, weil eigentlich der meiste Kokainverkauf geht nach Manhattan und nicht in den Ghettos. Ja, da denkst du aber, bei so riesen Drogenhandel ist der Staat involviert? Das sagt man ja oft, weil man sagt, die könnten das platt machen, wenn sie unbedingt wollen. Ja, nee, aber eine Sache ist wichtig. Warum, ich glaube es zumindest zu wissen. Ich weiß nur, ich habe hier so eine, angeblich, also der Lex Friedman und Joe Rogan haben den überprüft, ja, also muss ich das einfach glauben. Ich habe hier so einen Podcast mit so einem... Aber Lex Friedman ist ein guter Typ. Genau, der ist ja ein Nerd, der überprüft das. Das heißt, in seinem Podcast war so ein CIA-Agent, ein ehemaliger, der dann da ausgetreten ist, hat 10 Jahre gewartet und jetzt redet er über seine Zeit. Und den habe ich auch interviewt. Vitamin X-Folge, glaube ich, 168. Da habe ich den auch interviewt. Ja, eins. Kannst du mal kurz gucken, welche das war? Welche auf Folge? Englisch? Ja, ich habe auf Englisch das aufgenommen. Und CIA ist wichtig. CIA sind nur staatlich ausgebildete Kriminelle fürs Ausland. Das heißt, ein Spion. Was ist denn das? Also, du hast dein Land, du hast deine Grenzen und hier versuchst du deine Gesetze durchzusetzen. Dann kannst du ja die Polizei hinschicken. Das Problem ist aber... Oder wenn es staatsübergreifend ist, die FBI. Genau, nee, FBI ist auch intern, ab dann ist Interpol staatsübergreifend. Okay. Ich rede von Amerika. Wenn es ja dann über die Staaten hinausgeht, ist dann nicht die FBI. Ach, die Staaten. Ja, die Staaten, ja, da ist korrekt, die FBI. Korrekt, von den Federal. Staaten. Korrekt, genau. Wenn du von Texas abhaust nach Alabama, dann ist die FBI zuständig. Korrekt, genau. Ja. Aber wenn du dann da rausgehst, dann kann es dann... CIA. Genau, dann kann dich nur noch Russland und Iran retten. Steven Seagal. Genau, du haust ab, dann bist du safe. Aber jetzt kommt's. Jetzt gibt's aber den folgenden Fall. Du hast zum Beispiel Kriminelle in Iran, wo du zum Beispiel euer Atomkraftwerk kaputt machen willst. Das ist jetzt außerhalb deiner legalen Mittel. Genau. Das heißt, die Spione sind quasi, wir trainieren ihn, wie man die lügt. Die nehmen dann auch Iraner?
Genau, du nimmst Iran, weil das ist ja das Geile bei Multikulti in den USA. Du guckst quasi Bewerber, staatliche Bewerber, wer spricht iranisch, wer identifiziert sich, weil das ist das Krasse bei Amerikanern. Das ist ja das integrationsfreundlichste Land. Wenn jeder sagt, der ist Ami. Jeder ist Ami. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, während deiner Zeit bei den Amis, ich war so positiv begeistert und überrascht, auch bei den Malen, wo ich da war. Die amerikanische Bevölkerung, zumindest die, die wir kennengelernt haben, haben ja nichts mit der Regierung zu tun. Ja, die scheißen ja hart da drauf. Die wissen gar nicht, was das ist. Ja, die werden auch so die haben auch gar nicht das Interesse, sich da zu erkundigen, weil die ja so indoktriniert werden und trainiert werden. America is the greatest, so, die weinen, wenn die Nationalhymne läuft, die heben ihre Fäuste, die sind so voll da drin. Soldaten werden heroisiert. Ja, genau. Aber genau. Das andere ist ja, wenn du hast, also wie diese CIA ja ursprünglich entstanden ist, so Firmen kommen zu dir und sagen, hey, wir haben ein Problem in Iran, das ist das beste Beispiel, die lassen uns die Rohstoffe nicht mehr so ausbeuten. Vorher haben wir 90% der Umsätze gekriegt, jetzt wollen die Iraner auf einmal mehr, der muss. Oh, das ist aber scheiße. Genau, so, das hast du ein Problem, wir kommen zu dir, ey, the American wealth is in trouble. Because, welche Nummer ist das? 162, genau. Das war diese CIA-Folge bei Vitamin X. Aber dann hast du ja ein Problem. Das heißt, du kannst eigentlich nichts mehr machen. Aber stattdessen kannst du sagen, okay, der Präsident ist das Problem. Und das war zu einer Zeit, wo du ja Kommunismus ja hast. Das heißt, der Staat muss ja die Rohstoffe wegnehmen, damit er die Fähre an das Volk verteilen kann. Das heißt, jetzt hast du das Problem, dass du nicht FBI hinschicken kannst. Du kannst nicht deine Polizei hinschicken. Das heißt, du musst ja jetzt Leute ausbilden, die du dafür ausbilden musst, die fremde staatliche Polizei zu besiegen. Ja. Das heißt, du trainierst quasi Kriminelle, wie sie lügen, wie sie manipulieren, wie sie das. Das sind ja Spione. Die schickst du dann dahin, dass die Freunde machen. Am besten können die sogar iranisch, um dann irgendwie zu versuchen, den Schah oder den Präsidenten oder zu stürzen. Oder du machst es noch einfacher und lädst einfach den König paar Mal zu dir ein. Das ist einfachste. Und gibst ihm einfach alles, was er will und was er sich jemals gewünscht hat. Und dann verrät er sein Volk. Und genau. Machst eine Parade, die nur ein eigener Präsident eigentlich bekommt. Mega gut. Richtig gut. Er bekommt dann hier Kindergartenkorb 1 bis 3. Epstein noch so eine Kamera hin. Okay, wenn du jetzt uns jetzt die Ölfelder gibst. I believe I can fly läuft. I believe I can fly. I wanna pee on you. Nee. Das kommt da drauf. Und der schlimmste Fall, den es eigentlich jemals gab. Boah, du hast gerade so einen guten Punkt gehabt. Oh, ich hab's vergessen. Oh Gott, ich heule gerade. Was hast du? Kannst du es nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Du lädst einen ein, gibst ihm eine Parade, als ob er ein König wäre. Ob er eigener Präsident wäre. Mexiko, bestes Beispiel. Also, das ist ja der Move 1. Aber bei Afrika und so, das war jetzt zum Beispiel bei Lumumba oder so, ist immer dasselbe Spiel bei Gaddafi. Es ist immer, hey, unsere Rohstoffe, wir wollen die fair verteilen. Dann killst du ja die ganze Supply Chain von dem Ausbeuten, solange bis du ein iPhone kriegst. Das heißt, diese ganzen, da gibt es 1000 Schritte, bis ein iPhone entsteht. Ja. Dann kannst du ja nicht jedem Mindestlohn zahlen, sonst kostet das iPhone am Ende 25.000 und du verkaufst wenige davon. Das heißt, damit das Teil hier 600 Euro kostet, muss ja dieser ewige Staffellauf, darf ja jeder nur ein paar Cent verdienen. Zum Beispiel bei Halbleitern und sowas. Das heißt, wenn so ein Patrice Lumumba oder irgendein Kongolese sagt, ey, wir wollen für unseren Kobalt das Zehnfache, dann rentiert sich das ganze Rattenschwanz nicht mehr. Deswegen ist das so wie so ein Domino-Day. Und wenn ein Afrikaner dann stresst oder ein Gaddafi, dann funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette nicht mehr. Das heißt, wir brauchen deinen Stahl, den Stahl bringe ich dir. Und das muss alles immer günstig sein, damit wir am Ende noch halbwegs Profit machen können. Ist das, kann man davon ausgehen? Ah nee, erzähl jetzt mal weiter. Ich sehe, dass du jetzt hier weiter sehen würdest. Genau. Und das Wichtige ist bei Ländern, wir haben ja noch die Attacke, es gibt ja diesen IMF und World Bank. Ja. Das heißt, es gibt die Weltbank, die quasi armen Staaten Entwicklungskredite gibt. Also die sagen, hey Leute, ihr seid ziemlich arm. Wie wäre es, wenn wir euch diesen Kredit geben? Damit könnt ihr neue Infrastrukturprojekte oder Kraftwerke bauen. Das erhöht euer Wirtschaftswachstum. Und mit dem, was ihr dann mehr verdient, davon gibt ihr uns was ab. Und damit zahlt ihr die extra Zinsen ab. So funktioniert das Gespräch, wenn du jetzt so aber einen... Aber die Zinsen sind Kredithaie. Genau, es ist Kredithaie. Ja, aber die Zinsen sind so hoch, dass man die niemals zurückzahlen kann. Niemals? Genau. Niemals im Leben. Exakt, die sind so hoch angesetzt, aber die begründen das ja mit Träumen. Das heißt, du bist jetzt der Afrikaner, der keine Straßen hat. Dann sage ich zu dir, I'm gonna get you some good streets, here's your loan, and then you repay them with a debt of 5%, increasing every year where you don't pay them. So funktioniert diese Schuldenfalle. Ja. Und wenn sie nicht deswegen zahlen können, sind Kredite auch was Schlechtes und man sollte sich niemals darauf einlassen. Zinsen, eine der größten Sünden im Islam. Und wenn sie nicht zahlen können, so dann müssen sie ja irgendwas mal bringen, weil dann kommt irgendwann der Druck, die Mahnungen und dann gib mal deinen Flughafen.
Menschen. Bam. Und dann hast du schon Wirtschaft wieder in diesem Land. Und dann kommt der, und dann kommt der. So liebe ich dich. Heftig, ganz genau. Und dann kommt der, und das zweite, der Schuldeneintreiber ist die IMF. Das heißt, die IMF sagt, okay, wir haben gesehen. Wer ist die IMF? International Monetary Fund. Das ist quasi der Gerichtsvollzieher der Welt. So. Welche Religion haben die Besitzer davon? Nur so. Aber okay, dreht weiter. Ich glaube, da hat der Kanye einen richtig guten Podcast dazu. Okay. Weil, und dann geht er hin und sagt dann, hey Leute, ihr seid im Verzug, gebt uns mal die Straßenerbe und so kommst du nie wieder da raus. Und das, ich habe nichts gesagt. Ja, ja, aber das Faszinierende ist, wo das entstanden war, war auch wieder in, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben die Amerikaner gesagt, hey, wir machen jetzt eine weltweite Ordnung. Wir wollen nicht mehr, dass ihr Kolonien und sowas habt, sondern wir kontrollieren jetzt alles. World Bank, alle haben das unterschrieben auf der Welt, außer die Russen damals. Ja. Weil die Russen haben gesagt, hey, das ist doch einfach nur eure Kredithaie ausgefahren. Wir brauchen das nicht, wir machen das selber. Und das perverseste Beispiel war bei Mexiko. Weil bei Mexiko, die haben ihre eigene Ölproduktion und so. Die waren eigentlich immer schuldenfrei. Ja. Und das ist natürlich ein Problem aus amerikanischer Perspektive, wenn du einen Nachbarstaat hast, der wirtschaftlich unabhängig ist und dein Land ist voller Rassisten, damals ja noch. Das heißt, wie schaffe ich es, Mexiko in diese Debt Trap zu bringen? Und dann kam sein Beispiel. Dann haben die diesen einen mexikanischen Präsidenten geholt, auch Bitches, Kindergartenkopf, bis er einmal diesen IMF-Kredit genommen hat, obwohl er es nicht gebraucht hat für Mexiko. Warum hat er das dann genommen? Weil korrupt. Die haben gesagt, wir geben dir das und wir geben dir jetzt noch diesen Kredit. Die haben mit seinen Träumen gespielt, wie du gesagt hast. Aber da waren keine Träume. Und erstmal, und guck mal, das Schönste, was es auf der Welt gibt, außer Geld, ist Anerkennung und Liebe von vielen Menschen. Und Ruhm. So, wenn du als Präsident plötzlich die Möglichkeiten hast, deine ganze Infrastruktur zu ändern, wo du den Leuten Straßen gibst, gute Werke, dann bist du hier der Held. Du gehst ja, egal ob du stimmst, du wirst ja nie wieder vergessen. Aber dann kommen die Sachen ja im Nachhinein. Das dauert ja ein paar Jährchen. Und das Bittere ist bei Mexiko, du bist nur 5 Jahre Präsident, dann bist du raus. Du kannst nur 5 Jahre, es gibt keine zweite Amtszeit oder so. Boah. Das heißt, du bist eh nur da, das heißt, die Amerikaner ist voll einfach. Hey, du bist danach eh weg. Wir geben dir jetzt hier ein schönes Haus, hier in Texas. Nimm nur diesen Kredit. Weil wenn du einmal diesen Kredit machst, der Rest läuft dann von alleine. Weil denk dran, wenn du für dein Land einen Kredit aufnimmst, das ist ja, du bist zwar weg, aber dein Land behält diese Schulden. Und das geht dann immer weiter und dann kommt der IMF. Das heißt, und so das ist kein Privatkredit an die Person, sondern an den Staat. An den Staat. Der nichts übernimmt es. Ganz genau. Genau. So lange. Oder es gibt eine Krise und dann sagt ein Land, zum Beispiel A oder B oder C, ey, zurzeit geht's mir nicht so gut, übernimm du mal meinen Kredit. Wow. Das heißt auch. Dann wird er zurückgezahlt. Das heißt auch, mit diesem System werden auch künstlich Konflikte geschaffen, weil solange die wollen eigentlich so gesehen, könnte man das sagen, das wäre ja auch eine Verschwörung theoretisch, dass solange sich Staaten bekriegen oder so, läuft, rollt der Euro, platt gesagt. Das heißt, auch wenn wir uns das alle wünschen, das wäre von uns allen der Traum. Diese Banken, also das ist jetzt der Blickwinkel, wollen zum Beispiel gar nicht, dass es in Israel und Palästina jemals Frieden gibt. Obwohl wir uns das alle wünschen. Richtig? Weil es fürs Geschäft schlecht wäre. Kann man das so sagen? Bin ich jetzt nicht drin. Wäre das fürs Geschäft schlecht, wenn die Frieden hätten? Wäre. Naja, eigentlich sogar für aus der. Also denk dran, fürs Geschäft ist es nur gut, wenn jemand anders stirbt. Und jemand anders ist bezahlt. Nur dann ist es ja köstlich. Und bei Israel ist es ja deswegen so verfickt, diese Situation, weil die ja in so einer jämmerlichen Situation sind. Also geografisch kannst du da ja nicht wirklich eine Bevölkerung, die ist ja nicht zum Expandieren gedacht. Das ist ja nur so ein kleiner Fleck. Ja. Das heißt, dieser Israel-Palästina-Konflikt kann eigentlich nur damit enden. Also angenommen, USA sagt, wir scheißen auf euch, Israel. Und Saudi-Arabien, das war ja ein faszinierende Kombo von Ereignissen. Mhm. Saudi-Arabien wollte sich mit Israel zusammenschließen, aus Angst vor dem Iran. Weil Iran ist eigentlich übermächtigster dort mit Türkei zusammen. Ist Iran, kann man das so safe sagen, dass Iran und Türkei die mächtigsten Staaten im Nahen Osten sind? Ja, Türkei noch davor, ja. Türkei ist mächtiger als Iran? Ja, locker. Weil die haben die bessere Bevölkerungsdemografie und die Geografie einfach. Also, wenn du im Iran... Von dem Standpunkt her. Genau, und wenn du im Iran... Allein der Dingkanal. Allein der Bosporus. Istanbul, genau, wenn die daraus eine Insel machen, die sind genau in der Hälfte von Europa und Asien. Also so ist ja das Osmanische Reich reich geworden, durch diese Grenzgebühren. Bei Iran, die haben ja diese Schwachstelle, dass die nur aus einem Ort ihr Öl rauskriegen, diese Straße von Hormuz. Wenn du da ein Schiff hinblockierst, ist Iran quasi ausgenockt. Okay. Aber Saudi-Arabien wollte Business mit Israel machen? Genau, aus Angst vor Iran, weil die wissen, Iran ist übermächtig in jeder Hinsicht. Ja. Und du musst dir überlegen, die spielen ja seit fast 30 Jahren mit Handicap. Muss ich vorstellen, das ist Usain Bolt, der
10 Sekunden für die 100 Meter braucht, aber der hat so Zementschuhe und Zementfüße. Weil dadurch, dass die so viel Hirnschmalz verschwenden, um diese Sanktion zu bekämpfen, dass wenn die nicht Schwarzteile hätten, von Russland kaufen für Flugzeuge für Inland so. So, und genau. Wir kriegen das trotzdem hin. Kriegen es trotzdem hin. Die Iraner sind Füchse. Du siehst doch hier den Grandmaster. Ja. Das heißt, die sind dann da. Grandmaster Fox. Hundertprozentig. Die Iraner sind die OG-Arier. Ja. Das heißt, die sitzen dort. Wie? Keine Bank? Brauchen doch keine Bank. Wir machen unsere eigene Bank. Funktioniert zwar nicht, aber wir werfen mit Goldbarren. Und dann schaffen die trotzdem die Sanktionen da zu besiegen. Schicken dann sogar noch Russland Waffen. Keiner weiß wie. Ich weiß doch einmal, als diese Demos jetzt die ganze Zeit waren, sagt irgendjemand so, ey, seid ihr euch sicher? Also da fordert jemand, ey, ihr müsst mehr Sanktionen fordern. Da hat so ein alter Iraner gesagt, wie viel denn noch? 30 Jahre? Das macht auch nichts mehr schlimm. Haben die auch gesagt, bring alle Sanktionen gleichzeitig. Okay. Und die waren sogar so Gangster, die sind die erste Nation seit locker seit 70 Jahren, die ein Kriegsschiff in den südamerikanischen Bereich geparkt haben. Es gibt so ein iranisches Kriegsschiff, was einfach in Brasilien parkt jetzt gerade, weil die einfach so ihre Sachen transportieren. Du scheinst ja sehr viel Ahnung dazu haben. Ich liebe das. Mich interessiert das hier. Krass, dass der so voll da drin ist. Ja, politisch, ist schon das voll interessant. Ich liebe das. Guck mal, alle wissen ja, die beste Lösung für den Konflikt von Israel und Palästina wäre einfach Zweivölkerstaat. Ja. Das wollen die sogar alle. Wenn doch alle diese Meinung haben, warum geschieht das nicht? Ernst jetzt. Warum passiert das einfach nicht? Warum sagen die nicht, ey? Oder warum werden die nicht ernsthaft ein Land? Wäre das nicht gut? Ja, es wäre schon gut, aber ich sag dir, was das Problem ist. Oder nicht? Sagen, ey, wir sind ein Land. Gibt kein Beef mehr. Komm. Wir sind alle gleich. Ja, komm. Dann machen die so wie ich und du jetzt. What's up? For a moment like this. Ja. So, dann kann was ich sagst mich, du jetzt als Politikexperte? Ja, dann kann ich mich auch wieder bei denen einschleimen. Nein, das will gut mit denen sein. Ach so, du willst. Ach so, das ist das Ganze. Ja, ich interessiere mich nur für den Konflikt, weil ich mich bei denen einschleimen will. Der einzige Weg, wie aus dieser Scheiße wieder rauskommt, ist, wenn er den Israel-Palästina-Konflikt löst. Ja, ich will den lösen. Und dann gehe ich und sage, ich komm, verzeiht mir, Mann. Seid doch nicht so nachtragend, Alter. Ey, das ist richtig pervers. Ja. Weil du musst ja einfach nur gucken, was bringt dir ein Land, wenn du nicht expandieren kannst. Das heißt, das Land an sich, die Leute sind so eng beieinander auf beiden Seiten. Ja. Das heißt, wenn die zusammen fusionieren würden, das Land an sich kann sich nicht selbst versorgen, dieses israelische Land. Klar, ist heilig und so. Aber kann sich doch weiter versorgen, so wie jetzt, nur die nehmen noch die kommen mit den anderen zusammen. So meine ich. Genau, aber die wollen, dass das unter einer staatlichen Obhut bleibt. Das heißt, so wie das ja vorher war, wie dieses ganze Ding überhaupt entstanden ist, weil nur Großbritannien haben das kontrolliert. Ja. Du weißt noch den Typ mit dem Schnurrbart? Großer, weiß, wen ich meine. Mit dem Seitenschattel, der Feature mit Kanye West gemacht hat. Ja, genau. So, die haben die alle da hingeschickt. Ja. Und dann auf einmal gab es sogar, richtig interessant für die Leute, die das googeln wollen, Havara-Abkommen hieß das. Ja. Das war von den Nazis und der jüdischen Vereinigung, der Jewish Agency damals, 33, direkt als Hitler an die Macht kam. Die haben nur gesehen, hey, wir Zionisten wollen einen eigenen Staat haben. Ja. Das war wie damals, wie heute quasi die Kurden, die einen eigenen Staat haben wollen. Ja. Und dann sind die damals zu Hitler gegangen und gesagt, ey, du willst die loswerden. Wir wollen einen eigenen Staat. Die haben mit dem geredet? Ja, ja. Es gab ein Abkommen. 1933, kann man googeln. Havara-Abkommen. So ist die Stadt, wo die das gemacht haben. Wo die dann quasi zahlungskräftige Juden von Europa und Deutschland exportiert haben und extra nach Palästina hingesiedelt haben. Und da war, soll Hitler involviert gewesen sein? Hitler hat das unterschrieben. Er kann es googeln, der Dulli. Ja, warum hat er das? Aber der hat sie doch so gesehen verraten, wenn er so viele gekillt hat von denen. Nee, das war ja am Anfang noch. Er wollte ja am Anfang, denk dran, der Urplan war einfach nur evakuieren. Die wollten die sogar alle nach Madagaskar bringen, der Ursprungsplan. Der Ursprungsplan war ja... Das klingt ja total verrückt, Alter. Ja, der Ursprungsplan ist... Hab ich noch nie gehört. Ja, ja, Havara-Abkommen, du hast es, ne? Genau, die wollten die eigentlich nur loswerden. Das heißt, dieser letzte Part, das ist auch richtig interessant. Gar nicht rassistisch so. Ey, wir wollen die loswerden. Genau, die haben das gesagt, ist so gar nicht menschenverachtend. Wir wollen einfach nur... Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Ja. Ihr seid auch willkommen, aber da drüben. Ja. Und dann haben die da quasi deportiert und dann abgeschoben, mehr oder weniger. Und dann sind die dahin, und bis sie dann die Mehrheit hatten. Das heißt, die Palästinenser haben die ja alle aufgenommen. Und dann waren da so viele jüdische Flüchtlinge irgendwann, dass dann die Briten ihr Mandat zurückgezogen haben und dann steht immer so ein Machtvakuum. Und dann ist der Moment. Kam da diese Nachbar dann auch in der Zeit? Und dann kam alles dazu. Ja. Haben die es ausgerufen und seitdem ist dieser ewige Konflikt. Und wie gesagt, ist richtig dreckig. Ist richtig traurig, wenn man das anhört. Aber was ich nur interessant finde, ist, wie die Medien es schaffen, das super einfach zu erklären. Aber das andere... Aber da scheint ja voll viel... Da sind ja so viele Strömungen an Informationen
Konflikte, Verträge und Sachen, die im Hintergrund geschehen sind, da glaube ich, da könnte man so 8 Folgen Podcast drüber, das ist ja voll komplex. Das ist übertrieben komplex. Das ist so, auch wenn du mit so Iranern redest, die politisch sehr aktiv sind und die erklären, weil guck mal, für uns ist das immer simpel erklärt. Ja, der Schah wurde gestürzt, dann kam da diese islamische Revolution, dann, das ist so in so Info. Wenn du aber mit einem Iraner redest, der sehr politisch aktiv ist und der erklärt dir, was alles geschehen ist, dann denkst du dir, boah, ja, das ist so voll der Mindfuck, was? Ja, dann weißt das du, ist gar nicht so simpel, weißt du? Ja, dann weißt du, dass das schon mal 3 Mal vorher probiert wurde, ja. Dann hier Europäischer Gerichtshof, Akten verschwinden lassen, deswegen nochmal landen lassen. So. So, und krass. Ja, Medien sagen ja auch nur so, ey, Taiwan wird angegriffen jetzt von China. Ja, genau. So. Du hörst ja nur das. Genau. Guckst immer nur ein Schlüsselloch rein. Ja. Und dann, aber die Taiwanesen, der Staat besteht ja jetzt seit 100 Jahren. Krass. Ja. So, die sind ja auch emanzipiert jetzt von China. Die sind ja eine eigene Bevölkerung mit, also dass die, man hat ja auch gesagt, wenn du jetzt mit einem Taiwanesen redest, die selber jetzt, die sagen nicht mal mehr, wir sind Chinesen, wir sind Taiwanesen. Also die sehen sich als eigenes Land und das geschieht ja immer, wie Pakistan sich von Indien abgespalten hat und dann Bangladesch nochmal von Pakistan. So irgendwann nach einem gewissen Zeitpunkt ist wie wenn ein Paar lange genug geschieden sind. Dann gehören die einfach nicht mehr zusammen, die fühlen sich auch nicht mehr verantwortlich für den anderen. Dann musst du es so gesehen akzeptieren, aber China ist so wie dieser Ex, der seine Frau nicht verlassen will. Der will die so zwingen. So ein Salim und Nisa. Ja, genau. Das ist so eigentlich dasselbe, aber beide können nicht glauben. Bin ich wirklich so? Nein, ich bin doch nicht so, Alter. Ich bin doch eine frische Insel. Aber China wird ja, guck mal, Hongkong geht ja in China, ist ja sogar in China zurückgegangen, ne? Und bald komplett wieder integriert. So, aber wie ist mit Taiwan? Wie denkst du, wird es da ausgehen? Niemals, da wird gar nichts passieren. Ich glaube, die werden nichts da machen. Gar nichts. Weil es löst. Aber warum besteht China außenpolitisch darauf, dass das auch nur als Teil von China anerkannt wird, sonst. Ja, das ist halt so dreckig. Das ist eigentlich voll genial. Eigentlich wegen den Mikrochips, oder nicht? Genau, Mikrochips ist auch geil, das stimmt. Mikrochips ist auch richtig. Also Mikrochips ist quasi das, der Gipfel von unserer Globalisierung, Arbeitsteilung. Genau, aber das ist ja was Taiwanesisches. Genau, profitiert die chinesische Regierung davon, dass Taiwan, oder profitiert davon nur Taiwan? Taiwan, China sind die größten Handelspartner. Also China. Das heißt, dieser Beef ist China hat ja die Mikrochips und Taiwan. Beide. Ach, beide? Beide. Ja, okay. Aber wenn es nur einen gehört, dann kannst du die Preise bestimmen. Moment, langsam. Noch oder? Noch einen kurzen zwischen. Finde ich gut, kurzen. Bei diesen Chips gibt es 3 verschiedene Kategorien. Es gibt einmal diese 8 bis 10 Nanometer. Dann gibt es die, also es kommt auf 1 zu 1 auf die Größe an. Umso kleiner der Chip, desto komplexer ist er. Das heißt, die teuersten Hochleistungschips, die haust du in iPhones rein, MacBooks, alles, wo es klein und hochleistungsfähig sein muss. Die mittleren sind sowas wie Laptops. Diese alten Laptops, diese ThinkPads und sowas. Und diese großen, die gibt es in Fernbedienung oder so sprechende Tassen und so ein Scheiß. Das heißt, diese Rotz-Chips, diese großen, die produziert China. Diese mittleren, diese. Also Taiwan sind die Motherfucker in dieser Sache. Taiwan sind die Bugatti Lamborghini Chips. Haben die das geschafft? Mit den das so kleine, weil die kleine Hände haben. Das ist der Spruch des Tages. Das ist es. Das ist der Spruch. Ey, das war das Schlusswort. Weil es auch die Wahrheit ist. Das ist genauso. Kleine Finger. Ja. Es ist unfassbar, die Storys. Okay, aber jetzt meine Frage an dich, und du scheinst ja auch gute Thesen zu haben. Warum will China, die sind das größte und mächtigste Land, kann man so sagen, per se, die haben eigentlich das Armeeland doch abgelöst. Warum bestehen die unbedingt darauf, dass diese Insel, nein, die muss zu uns gehören. Wenn die nicht wollen, lass sie doch. Oha, ist richtig bitter. Willst du die wirklich die Antwort haben? Ja, wirklich ernst. Okay. Weil das mich interessiert und weil ich es krass finde, was für ein Wissen, das ja jeder. Okay, also, ich bin ja, merk's ja. Einfach nur neutral betrachtet. Ja. Man merkt auch, dass er gerne darüber redet. Ja, aber es ist einfach nur faszinierend, das zu sehen. Also, diese Lösung, die jetzt haben, ist eigentlich genial. Also, wie das entstanden ist, weil die hatten ja einen Bürgerkrieg. Ja, genau. Die Originalen, die gegen die Japaner gekämpft haben, das waren ja auch Nationalisten. Ja. Und dann kamen die Kommunisten hoch mit Mao. Das heißt, Mao kämpft gegen diese Nationalisten, angeführt von Chiang Kai-shek hieß der, glaube ich. Der verliert, verdrückt sich dann auf diese Insel. Ja. Dann will Mao diese Insel schon reinholen, um diesen Bürgerkrieg zu beenden. Genau. Und dann um kam, zu sagen, China ist eins. Genau. Ja. Wer kam dann dazwischen? Die Amis kamen dazwischen. Die haben gesagt, ey, nee, du holst dir diese Insel nicht. Aber was war deren Interesse? Jetzt kommt's. Das nennt man die First Island Chain. Weil denk dran,
Amerikaner haben ja noch ein Trauma von Pearl Harbor. Ja. Dass die quasi nur, denk dran, Amerika hat ja quasi, deren Bodyguards sind ja die Ozeane. Links ja. und rechts sind Ozeane, das heißt, du kommst nur hin, wenn du freien Zugang zu den Ozeanen hast. Und ja. China hat übertrieben viele Leute, viel mehr als Japan. Das heißt, wenn Japan uns schon bedrohen konnte, kann uns China doppelt bedrohen, in Kombination mit der Sowjetunion, die gerade unsere Gegner sind. Ja. Das heißt, wir müssen China, so entstand diese Contain China Policy. Weil wenn man jetzt eine Karte sieht, sieht man, dass wenn China von ihren Küsten raus will mit ihren Schiffen, müssen die durch Taiwan, durch Südkorea und durch Japan. Das, okay. ist, das heißt, die gehen durch einen amerikanischen Checkpoint. Das ist egal, aus den ganzen japanischen Inseln, Präfektur genau. Okinawa und so. Deswegen streiten ja. die, deswegen sagen die Chinesen, gib uns mal zwei von diesen Steinen, das sind wirklich nur Steine. ja. Die sagen dann, ey, dieser Stein gehört uns. Ja. Damit die wenigstens von da dann, weil jeder Stein, den du im Wasser hast, ja. kreiert 200 Kilometer eigene Zone. Das ist das UN-Gesetz der See. Das heißt, wenn du so einen Stein mitten im See hast, wenn das Cheyenne Land ist, ja. gehört 200 Kilometer drumherum. Wenn du da Erdgas findest, gehört es dir. Deswegen, wusste ich nicht zum Beispiel. Ja, deswegen kämpfen die, das ist der Ursprung des Konflikts zwischen Griechenland und Türkei. Ah. Die sagen, ey, diese ganzen Inseln gehören uns, nein, die gehören mir. Und deswegen sucht China die ganze Zeit, wenn die jetzt mit Schiffen oder so raus wollen, können die das nicht, ohne dass die Amis das überprüfen müssen. Okay. Es kommt Schiffen, die sagen dann, check, check, check. Und deswegen sagen die damals, wir sind die Chinesen auf dem Festland, sagen, wir regieren ganz China. Yeah. Und Taiwan sagt auch, wir regieren ganz China. Und Amerika tut so, als ob die Helden sind, dabei verfolgen die eigene politische Interessen und sagen, nein, lass doch die Taiwanesen in Ruhe. Tun so, als ob die die Bodyguards von denen sind. Aber ich habe ja eine Frage. Das hört sich ja alles natürlich sehr, sehr krass schlau an. Mega schlau. Wer hat das vor 100 Jahren, wer hat das alles so designt und so eine Architektur daraus gemacht, dass wir das so machen, dann haben wir die. Also das ist ja ein Riesenkomplex. Das ist genius. Weil ich weiß, was du meinst, dass jemand schon diesen Weitblick hatte und gesehen hat, nein, nein, das ist strategisch ein wichtiger Punkt. Diese Steine sind doch wichtige Punkte, die brauchen wir. Voll, also alles auch, diese ganzen Verträge und das mit dem Gold abkoppeln und so. Ihr dürft euch nur eine Sache niemals vergessen. Wir sind zwar jetzt 2023, haben Handys, haben Podcasts und so und denken, haben teilweise 20 Firmen, sind krasse Legenden, laden Videos hoch. Aber denk dran. Ja, aber denk dran. Von Leuten, mit denen ich eigentlich cool sein will. Genau, aber denk dran. Der Kontinent, die Kontinente und die Flüsse, die sind ja seit Anbeginn der Menschheit dieselben. Das heißt, die Landkarte ist ja immer dieselben. Das, worüber sich Putin jetzt abfuckt, darüber hat sich Ivan der Schreckliche seit Anbeginn von Russland genau dasselbe abgefuckt. Die Katharina, die Große, die Deutschen haben sich auch immer über dasselbe abgefuckt. Wir sind umzingelt von Nachbarn, die uns an die Wäsche wollen. In Iran, überall war dasselbe. Wir haben am meisten hier Gebiete. Wenn wir exportieren wollen, Handelswege mit China, müssen wir diese Knotenpunkte kontrollieren. Und dann wissen natürlich die Amis auch, die haben auch die Landkarte, die sehen, okay, China ist eine Gefahr. Allein schon, du guckst halt auf zwei Sachen. Du guckst auf die Bevölkerung, wie viel Bevölkerung haben die? Und dann kommt das Wichtigste, die Demografie. Das heißt, wenn du eine Pyramide hast, so wie das eigentlich sein sollte, viele junge Leute und dann immer nur wenig alte, heißt das ja automatisch, du hast ein riesen Militär, weil du ja riesen junge Leute hast und du kannst immer mehr davon Steuern kassieren, die können für dich Sachen produzieren. Deswegen ist Türkei ein Megaland der Zukunft. Das heißt, googelt einfach irgendein Land, wenn ihr die Pyramide seht, dann guckt ihr euch an, boah, geil, die haben viele junge Leute, Arbeitskräfte sind billig und ist inflationär. Das heißt, da kannst du geil investieren. Wenn du dieses Altersheim siehst, wenn ihr nach Japan geht, da ist das ja schon so eine umgedrehte Pyramide. Ah. Und dann siehst du, wie jetzt gerade in Deutschland ist ja das Problem, deswegen haben wir ja so Fachkräftemangel und so einen Scheiß, weil ja immer weniger, also es gibt weniger, es gibt 50-Jährige gibt es am meisten, dann gibt es 40-Jährige noch weniger, es ist wirklich eine umgedrehte Pyramide. Das heißt, wir können ja gar nicht die Leute, die in Rente gehen, nachfüllen. Genau, deswegen, und dann wird auch hier noch immer das traditionelle Familienbild schlecht geredet. Genau, das ist der Todesstoß. Das heißt, wenn du es aus polnischer Sicht siehst, die Polen haben auch keinen Bock auf Homos, weil die sagen natürlich, also alle, die im Osten Europas... Das heißt, ich und Schein könnten niemals in Polen leben. Doch, top, die lieben das. Ach so, ja, doch, ja, also... Weil wir ein Paar sind. Ja, dann Perücke vielleicht. Perücke. Ja, okay. Ich habe eine wichtige Frage zu dem anderen. Warum soll ich dann diese Rente jetzt bezahlen, wenn die sowieso nicht da kommt? Überhaupt nicht bezahlen. Wir müssen auswandern, das sage ich doch die ganze Zeit. Wir müssen verschwinden. Der bringt immer irgendwie sein rein, worum er Geld ausgeben will. Der will Geld verdienen. Ja. Nein, er hat sowas von recht. Ja. Weil das Rentensystem. Und ich frage so, warum will China Taiwan? Und außerdem finde ich es auch unfair. Sagen wir, ich zahle 20 Jahre die Rente ein und dann sterbe ich. Warum kriegt das nicht meine Familie? Warum wird das einfach wieder in die Steuer... Das ist nicht mal für die Steuern. Das ist wirklich... Ihr kennt doch Bernard Madoff. Bernie Madoff, dieser Schneeball... Weißt du, wie ein Schneeballsystem... Ich kenne Bernie Mac, Alter. Ja. Bernie Mac, es war auch richtig geil. Also das ist ja wirklich... Schneeballsystem funktioniert ja so, dass wenn du... wenn ich sage, ich habe voll die geile Investition, ich lüge einfach, dann nehme ich von euch Geld und verspreche euch 10% Rendite, obwohl das keiner andere anbietet. Dann gebt ihr mir euer Geld...
und sage, für jeden, den ihr mir bringt, kriegt ihr nochmal einen schönen Lolli. Und dann nach einem Jahr wartet ihr und dann kommt der Nächste und zahlt ein und mit diesen Einzahlungen bezahle ich eure 10%. Dann denkt ihr, laber, das ist ja voll der krasse Investor. Irgendwann geht es aber nicht mehr gut. Das geht so lange gut, bis alle auf einmal, zu viele auf einmal ihr Geld abheben wollen. Genau, weil dann gibt es nicht diesen einen, der verlieren muss. Er hat einfach das Rentensystem in 30 Sekunden erklärt. Genau, so funktioniert das Rentensystem. Und denkt dann, Bernard Madoff, es funktioniert nur so lange, bis du mehr Leute hast, die einzahlen, als die, die rausnehmen. Sobald du das nicht mehr hast, kollabiert das ganze System. Und weil wir mehr Leute, alte Leute haben in Deutschland? Viel mehr alte. Ja. Ich habe nur kein Wunder, dass ich immer dumm angeguckt werde. Ich hab nur eine Frage zu China. Die haben ja noch alle da gelebt. Das heißt, China will Taiwan haben wegen einem strategischen Punkt und Amerika will das verhindern, weil die auch diesen strategischen Punkt haben wollen. Korrekt. So, warum will Taiwan, aber warum sagt Taiwan nicht, ey, lieber bin ich cool mit Chinesen, weil wir ähneln uns, wir sind vom gleichen Schlag, ne? Wir sind vom gleichen Kerbholz und versuchen die eher anzupissen und dann mit dem, sag ich mal, Westen cool zu sein, obwohl die mit China mehr Gemeinsamkeiten haben. Warum sind die so? Warum sagen die nicht, komm, wir schließen uns China an? Die sind ja eigentlich Chinesen. Ja, das Ding ist folgendes, wenn du die Chinesen siehst, also die Chinesen, weil du vorhin gesagt hast, dass die Amerikaner übernommen haben, das glaube ich nicht. Nein? Die sind, glaube ich, fast schon im Todestraktmodus. Weil denk dran an diese also erstmal die Geografie, die haben ja 1,3 Milliarden, aber die können das ja nicht selber versorgen. Die müssen ja alles importieren. Energie aus dem Aber Osten. China ist 7-mal so groß wie Europa. Müssten die dann nicht alles haben? Nein. Das ist ja auch faszinierend, weil teilweise ist ja auch, das meiste davon ist ja Wüste. Das heißt, diese meisten Agrarflächen sind ja an der Küste entlang. Aber um dieses Land zu versorgen und zu bewässern, musst du Dünger und sowas ja importieren. Das heißt, die holen dann Phosphor, müssen die importieren, Stickstoff. Deswegen machen die sich in Afrika auch breit. Genau, die brauchen einfach von überall die Sachen. Das heißt, wenn USA den Schalter umlegen würde und sagen, wir blockieren jetzt einfach die Schiffe, weil die ja die ganzen Inseln kontrollieren, könnte China innerhalb von einem Jahr, würden da die Hälfte der Leute verhungern oder massenhaft auswandern. Deswegen ist das Volk auch arm wahrscheinlich. Erstens das und zweitens haben die apokalyptischste, also wenn du hier schon keinen Bock hast, in die Rente einzuzahlen, in China ist es noch schlimmer. Weil China hat drei Sachen, die vernichten für die Zukunft. Das siehst du an den Arbeitskosten. Dort sind jetzt die Arbeiter 1000-mal teurer als teilweise in Südamerika. Weil die haben ja vor 30 Jahren die Ein-Kind-Politik eingeführt, weil der Mao Zedong dachte, okay, die sind sonst so viele Leute. Plus, die haben ja in Rekordzeit industrialisiert. Denk dran, wenn wir auf dem Land sind, wir kennen das ja von unseren Eltern, da hast du 20 Kinder, weil das gratis Mitarbeiter sind. Die können einfach da rumchillen, die können für dich pflücken und sowas. Aber wenn du in einer Wohnung bist, ein Zimmerwohnung in Berlin, kannst du ja kein Kind leisten. Das heißt, Industrialisierung sorgt immer deswegen dann zu einem Abflachen von der Geburtenrate. Immer. Wow. Obwohl man denkt eigentlich, oder es verkauft wird, dass das ein wirtschaftlicher Fortschritt für jedermann ist. Ist es, aber auch wirtschaftlicher Albtraum. Weil auf der Farm versorgt sich das Kind von selbst, ist ein gratis Mitarbeiter. Und jetzt ist das einfach nur übertrieben teures Haustier. Ja. Und dann musst du das auch noch, jetzt geht Teil von deinem Gehalt, geht jetzt drauf für diesen Fressbatzen. Ja. Und deine Karriere. Und dann kommt noch obendrauf Gleichberechtigung. Die Frau will keine Kinder mehr aufziehen, sondern will jetzt auch eine Karriere machen. Und plus on top hast du dann noch so ein bisschen Nusret. Ey, Leute, du hast 20 Geschlechter. Ja. Und dann hast du quasi diesen demografischen Zerfall. Und in China ist all das... Durch die 20 Geschlechter sind ja auch Rebel Comedy entstanden. Familie kann man sich nicht aussuchen. Ja, genau. Und das Ding ist, dass du... Und in China sind alle drei Sachen, gleichzeitig passiert. Die haben industrialisiert, Kinder sind weniger geworden und Ein-Kind-Politik. Das heißt, jetzt haben die fast die höchste. Aber die haben die ja geändert, die Ein-Kind-Politik. Aber denk dran, wenn du... Nur weil die gesehen haben, dass Indien die überholt. Nee, aber wenn du jetzt... Wenn du 30 Jahre lang Ein-Kind-Politik hast, hast du jetzt keine 30-Jährigen mehr. Das heißt, jetzt haben die wirklich kaum mehr junge Leute und die haben dasselbe Problem wie in Deutschland. Das heißt, die leben ja eigentlich davon, importieren Maschinen aus Deutschland, produzieren dieses ganze, das, was du da hast, safe neben dir, diese Puppe, und die verschiffen die dann. Aber das Ganze funktioniert nicht mehr, weil da die Arbeitskosten explodieren. Also China ist noch ärmer dran. Und Russland ist sowieso arm dran, weil die auch die schlimmste Demografie haben wegen dem Zerfall der Sowjetunion. Das heißt, Türkei, köstlich, Pyramide, Südamerika sowieso. Sollten wir alle in die Türkei ziehen? Ja, im Iran gibt es auch mehr jüngere Leute als Iran, ältere. Also, das ist das Geile bei islamischen Ländern. Da wirst du ja, wenn du 30 bist und keine Kinder und Familie hast, wirst du sofort gepeitscht eigentlich. Genau. Du bist ja sofort gepeitscht. Du giltst ja auch so als Loser, wenn du nur ein Kind machst. Genau. Jeder muss so 9 Kinder machen. Minimum. Das heißt, du hast immer Pyramide. Ja. Mein Vater macht in jeder Werbung, wenn er einen Film guckt, ein Kind. Genau. Also
Es ist wirklich so, das ist kein islamisches Land. Zum Glück ist der gerade in Tunesien. Ja. Der Arme kriegt nichts davon mit, was denn so hier verzapft. Ich schwöre, der macht in jeder Werbung ein Kind. Das heißt, wenn Titanic im Fernsehen läuft, sind danach so 8 neue Akribenstars. Das ist wirklich so. Ja. Es riecht, mein Vater, mein Opa hat 15 Kinder gehabt. Wow! You can really dance? Wow, you can really dance. Dachte, ey, Scheiße, das ist der King, Alter. You can really dance. Salim, du bist echt ein Motherfucker, was Politik ist. Ich habe aber eine Frage. Ich kann mich erinnern, so als ich so 12 war oder 13. Ich muss auch urinieren, der hat mich inspiriert. Scheiße inspiriert mich in allen Sachen, selbst auf Klo gehen. So, 12, 13. Dann bist du irgendwann nach Hause gekommen und sagst, hey Papa, alle erzählen noch so gute Nachtgeschichten, die gehen immer mit ihren Kindern raus und erzählen denen so, wie der Baum so funktioniert, warum er so 100 Jahre alt ist. Warum erzählst du mir Politik? Voll. So mit 12, 13. Voll. Jetzt habe ich eine Frage. Bei mir war das so. Wie war es bei dir? Oder kamst du selber da drauf? Nein, ich kam todes selber da drauf. Todes, weil mein Vater hat es, also der hat nie über Politik und so geredet, der hat nur über Religion und so geredet, aber als ich das erste Mal im Studium eigentlich, sind wir darauf gekommen, weil da hatten wir diese internationalen Beziehungen. Ja. Und wenn du dann siehst, was für Verträge da 1803 gemacht wurden und die gelten immer noch, das ist wie ein O2-Vertrag, den du nicht kündigen kannst. Aber warum haben die damals kein Ablaufdatum gehabt? Das ist es ja. Wenn du es einmal nicht reinverhandelst, das sind wie diese Verträge von, weißt du, wo Scottie Pippen bei Bulls gespielt hat. Da hat er ja so 1 Million bekommen, aber dafür über 13 Jahre verteilt. Obwohl er mittlerweile 100 Millionen wert war, konnte er nicht mehr nachverhandeln und dann ist er so hart Hello Darkness. Krass. Weil denk dran, der Typ, der das unterschreibt, der weiß ja, dass er in 100 Jahren nicht mehr leben wird. Damals, jetzt 1803, der sagt dann, ja, so machen wir das. Das heißt, Türkei kann bis zum heutigen Tag nichts, kein Gebühren über Istanbul verlangen, weil die damals diesen Vertrag von Montreux unterschrieben haben. Und solange die das nicht ändern... Was ist dieser Lucien-Vertrag? Der war vorher. Das heißt, der Erste Weltkrieg, dann haben die Krieg geführt. Das war der erste Friedensvertrag. Dann ging der Krieg mit Griechenland weiter. Wann war der? 1923? Ja, 1923, 24. Jetzt sind 100 Jahre alt, genau. Ja. Und da haben die das gemacht, dann nachverhandelt. Aber läuft der nicht nach 100 Jahren ab? Das ist so ein Mythos. Das ist wie so ein... dass der angeblich nicht abläuft. Der hat, also im Vertrag selber ist keine Laufzeit drin. Das ist halt bitter. Also für Erdogan ist das richtig zum Kotzen. Aber deswegen machen die ja gerade Sachen türkisch halt, um das zu umgehen. Deswegen machen die in Istanbul einen Kanal draus, dass sie wollen da noch so eine... Umgehen so den Vertrag. Genau. Bam. Und dann können die da Gebühren verlangen und machen hier so Staus. So Türken halt, Legenden. Und dann gleichzeitig das ganze Gas, was wir nicht nehmen, nehmen die doppelt von den Russen und von den Aserbaidschanern. Das heißt, wenn Türkei diese Nachbarschaft einmal in den Griff kriegt, niemand kann die stoppen. Noch ein paar Atombomben von den Pakistanern klauen, dann sind das Legenden. Sind die dann so the new kid on the block? Oh, sind die so geez. Wie Hulk Hogan in den 80ern bei der WWF? Ja, die haben nur... Der unangefochtene Champ. Es kommt auf die Wahl an, die jetzt rauskommt. Wenn die Wahl jetzt nicht zinken, das Problem ist halt nur die scheiß Steuerlast und Inflation gerade. Das ist halt der Dreck. Und das ist halt das Problem, was man jetzt überleben muss. Aber das ist das Schlimme, dass Leute ja immer nur an jetzt beurteilen. Die Leute finden das voll schwer, so in 20 Jahren das zu sehen. Das heißt, sie sehen jetzt, was, Türkei hat doch voll die krasse Inflation. Ist ja voll beschissen. Aber es ist ja meistens so. Du kannst ja nicht in Tupac investieren, nachdem er I See No Changes rappt. Sondern du musst ja in Tupac investieren, wenn du ihn auf diesen kleinen Bühnen siehst und dann sagst, hey, die ersten 5 Mixtapes sichere ich mir die Rechte dran. Dann profitierst du davon. Genau. Nicht, wenn wie Eminem hingucken. 50 geholt hat. So. Und dann kam Get Rich or Die Tryin. Weil er die Mixtapes gehört hat und gesagt hat, oder Baby God's Got No Brenda. Wen meint er? Was ist das für ein Song? Brenda's got a big bit. Was? Von Tupac. Brenda, ach so. Brenda's got a baby. Boah, das war ein richtiger Zungenbrecher, den du rausgehauen hast. Das war Safe Tschetschenisch, war das. Ey, Shine ist der Beste. Das ist offiziell so von mir gewählt. Boah, Junge, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Wirklich, Leute, das war echt überfällig, Mann. Ich bin richtig... Ja, wir sind auch froh, dass du da warst. Bin richtig froh, möchtest Mann. Du, das war wirklich köstlich. Möchtest du... Was ist jetzt denn... Was ist dein nächstes Projekt? Boah, das nächste Projekt. Ich habe eine Frage. Bevor wir das beenden. Ja. Weil das interessiert mich wirklich. Genau. Ja.
Mir hat mal ein Anwalt gesagt. So fangen die besten Fragen an. Mir hat ein Anwalt gesagt, Schein, mach dir nicht so Sorgen wegen Verträge. Du kommst aus jedem Vertrag irgendwie immer raus. Weil du kannst ja nicht den Menschen nicht besitzen. Um diese ganzen Konflikte und Kriege aufzunehmen, warum gibt es keine Anwälte, die sich in einem neutralen Gericht treffen, um eben mal diese Verträge auszuhandeln? Warum muss das immer so ekelhaft gezinkt über 10.000 Ecken gehen? Man könnte ja zum Beispiel ein Gericht haben und dann könnte Afrika sagen, ey, die IMF oder wie die hießen, die haben das vor 100 Jahren gemacht. Wir leiden immer darunter, wir müssen ja irgendwo aufhören. Und dann wird das so mit Belegen, Beweisen und so. Warum wird das nicht so gemacht? Ich sag, was das Problem ist. Wenn der Richter auch gleichzeitig die Verträge macht, das ist ja das Problem. Also, wie dieses Gericht entstanden ist, war ja in der UN die fünf, die nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, davon die größten, die sind im UN-Sicherheitsrat, der quasi abstimmt über die ganzen Dreck. Dann hast du da Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China. Und die fünf profitieren aber auch gleichzeitig von diesen krümmsten Verträgen. Das ist quasi Al Capone, Escobar, El Chapo, die quasi die mächtigsten sind. Und denk dran, die mächtigsten ist ja, du kannst ja noch so viel Recht haben und verklagen. Was ist denn die maximale Eskalation von Konflikt? Angenommen, du verklagst mich, der Richter sagt, mach's. Was könntest du dann ja danach noch machen, wenn du auf den scheißen würdest? Wenn du eine Waffe hast und ich habe keine, kannst du ja trotzdem sagen, scheiß auf deinen Vertrag. Bap! Und das sind diese fünf. Diese fünf haben halt die meisten Waffen und die sagen, oh, der Richter hat dir recht gegeben. Gut, dann schauen wir mal, ob du Weapons of Mass Destruction hast. Und dann wirst du trotzdem bombardiert und dein Öl wird ja trotzdem geschnappt. Das haben die ja bewiesen mehrfach. Die sagen, das vierte Album von Exhibit heißt Weapons of Mass Destruction. Genau, also die oder die das sagen, fünfte, sorry. Die machen es einmal nett und dann sagen die noch einmal, hey, jetzt hast du Sanktionen bekommen. Willst du nicht? Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Also, wenn der Typ, der Richter gleichzeitig profitiert davon von Ungerechtigkeiten. Das heißt, es gibt keinen neutralen Typen. Ah. Warum sollst du auf den hören? Weil du hast Atomwaffen und dieser neutrale Typ hat nichts. Also kannst du auf den scheißen. Und das ist halt immer das Bittere. Das ist halt, im Land ist das geil, weil die maximale Eskalation ist, Bullen kommen rein, nehmen dich fest und bist du in der Zelle. Aber was willst du bei einem Präsidenten machen? Okay, das war, voll traurig. Danke. Ist voll traurig, ich weiß. Danke, was hast du für Ziele? Was sind die nächsten Projekte? Ey. Was können wir anteasern? Gebt euch auf jeden Fall Vitamin X Podcast. Einfach Vitamin X eingeben. Mit Marvin Endres, ne? Auf allen Streamingdiensten gibt es euch auch als Video. Ja. Also auch auf YouTube. Genau. Vitamin X Channel. Okay. Vitamin X Channel gibt es auf YouTube. Was gibt's noch? Es gibt noch Patreon.com, da wo ich so Diabetikern und sowas helfe. Also wenn irgendjemand Diabetes hat oder so, da sind immer so geile Dinge, Tipps und sowas, ist richtig gut. Was gibt's noch? Und Cancel Culture Tour, genau. Cancel Culture Tour, wo findet man Tickets? Eventim, Berlin, wann Frankfurt. Geht's los? Nächste Woche ist Mönchengladbach, Düsseldorf, Bochum. Genau, Cancel Culture. Ich glaube, den Titel werde ich nie wieder ändern, würde ich mal sagen. Für immer. Ich glaube, der ist perfekt. Shitstorm war geil. Das würde ich auch so lassen. Soll ich dir ein Nizar Trivia erzählen? Ich wollte mein Special Cancel Culture nennen. Und dann ruft mich Hakim an, sagt Nisa, komm mal auf WhatsApp. Und dann schickt er mir dein Plakat. Ich nein! So, boah, der Sack, ich schwöre dir. Ja. So viel zum Thema. Ist der wirklich wie ich? Best. Boah, fuck. So boah, schließt stark. Sich der Kreis. Also, Salim, vielen Dank. Ey, nur ich wirklich war eine danken. Ehre, dass du da warst. Hast für mich überhaupt nicht. Hast du die Sache, du hast die Sache nicht vergessen, die du mir noch erzählt hast? Nein, ich hab die noch im Kopf. Oh, und er denkt wieder nur an sich selber. Ja, klar. Der Trommelwirbel des Grauens. Deswegen hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt. Kommentiert doch gerne mal drunter auf YouTube unter dem Video. Was haltet ihr davon? Ihr könnt gerne alles nachlesen. Einfach folgt mal folgt Salim Samatu auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook. Was hat er gesagt? Ausschreiben, ja genau. Ausschreiben. Salim Samatu. Und das Tu am Ende wie bei allen Nordafrikanern T-O-U, weil wir immer noch bei unseren französischen Unterdrückern schleimen wollen. Tim. Und es so schreiben, wie die es wünschen. Boah, habt ihr das gesehen, wo dieser Kongolese diesen französischen Präsidenten da beleidigt hat? Hast du das gesehen? Ja, nein, ich kenne dich nicht. Oh mein Sarkozy? Gott. Nein. Ja, nee, das war Macron. Macron. Da war so ein kongolesischer Präsident, die sitzen so nebeneinander. Mhm. Und dann sagt er so, die Wahlen, da gab es Irregularien. Da wurde irgendwie nicht richtig gezählt. Und dann steht dieser Kongolese da auf, der dann so, listen,
Hör auf, uns wie Eltern zu behandeln, you Modifuka. Wenn in den USA und so irgendwelche toten Leute wählen oder bei Chirac tote Leute wählen, redet ihr auch nicht von Irregularien. Und dann zeigt er so mit dem Finger so auf den drauf. Und dann, sagt der Macron, der so, wenn Journalisten in Frankreich das sagen, das repräsentiert nicht die Regierung. Denn dann so, oh, no. It was your foreign minister. He was your government. Und das Geilste war, dadurch, dass es in Kongo war, hörst du die ganze Zeit die Journalisten wie in so einem Rap-Battle, die so. Oh! Geil. Geil. Das riecht so. Geil. Danke euch. Vielen folgt Dank. Folgt uns, bewertet uns auf Spotify und folgt uns, liked, teilt. An macht. Alle Salim-Fans, lasst uns bitte in Ruhe jetzt. Wir haben es geschafft. Er war da. Der ist hier, der ist krass. Wir wissen es. Danke. Geile, danke für die geile, geile Folge. Geile. Hey, Dank und. Bei wie viel sind wir? 2:48. Sehr gut. Nice. Stark. Stark. Und Respekt, Salim ist wirklich, man muss sagen, politisch, Know-how, brutal. Menschlich und Comedy-technisch Schmutz. Abschaum. Abschaum, aber Rotz. Politik, Know-how, Superbrain, wirklich. Danke euch. So. Vielen Dank. Peace. Raus. Raus. Boah, Junge, das war richtig geil. Das war richtig gut, Alter. Ey, ich bin stolz auf das. Das war brutal. Ja, man, das Lang wird gut. Salim, du warst on fire.